Hell gegen Dunkel, Gut gegen Böse, Mario gegen Luigi. Ja. Heute in der Mario Maker 2 Team-Duell, Folge Nummer 3. Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen an alle hier im Studio zu Mario Maker Team-Duell, Folge Nummer 3. Die Stimmung ist am Kochen, die Temperaturen sind es auch. Ich hab Bock auf einen schönen Abend voller Randomness und Hüpferei. Oh ja, ich auch. Guten Abend, mein Name ist Wallensen92. Ich bin der Mario-Experte, wie jeder weiß. Ja, Gott sei Dank. Nein, ich bin heute der Fragensteller mal. Ich frage quasi die Fragen, die sich jeder stellt, der das Spiel nicht so unglaublich gut kennt wie du oder unsere Kontrahententeams hier heute Abend. Das ist richtig, genau. Normalerweise saß da ja immer Densen, der ist diese Woche leider verhindert. Grüße gehen raus. Grüße. Aber genau, Valentin wird das würdig vertreten und dann vielleicht auch einfach die Fragen stellen, die ihr euch immer schon gefragt habt. Genau. Was nämlich passiert, wenn diese beiden grandiosen, eingespielten Profi-Teams gegeneinander antreten? Team Mario, Team Luigi, wie geht es euch? Seid ihr hyped? Ja. Ah, ja. Hey. Das wollte ich hören. Das ist die Stimmung, das ist der Kampfgeist, den ich hören wollte. Sia. Zum ersten Mal dabei, Team Luigi? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich darf sogar die coole Mütze aufhaben. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit tragen sollte, aber Du darfst. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen warm gespielt in richtig vielen Shoot'em-Ups. Ist ja fast das gleiche wie Jump'n'Run, also werden wir ganz gut klarkommen, glaube ich. Das fällt alles unter Retro, insofern spielt sich das alles gleich, wie wir alle wissen. Gregor, dein drittes Mal in dieser Sendung. Ist es schon. Ich hätte irgendwann muss ich dann verdrängt haben, glaube ich. Aber wahrscheinlich das, wo ich nicht gewonnen habe. Wahrscheinlich. Mit dem Druck des Siegers komme ich hier an, aber Sia ist natürlich ein erfahrener Gamer und wird uns nicht im zitterst du gerade? Wird uns nicht im Stich lassen. Aber keinesfalls. Deshalb sehe ich mit Selbstvertrauen der Herausforderung entgegen. Auch wenn natürlich das gegnerische Team eine sehr große Herausforderung bieten wird. Mhm. Ja, die haben auch schon einige Stunden Mario auf dem Deckel, würde ich sagen. Sarah, Team Mario mit der Mütze auf dem Kopf, auch eine Veteranin dieses Formats. Ja, das schon, aber vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Und also ich bin auch ein bisschen traurig, Team Gregor und Sarah hinter mir zu lassen. Aber ich habe würdigen Ersatz mit Fabian. Was heißt Ersatz? Ich bin völlig happy. Ich habe Fabian auch gefragt, ob wir das gemeinsam machen wollen. Und freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich tatsächlich auch, mal wieder hier in der Sendung zu sein und dann Mario spielen zu dürfen mit dir gegen so ein tolles Team. Ich glaube ein bisschen, dass Gregor das so lange hingebogen hat, bis er dann Sia in einem Team irgendwann hat. Ich habe ein bisschen Respekt davor, gegen so einen Profi-Speedrunner hier anzutreten. Aber wir werden es, glaube ich, trotzdem toll machen heute Abend. Ich glaube auch. Wir haben uns noch nicht 2 Stunden lang im Let's Play eingespielt, das übrigens. Das ist schon ringen. Wir sind noch kalt. Ja. Okay, okay. Aber vielleicht hilft uns das. Ich merke schon, es werden schon Ausreden gesammelt. Aber das bin ich nichts anderes gewohnt bei diesem Format. Das ist immer direkt ein, ja, ist ja auch ein Controller, Hände schwitzig, rutscht alles weg. Kennen wir alles zu Genüge. Wir werden auf jeden Fall gleich sehen. Wir haben die Runden ein bisschen umgestellt. Es gibt ein paar neue, es gibt ein paar altbekannte. Es gibt auch wieder Joker. Dazu später mehr, wenn wir gleich in die erste Runde starten. Genau, da haben wir noch genügend Zeit, das alles zu erläutern, wie das laufen wird. Und ich würde die Zuschauerinnen und Zuschauer auch gar nicht so lange warten lassen. Aber ich muss natürlich hier in eigener Sache natürlich nochmal kurz sagen, es ist natürlich ein tolles Spiel, ich möchte hier gar nicht über Gameplay streiten, aber jeder weiß, mir sieht's nicht gut genug aus. Und deswegen habe ich noch was Kleines Eigenes mitgebracht. Und zwar, wenn ihr Bock habt auf Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, was fantastisch aussieht, da kommt jetzt ja der DLC raus, dann zieht euch das doch bitte mit DLSS 3.5 rein. Denn die geile Nummer daran ist, das war ja mal limitiert auf die 40er-Serie. Wer aber eine 20er-Serie oder eine 30er-Serie von Nvidia hat, der kommt nun auch in den Genuss dieser fantastischen Bildrekonstruktionstechnologie, die ich hier schon mal, wer das verstehen möchte, auf dem Gaming-Kanal erklärt habe. Und da ist tatsächlich auf der Gamescom noch die Ray-Reconstruction-Technik dazu angekündigt worden. Keine Angst, die erkläre ich jetzt hier nicht komplett en Detail. Aber Fakt ist einfach, viel mehr Frames, es sieht viel krasser aus und dieses Spiel sieht ja im Overdrive-Modus eh schon top aus. Also wer sich nach dieser wunderbaren Unterhaltungsshow denkt, jetzt brauche ich aber noch mal ordentlich was für die Augen, der zieht sich das dann rein. Vielen Dank an Nvidia dafür, dass die uns hier heute Abend unterstützen. Und ich würde sagen, jetzt können wir gleich reinstarten mit Runde 1. Ich halte den Laden jetzt hier nicht mehr auf. So machen wir das. Wir starten ein mit Runde 1.
So, Runde 1, ein alter Bekannter. Wir starten ganz klassisch rein. Es geht darum, im Endlos-Leicht-Modus möglichst viele Level abzuschließen. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit. Klassische Regel, wer stirbt oder ein Level abschließt, gibt den Controller an seinen Teampartner weiter. Und das ist es im Grunde auch schon, von den Regeln her. Spannend wird es noch, wenn ihr eure Joker einsetzt. Davon habt ihr jeweils 3 an der Zahl. Da gibt es einmal den Augenbinden-Joker. Da muss das gegnerische Team, einer muss die Augenbinde anlegen und der andere muss erklären, was zu spielen gibt. Das ist einer der schwierigsten, finde ich. Also sehr einschränkender Joker schon. Das ist ja, definitiv. Das macht es am schwierigsten. Ja. Aber manchmal kann es auch gut gehen. Es ist ja immer ein bisschen Glück dabei. Stimmt. Dann gibt es noch den Joker, wo ihr zu zweit an einem Controller spielen dürft. Einer übernimmt die Bewegung, der andere übernimmt das Hüpfen. Mhm. Ich nenne ihn auch gerne den Team-Bonding-Joker. Da kommt man, da verschmelzen die Gehirne zu einem. Genau, genau. Deswegen, der ist noch altbekannt. Und der letzte Joker ist, ihr dürft einmal eine Pause machen für 3 Minuten und mich einwechseln. Jedes Team darf einmal mich als Joker reinholen und dann gucke ich mal, was ich in den 3 Minuten so reißen kann, ob ich da einige Level abschließen kann. Nächstes Mal machen wir noch einen Joker, wo man mich reinholen kann, aber ins gegnerische als Team als Handicap einfach. Why not? Why not? Na, wir gucken mal, wie es so ankommt. Bin auch immer wieder für Vorschläge offen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, haut sie in die Kommentare oder ins Forum. Ich freue mich immer. Wir passen das hier immer so ein bisschen an und gucken, was funktioniert. Ja. Was hängt. Er wird auf Feedback reagiert, das muss man sagen in dieser Show. Ich tue mein Bestes. Kurze Frage, letzte Klärung oder so. Wenn ich sehe und Level neu starte, ja, aus irgendwelchem Grund auch immer, ist es dann weitergeben oder spielt man noch die gleiche Person im Controller weiter? Tendenziell weitergeben. Weitergeben. Weil Neustarten kostet euch auch ein Leben. Okay. Dementsprechend da dann weitergeben. Okay, gut. Ihr dürft, aber das auch noch dazu gesagt, ihr dürft skippen, so viel ihr möchtet. Also ein neues Level anfangen. Skippen kostet auch keine Leben. Da dürft ihr einfach machen, das kostet euch im Zweifel nur das Zeit. Es geht am Anfang jetzt nur um die Geschafften. Ja. Okay, skippen. Okay? Okay. Soweit also wir dürfen immer skippen. Wenn die Level nicht gut sind. Dann haben wir unsere Leben aufgebaut. Und dann gehen wir ab. Dann vorbei. Was ist, wenn wir Game Over gehen sollten? Das wäre sehr schlecht für eure Punktzahl, aber ja. Ich hoffe mal, dass es nicht passiert, weil es sind die einfachen. Dann wird es wieder Level. Auf Null fallen und das dann zählt, wieder auf dann Null zählen und die vorherigen Level nicht. Hey, okay. Wow. Aber es sind die einfachen Level. Also wenn ihr das schafft, dann, dann werdet ihr nicht hier. Hoffe ich zumindest mal. Gut, aber lasst uns nicht weiter drum rumlegen. Wir legen am besten einfach los. Falls Fragen sind, ruft einfach rein. Okay. Oh je. Dann, ihr seid, glaube ich, solltet auf derselben Stelle sein. Mhm. Dann bereitet euch vor und es geht los in 3, 2, 1, let's go. Let's go! Die haben schon gedrückt früher. Die haben viel früher gedrückt. Sehr schön. Unverschämtheit. Ah, wird schon wieder. Die sind halt schneller. Ja, ich glaube, das hört nie auf. Okay. Ja. Mario, was ist denn super? So, die ersten Level des heutigen Abends. Wir sind gespannt. Das ist Superball. Okay, das ist schon mal das. Okay. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Wow, okay. Mario zieht voran. Das war lucky. Das war wieder ein sehr schönes, kurzes, leichtes Level. Wobei es ist auch irgendwie. Ich glaube, das sollte komplizierter sein, weil sie sollten Superball Mario sein, aber es waren sehr viele Feuerbomben da. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Ja, Team Luigi hat gerade wieder so ein langes Level mit einer langen Röhre, aber scheint zumindest nicht kompliziert zu sein. Nur nochmal zum Verständnis für die, die vielleicht auch zum ersten Mal zuschauen. Das ist jetzt ja komplett random, welches Level da kommt. Korrekt. Ne? Das heißt, du konntest auch gar nicht vorher beeinflussen, irgendwie das eine Team kriegt das, das andere das. Das ist also völlig faires RNG. Oder unfaires RNG. Oder unfaires RNG. Es ist zufällig, insofern kann alles passieren. Es kann schnell gehen, es kann langsam gehen. Es ist halt auch die Gefahr oder die Kunst, schnell zu sehen, ob es ein langes Level ist, ein kompliziertes Level ist oder ob es sehr schnell geht. Also so wie sich Team Mario da gerade anstellt auf den Fließbändern und nicht vorankommt, hätte ich vielleicht schon geskippt. Verstehe, okay, ja. Also Erfahrung ist hier äußerst wichtig. Und zwar nicht nur im Spielerischen, sondern auch möglichst viele Level gesehen zu haben. Ja, es ist also tendenziell auch direkt Unterwasserlevel sind immer sehr langsam. Ah ja. Sowas würde ich zum Beispiel direkt skippen oder so. Das wäre Bullshit. Aber ja, hier unten haben wir jetzt gerade wieder so ein Story-Level, würde ich fast behaupten. Mario gets a house. Aber es hat jetzt ein Leben. Beenden, oder? Skippen wäre minus gedrückt halten. Hä, aber skippen kostet doch ein Leben. Skippen kostet kein Leben. Haben wir gerade gemacht. Nein, ihr seid gestorben, dann habt ihr geskippt. Dann skippen wir, aber du wolltest skippen, ne? Ja, ja, ich wollte skippen eigentlich. Okay. Ich glaub, du musst die Feinheiten kommen dann wieder raus. Wir sind noch nicht ganz da, wir kommen gleich. Ja, dafür ist die Kategorie ja da, zum Reinkommen. Das sind die einfachen Level, da kommt ihr einfach hin. Exakt, man muss ja erstmal reinkommen.
Ganz fantastisch fand ich übrigens, seit im Chat stand, Benson würde super in dieses Format passen. Ja, ja, Leute. Ja, finde ich auch. Definitiv. Benson hat das Ganze auch mitentwickelt. Ja. Er hat auch uns ein bisschen was beigesteuert. Das sehen wir dann nachher in anderen Runden, die nicht random sind. Ja. Da schauen wir nochmal, wie wir damit klarkommen. Mhm. Aber es wird noch chaotischer und wilder, sag ich mal. Ich hoffe, das funktioniert alles. Du, ich glaube schon. Aber ich vermute, die Person hat dann die vorherigen Folgen gar nicht gesehen. Nur kurzer Hinweis, die kann man sich natürlich auf dem Rocket Beans Gaming Channel nach wie vor angucken. Also schau doch da mal in die Episode mit Benson. Korrekt. Okay, zurück zu den Leveln. Also ja, sobald wir sehen. Genau, Luigi hat nun auch ein Level abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie es gerade steht. Was war, glaube ich, ihr zweites? Und Team Mario, glaube ich, im dritten Level. Da sehen wir es. Ah, genau. Team Luigi bereits 2 Level abgeschlossen. Und Mario jetzt in der Eiswelt mit der Feuerblume unterwegs. Aber kommt gut voran. Ja, das sieht kompetent aus. Auch wenn sie jetzt gerade wieder ein bisschen Schaden genommen hat. Ja, da würde ich jetzt durchpowern. Ja, genau so. Finde ich cool? Schnell. Nee, finde ich nicht so. Ja, das war zu weit. Ja, so, okay. Mhm. Risky. Mario, würde ich dir empfehlen. Nutzt den Spin-Jump, Team Luigi. Schultertaste. Schultertaste ist der Spin-Jump. Bullshit, wir skippen. Der war beim letzten Mal schon ein großes Thema. Stimmt, Spin-Jump. Ich habe ihn praktisch nie genutzt, das weiß ich noch. Ich bin so dumm. Aber mit dem kann man dann so über die hüpfen. Ja, da sehen wir es. Okay. Ah, da sehen wir es, genau. So kann man über diese Gegner kommen. Perfekt. Das geht wirklich, als dass wir sterben. Okay, ohne den wäre man ja unten noch gar nicht weitergekommen. Korrekt, aber der gehört ja zum Standardrepertoire. Ich sag mal, selbst bei den einfachen Leveln geht man davon aus, dass die Spieler ihn beherrschen. Ja, ja, klar. Würde ich jetzt mal behaupten. Gerade schön gesehen, die Gegner waren gerade noch im Bild und das Ziel sind und dadurch wurden sie in Leben umgewandelt. Oh! Pro Level können sie nämlich 3 extra Leben sammeln, was das ganze Game-Over-Gehen natürlich noch ein bisschen erschwert. Ja klar, ja. Aber vor allen Dingen dann für eine spätere Disziplin, die Kenner dieses Formats bereits kennen, noch wichtig wird. Ja. Okay, jetzt wird hier ein anderer Ansatz gewählt bei Team Mario. Ja, wird sich durchgeballert. Ja. Sie hätten halt auch den großen Schneeball nehmen können und einfach durchballern können. Mhm. Aber sie haben ihn lieber zerschossen. Jetzt müssen sie halt den langsamen Weg gehen, aber sie kommen voran. Ja, aber jetzt besser vielleicht safe spielen, dachte man sich, als da immer wieder sterben halt. Grundsätzlich, ja. Ich meine, eine halbe Stunde ist einige Zeit. Mhm. Da kann einiges passieren, das kann einiges vor und zurück gehen. Ich glaube aber gerade führt in der Tat Team Luigi. Ja, sieht man auch danach aus. Schau mal, können wir jetzt Level noch Team Mario gerade? Ganz kurz, wir werden nach abgeschlossenen Level, nicht nach Leben bewertet. Korrekt. Das waren 3 Level für Mario. Mhm. Ich glaube, das war bereits Level 5 für Luigi, kann das sein? Oh, auch wieder ein sehr schönes spanisches Level, wollte ich sagen. Japanisch. Jetzt sehen wir es hier. Nee, Level 4 war Level 4, okay. Das also heißt, Luigi ist ein Level vorne zurzeit. Das geht noch. Alles drin. Upside Down. Upside Down. Macht sehr viel Spaß. Guck mal, das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Das finde ich super cool. Direkt. Das macht sehr einfache Level, direkt komplizierter. Ja. Ich meine, bei dem geht's jetzt. Ja, stark. Ja, grün. Ja. Das ist okay, aber... Ah, okay, Luigi, es gibt mal wieder, das war ein 4-Player-Level. Die Richtung ändert sich erstmal nicht beim Links-Rechts-Dingsen. Nee, Links-Rechts nicht, aber oben und unten. Das ist auch immer, muss ich immer überlegen, wie das jetzt nochmal war. Weil wenn man sich dann ducken möchte, muss man nach oben drücken und nicht mehr nach unten. Okay, das ist krass, sehr gut. Das sind, also das macht es wesentlich komplizierter. Ja, klar, ja. So, Mario zieht gleich. Sehr schön. Musst du alle 5 Minuten bekommen? Nur gleich gezogen, die haben schon 4 geschafft vorher. Und Luigi versucht den Weg zu finden. Sammelt noch ein paar Münzen ein, warum nicht? Aber skippen sie lieber, ja. Ja, da hätte ich jetzt auch überhaupt nicht gesehen, wo es weitergeht. Und wenn man da schon zu lange suchen muss, ist wahrscheinlich das Problem dann. Oh, 3 One-Ups. Das klingt gut. Da dürfte einiges an Leben sein. Schön grüne Pilze. Jesus Christ. Ah ja. Oh, I love it. Oh Gott. I love it. Oh nee. Ey, guck mal, wie viel Leben die kriegen. I love it. Herrlich. Hämmer. So, aber Team Mario dürfte da jetzt auch Leben sammeln. Macht das einen Unterschied, wenn man sehr viele Sterne sammelt? Nee, oder? Nein, Sterne machen das nicht. Dann war das nur so ein Spam, der schick aussah. Ja, das ist einfach nur, wenn Level Creator nichts einfällt, dann hauen sie einfach einen Stern rein und ganz viele Gegner. Ich bin noch gar nicht drin. Da schon oben genau das gleiche. Ja. Oh nee. Drück mal die Schultertaste, Team Mario. Dann rollen, machen sie nämlich eine Vorwärtsrolle. Da drauf springen. So. Wenn man croucht gerade, wird der Spin-Jump ausgetauscht. Dazu? Genau. Okay. Bullshit. Was passiert hier? Ihr werdet getroffen. Ja, jetzt seid ihr davor und perfekt. Oh, das ist ja noch gut gelaufen. Seit wir das erste Mal Mario spielen.
Es ist chaotisch, aber das ist halt random. Es kann halt alles passieren. Oh Gott. Oh, das ist tendenziell auch ein schnelles Level mit den Speed-Bändern. Ja, gerade hat Team Luigi ein bisschen Levelglück, habe ich das Gefühl. Ja. Wo war der Bosskampf? Ja, Team Mario hat 5 Level und Luigi hat aber auch wieder abgeschlossen. Sind jetzt schon bei 7. Wo war der Bosskampf? Kann das sein? Würde ich auch sagen. Oh Gott, oben drüber, oder? Ja? Nee, auch erst bei 6. Ja, wobei sie kommen jetzt. Ich dachte, jetzt meinst du 6 abgeschlossen. 6 abgeschlossen, das stimmt. Das hört nicht auf. Bin ich schon zu weiter? Shit. Ja, da steht. Da ist die Punktzahl auch noch mal in der Mitte. Perfekt. Nicht zu weit hoch. Ja, schön. Hey, ja, das war knapp. Sternfuchs. Und der Pibaloon ist ja, um einiges cooler als ja, im Original. Mhm. Weil im Original ist der super behäbig und sehr langsam. In Mario Maker haben sie den Speed quasi eingeführt, dass du, wenn du Y gedrückt hältst, quasi nach vorne dasht. Ah, also okay. Schneller fliegen kannst. Vorher war zu frustrierend. Das war super langweilig. Ja. Das sind die schlimmsten Level in Super Mario World, wo du diesen Pibaloon hast. Den haben sie dann Gott sei Dank, als sie den Mario Maker gebracht haben. So ist das spielbar. Ja, das ist ja cool. Okay. Richtig coole Level mitbauen. Das wusste ich gar nicht, dass sie da tatsächlich noch so Quality of Life Sachen gemacht haben. Da haben sie einiges also manches verschlimmbessert, manches verbessert. Manche Sachen weiß man auch nicht, warum sie es gemacht haben. Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich. Zum Beispiel Sachen, die auch bei Kaizo zum Beispiel sehr wichtig sind, eine Shell zu tragen, während man eine Ranke hochläuft. Okay, das geht zum Beispiel im Original, geht aber in Mario Maker nicht mehr. Okay. Warum auch immer. Und Team Mario hat noch ein weiteres Level abgeschlossen, aber Luigi auch. Ja, ziemlich gleichzeitig. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das war, haben wir auch schon mal eindeutiger hier gesehen. Das stimmt, ja. Ist jetzt also noch alles ausgeglichen. Was ist denn, wenn wir beide noch in einem Level sind am Ablauf des Zeitlimits? Drück mal A. Und gleich 4 Punkte haben. Also wenn ihr wirklich im Gleichen, dann gilt es, wer es zuerst abgeschlossen hat, würde ich sagen. Sinnvoll. Ich glaube, es Gleichstand gerade. Also es dürfte sowieso das Level noch zu Ende gespielt werden oder gestorben werden, wenn wenn der Timer abgelaufen ist. Yes. Damit wir da eine finale Anzahl haben. Das. Jetzt kommt noch ein Ja! Yes. Nee, ey, wirklich. Die ganz Level. Aber solche Level gibt's halt auch. Ja. Jeder braucht mal so Lack-Level. Wir hatten beim letzten Mal ja auch diese Level mit, die unter eine Sekunde dauerten. Oh ja. Wo man direkt mit per Stern ins Ziel geschossen wurde. Die kommen auch immer mal wieder. Mhm. Oh, hier bei Team Luigi sehen wir gerade, glaube ich, eins von den Startscreen-Leveln. Also, das Ding ist, wenn du in den Maker gehst, kannst du dir quasi eine Vorlage laden. Ah, okay. Und diese Vorlagen sind halt die im Startscreen zu spielen sind. Ja. Das sind diese Startscreen-Level, von denen sieht man recht viele, weil irgendwer lädt sich die rein, spielt es einmal durch und dann ist es hochgeladen als dein eigenes Level. Ach so, okay. Oder verändert nur so ein bisschen was dementsprechend. Aber das ist ja ein bisschen blöd gemacht eigentlich, dass die dann in die Rotation kommen, wenn sie die gleichen sind. Ah, Team Luigi hat ja ein Auto-Level. Ja. Wir möchten, dass die Blindenbinde jetzt benutzen. Okay. Ja, sehr gerne. Da ist der erste Joker wieder eingesetzt. Wow. Das heißt, okay, dann. Das ist ein richtig schweres Sie bekommt die Blinde, die Binde auf. Ich weiter und gibst sie gleich rüber. Es geht nicht. Und ihr bekommt den Controller in die Hand. Auch die Blindenbinde aufnehmen. Ja, die Brille brauchst du nicht drüber. Ich schwöre, das geht nicht. Die Frage ist, war das ein kluger Zeitpunkt? Ne? Das ist nicht schlau, wenn man weiß, die müssen in dem Level tatsächlich New Super Mario viel sehen. Level. Weil sie können nicht einfach skippen, nicht, was kommt. Das stimmt. Nee, sie können theoretisch skippen schon. Achso, das können sie. Lauf einfach. Lauf. Das müsste sogar klappen. Ja, sowas kann halt auch funktionieren. Oh, das war knapp. Spring, lauf, geschafft. Wow. Geil. Ein blindes Level. Warte mal. Ihr könnt die Binde aufbehalten, solange behält sie den Controller und behält die Binde. Ah ja. Darf ich jetzt aber gucken? Nein. Aber Sie haben 3 Minuten lang. Spielen, oder nicht? Ja. Ach, nee, Sie ja spielt weiter. 3 Minuten lang. Das wäre ja noch schöner. Okay. Das andere A. Ah, da. Mach dir das eine auf. Das Problem habe ich auch immer. Okay. Ja, Nintendo, ne? Ja, die wollen die Bestätigung woanders haben. Genau, dieses Umdenken jedes Mal. Okay. Ja, das hat ihm jetzt 10 Sekunden geklaut. Es gibt ein Rätselding. Kostet. Mit Türen. Skip, okay. Ja. Sehr gut. Ja, das geben sie, aber es ist wieder ausgeglichen. 19. Skip. Ja. Ich sag dir, wenn es losgeht. Okay, auch ein New Super Mario. Die Level 7-4, das könnte Luigi schon klassisch kurz und knackig steht da. Okay, okay, lauf okay, und spring. Beweg dich. Genau, warte mal. Spring. Luigi geht da aber recht. Spring noch einen durch. Schade, genau auf den mit dem Stachel. Die anderen wären nicht so schwierig. Das ist schwierig jetzt hier gerade. Ohne laufen, nur das Springen. Und spring immer, wenn ich dir springen sage. Geh mal nach vorne und dann spring.
Versuchst du schnell zu reden? Ja, das ist jetzt gut auch für Team Mario in Führung zu gehen. Aber Team Luigi hat natürlich den Joker auch noch. Die haben den ja auch, klar. Aber mal schauen. Ich fand das Briefing gerade gut. Spring bitte immer dann, wenn ich springen soll. Okay. Die Kommunikation ist doch sehr wichtig bei diesem Joker. Ich hab noch nicht gesagt. Ja. Wie viel haben wir denn noch? Wie viel ist denn noch? 1:15 noch. Oh, wirklich so viel. Skip nochmal. So einen ja, das ist Quatsch. Ja, ich glaube, das schafft man nicht. Das wird ein schwieriges Level. Gedrückt, jetzt gedrückt halten. Gib mir sie die richtige Entscheidung wahrscheinlich. Okay, jetzt geht's. Ja? Warte mal, jetzt gibt er gerade. Und die Mario wieder ein Level abgeschlossen. Okay. 11:9, da geht die Führung. Ja, warte mal, es lädt noch. Okay, Super Mario Slide. Ja, damit alle Münzen und erreiche das Ziel. Oh, das könnte tendenziell einfach sein, aber du musst wahrscheinlich runterdrücken zum Rutschen. Gibt man mit Minus. Diesen Level, den du gerade erwähnt hast, wo man einfach so durchgeschossen wird, okay, direkt Ziel. Da frage ich mich, warum bauen User das für genau diese Challenge und das da rein zu tun oder was ist die Idee? Manchmal weiß man es nicht so genau. Ich finde es generell schwierig. Also ich baue selber selten Level, weil mir fehlt auch die Inspiration und die Kreativität. Halt nach unten gedrückt. Und manche sagen dann natürlich so, hey, ich versuche jetzt so schnell wie möglich nach unten ein Level zu bauen, dass man so schnell wie möglich abschließt oder so. Genau. Einfach so als Challenge an sich selber vielleicht auch. Es gibt ja auch vielleicht, springe rechts. Was sein könnte. Es wird ja am Ende immer gecheckt, ob man so schnell wie möglich abgeschlossen hat. Also wer den Weltrekord in einem Level hat. Und wenn du es natürlich hochlädst und jemand anderes weiß das, dann kann der natürlich sehr schnell Weltrekorde sammeln. Oh, ach so, okay. Ja, ein kleiner Trick. Sowas vielleicht, für irgendwelche Achievements mäßig. So, noch 4 Sekunden, dann kann die Augenbinde weg und 3, 2, 1. Einmal rechts. Augenbinde kann weg, ihr könnt wieder sehen. Münzen einsammeln. Ja, immerhin haben sie ein Level. Halt nach unten gedrückt. Bitte? Wir haben gerade echt wenig zu tun. Ja, das ist. Ja, aber jetzt setzt ihr die Mütze da auf hier, also die Augenbinde auf. Okay, die Augenbinde für Team Mario. Mal schauen, ob sie da die Punkte wiederholen können. Das war wirklich ein lames Level bei Team Mario. Kann ich die Dings aufsetzen? Jetzt. Okay. Geht es über die Puh? Achso, ich habe eine Brille aufgemacht. Das war ein sehr kleiner Brille. Brille braucht man da drunter nicht, glaube ich. Wenig, so in der Dunkelheit sieht man, glaube ich, generell nicht viel. Ob die Dunkelheit jetzt scharf ist, ist nicht so wichtig. Ist wahrscheinlich. Aber Team Luigi hat eins mit Augenbinde, glaube ich, geschafft. Bosskampf. Ja, und das andere ist schon zur Hälfte. Also dieses Rutschending hat er ja auch einige weit gespielt. Stimmt. Einigermaßen. Insofern war schon okay. Gar nicht so schlecht. Ja, Mario, das könnte, wenn der den Stern bekommt. Rechts nach rechts weiter. Sorry. Der da vorne hüpft. Ja, ja, sehr das könnte gut sein. Das könnte tendenziell schnell gehen. Und springst erst, wenn das hört ja Sarah auch. Also man weiß noch, wie lange dieser Stern halt gültig ist. Du gerade ganz viele Gegner weg, bis du leben und hast. Oh, spring nach rechts. Na, da war ein bisschen viel los. Hat sie geschafft. Ach so. Das war das Ziel. Ah, jetzt check ich's erst. Das war sehr knapp, aber ja. Das wäre wirklich sehr knapp. Das wäre sehr lustig gewesen, wenn sie da jetzt gestorben wäre. Ja. Du kannst halt auch den kleinen Bürgersteig auf der Axt hoch. Aber das hätte man ohne Augenbinde jetzt ja gar nicht viel schneller geschafft. Also muss ich schon sagen, ganz schön. Ein gutes bisschen schneller. Am Anfang musst du natürlich ist ja die Wand gelaufen, aber das sind aber minimal. Also für den Joker auf jeden Fall safe. Genau. Unten hätten sie jetzt wahrscheinlich die Wand kaputt schießen müssen. Das haben sie aber nicht getan. Das sollte Gregor eigentlich wissen. Er hat einen Stern gebaut, wo man die Mechanik auch benutzen muss. Lügen bringt den kleinen Jesus zum Weinen. Jetzt geht es los. Du läufst nach rechts. Du rennst am besten. Ein Gegner ist von der Decke gefallen, hat direkt gestorben. Leider direkt was auf den Kopf gefallen. Ich finde es sehr gut, Fabian, das auch. Noch wir müssen viel. Auch ruhig. Ja, ein Gegner ist von der Decke gefallen. Wir haben 15 Leben. Rennst durch, einfach weiter. Aber ja, ich glaube, da braucht man den ruhigen Ball. Rutscht leider auf den Boden, der gestresst. Nee, eben, das musst du noch nicht bleiben. Jetzt rennt sie aber durch. Ah, schade. Das ist ein schwieriges Level für Onkel. Als ich auch nur gedacht habe. Ja, ganz kurz, wir sind hier übrigens gerade auf der Halbzeit, liebe Leute. 15 Minuten sind rum. Ja. Die Hälfte der Zeit und es steht 13 jetzt? Zu. Ich glaube, ich lasse nochmal los. 13 bis 12. Oh ja, immer noch close. Wir skippen jetzt den Level. Mario führt noch mit einem Punkt. Du musst ein gegeneinander außen, ein Thema-Level. Ja. Du musst einfach berührst einfach von außen. Geht gar nicht. Doch, du musst einfach spring doch rüber. Ja, aber du musst mal sehen, was du hier machen sollst. Okay, super. Renn mal nach rechts, bitte. Ja, okay. Jetzt hab ich's auch gecheckt. Weiß nicht, was das passieren soll. Weiß nicht, was der hier, glaube ich, ein Level, wo du einfach warten musst. Hier ist keinerlei Veranlassung. Er ist wahrscheinlich auch gegangen. Aber also, sie haben es geskippt dann. Ja. Sie haben es jetzt geskippt, ja. Weil so ein Outlevel ist natürlich, wäre perfekt. Outlevel wäre jetzt perfekt. Das wäre jetzt natürlich sehr glücklich. Wednesday-Song von TikTok. Von Helena aus Deutschland. Grüße gehen raus. Gleich in den Abgrund, noch ein Stück weiter. Darf man durchlaufen dann, oder? Noch weiter? Oh, das ist quasi ein Autolevel. Du bist jetzt über eine Röhre rübergelaufen und dann direkt in den Abgrund gefallen. Das ist immer gut, wenn du fly and don't die. Ab und zu dürfen wir auch mal Glück haben. Nach rechts, noch weiter.
Ganz so schlimm ist es auch nicht. Noch weiter? Noch weiter? Noch weiter? 12 Sekunden, dann habt ihr Augenbinde weg. Noch weiter? Aber schön, wie viele Gratis machen. Danke. Bist du in die Röhre? Hat sie geklappt? Ab in die Röhre. Okay, 5 Sekunden noch. Oh, hast du einen P-Ballon? 4, 3, 2, 1 und die Augenbinde kann weg. Gott sei Dank. Ist vorbei? Ja, ist vorbei. Ja. Check mal, ob okay, wir haben nur alle gleich. Lauf mal einfach. Wo muss ich hin? Okay, sehr gut. Der Mario fliegen nicht in den Abgrund fliegen. Ja. Oh, ah, Team Luigi hat wieder Musiklevel, das ist auch wieder sehr einfach. Aber automäßig. Oben ist gut. Ja, wo ist die Röhre, fragt sich Team Mario. Ja, hab ich auch. Wo ist die Röhre? Ja, das muss man jetzt auch einfach komplett suchen. Das muss man jetzt auch suchen. Das kann, das weiß niemand so genau. Ich würde sagen, wir skippen einfach nochmal. Auch wunderschöne Musik dabei, Team Mario. Jetzt haben wir schon so viel, jetzt sind wir investiert. Da kann ich gut Musik machen. Wo sind die ganzen scheiß Münzen? Oh, wo ist denn der? Also wahrscheinlich 55 am Ende. Also das ist doch Quatsch. Aber spring, okay, spring rechts. Guck mal, du hast... Ah, da oben. Okay, da sind sie. Okay, sprich, du musst von oben. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Okay, geil. Hätte mich auch anders, alles andere hätte mich sehr gewundert bei Easy Level. Mhm, stimmt, das wäre dann total gemein. So, denkt dran, ihr habt noch Joker. Ich wollte es nur sagen. Nicht, dass ich irgendwen beeinflussen möchte. In der ersten Runde verballern. Ja. Ihr habt in der Runde 3 habt ihr nochmal die Joker. Ja, ja. Ach, nochmal. Check du mal. Lass mal direkt nochmal den 2 Spieler geben. Ne? Ja. Wir nehmen den Joker, die sollen zu zweit ran. Team Mario bitte an einen Controller zusammen. Siege alle Larrys. Okay. Das finde ich auch immer sehr spannend. Ich finde es super, ja. Der Ausgleich ist sehr knapp beieinander. Wir machen das stimmt. Bei denen auch. Okay. Jetzt? Jetzt bitte. Ja, okay, dann. Oh, aber so eine Stampfattacke ist. Haben sie sehr gut hingekriegt. Wow, first try. Die sind quasi schon in Sync. Den musst du wegballern, ne? Ja, aber wirklich. Als hätte ich nie was anderes gemacht. Okay, okay. Du ballerst einfach. Aber tendenziell unten ein sehr recht langes Level. Weil Bosse mit dem Ding kaputt schießen dauert ewig. Ball einfach. Vor allem, wenn es zweit sind. Oh, man kann es schaden. Ja, okay. Das könnte dauern. Aber ich meine, sie haben gerade schon im vorigen Let's Play gezeigt, wie gut sie ihn schmappen. Also, vielleicht haben sie da Erfahrung gesammelt, die ihn jetzt nicht. Ja, was los? Aber, ja, aber vielleicht wäre es jetzt trotzdem eine kluge Entscheidung, das eventuell zu skippen. Das hätte ich auch schon geskippt. Mario, der war ja wieder ein Punkt. Sehr in Führung. Wow. Aber auch wieder halt Macher Dauerballer. Sehr klar, sag ich. Ist okay. Ach ja, das ist wirklich mein Lieblingsjoker. Warum geht der nicht down? Vielleicht einmal drauf? Nein, der ist wahrscheinlich geschützt dann erstmal. Aber sie haben gleich den ersten von 3. Mhm. Sie wollen die Challenge offensichtlich auch machen. Oh, also wollen sie nichts beweisen. Okay, jetzt haben ehrt sie ja auch. Der erste ist down. Die noch 2. Ja, ich hab's. Okay. Jetzt, ich würde einmal gerne noch springen. Oh Gott, Team Mario, ja. Aber es läuft erstaunlich gut bei Team Mario. Ja. Durch das Level. Rennen zwar nicht, okay. Also ich muss sagen, würde ich jetzt das Kamerabild nicht sehen, würde ich nicht unbedingt checken, ob sie eine Person ist alleine. Hast du das gesehen? Ja. Also millimetermäßig ausgewichen. Okay, das ist ja Wahnsinn. Okay, dann können wir mal wegschleudern, ja. Aber Luigi ist mittlerweile auch schon drin, die sind auch ganz gut dabei. Ja, nochmal Anlauf. Wenn jetzt aber ein bisschen geschrollt. Schi, ist das, glaube ich. Bisschen wieder jetzt reinpacken. Auch immer noch nicht. Auch wie gut die Sprünge bei Team Mario. Ey, und da haben wir auch schon leider reingerannt. Da waren wir schon freudig. Sind so reingerutscht. Mach mal weiter. Skippen. Okay. Aber ich mag auch sehr die. Wir müssen mal auf die Gesichter achten. Die sind sehr, sehr konzentriert bei diesem Joker. Alle 4. Da sind die Kommunikationsskills aber auch gefragt. So, jetzt schafft es Team Luigi. Jetzt schaffen wir es. Werden ja auch getrollt. Jetzt aber. Oh nein. Ah, der geht daneben. Oh, das war. Oh. Ah, der letzte Treffer. Puh. So, jetzt müssen wir noch zum Ziel. Da ist es. Das Spiel ja noch als gesagt. Ich dachte, wir schaffen es zumindest dann das erste. Nee, wir haben ja. Sehr gut. Team Luigi. Ja, Ehre dran geblieben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war Durchhaltevermögen bewiesen. Und jetzt schwingt links, rechts. Ja, aber wirklich. Ich mach immer einmal links, rechts, okay? Ja, okay. Wir müssen uns beeilen. Ich bin schon gespannt, jetzt das ist gleich, bei denen wahrscheinlich nicht bei denen. Wie steht's denn gerade? Ja. Stimmt. Ich glaube, es ist Gleichstand. Ja, lauf! Oh Gott! Okay, das Ziel ist Katzen, Mario. Ich laufe schon mal. Ja. Da ist das Ziel. Ich hatte kurz Schiss, dass wir da drüber springen. Hey, aber das könnt ihr ja gleich gleichzeitig machen. Wer spielt denn danach? Das ist korrekt. Das war aber vorher angesagt. Matthias, wir wissen nicht mehr, wer von uns muss, wenn es jetzt gleich vorbei ist. Entscheidet euch, das ist egal. 3, 2, 1. Einer von euch. Team Mario darf wieder einzeln. Dann geh einfach. Springen. Ja, Team Luigi hätte ich jetzt auch drauf gezählt, dass das Item nochmal am Ende kommt, aber nee, leider nicht. Oh, wir haben kein Katzending. Oh, also, Zielbedingung nicht erfüllt. Wie fies. So, ja, mach neu. Genau, Team Luigi darf auch wieder einzeln spielen. Also, wir beide gespielt haben, also ich muss ja, glaube ich, nicht. Och, du mies. Das war gemein, aber da ist ja noch ein direkt Power-Up. Das geht ja. Matthias, wie viel Zeit ist denn noch?
Es sind noch 8 Minuten 44. Okay, und wie viel steht so? Kannst du das sagen? Ich meine, es ist gerade Gleichstand 15 zu 15. Ich bin hier völlig umsonst, oder? Vielleicht kann die Regie nochmal die Punkte einblenden. Gleichstand? Wundert mich. Ihr seid sehr nah beieinander auf jeden Fall. Mhm. Ich skippe, ne? Ja, die Luigi sind Bullshit. Es war auch weird. Da war bestimmt irgendwo ein Item versteckt. Ach, der kommt nochmal raus. Oh, wir holen Switch. Oh, der Lag Simulator. Ja, oh Gott, das klingt schon schlimm. Weil sonst ist ja die Lebensschutzwende stark. Also wahrscheinlich einfach so viel reingespammt, dass das Spiel nicht mehr mitkommt, oder was meinst du, die Idee? Ja, manchmal auch so, ja. Matthias, ja, bitte. Wir hätten dich gerne Okay, hier. Ich bin rüber, Team Mario wechselt dich ein. Bis gleich. Gleich. Aber schnell, husch. Ich bin schon da. Das Level ist nach. Fabian kommt jetzt an meine Seite und wird das hier kommentieren. Hey, Fabian, das ist Mario. Ja, ich habe einen großen Kopf. Ja, wunderschön, ich finde zuzuschauen immer mega spektakulär, weil ich bin ja nicht so ein Mario-Spieler. Und für mich ist das, kennst du das, wenn man so einen GDQ-Run guckt und ein Ziel, was man gar nicht kennt, was einfach so beeindruckt wird, weil es krass aussieht. Und so ist es. Von mir aus alles James. Ja, wir werden noch mal der Zeit verlieren. Yes. Gut, dass wir mich eingewechselt haben. Ich meine, das Level hätte mir nicht geschaut. Der Schreckslevel ist auch gut. Wir sind gut in diesem Team-Arbeitsding. Das hat sehr viel interessiert es ein bisschen, wie gut Gregor und Sia tatsächlich sind. Wir sind halt auch gut eingespielt, weil besser analysieren tatsächlich an der Stelle. Ja, ein paar Informationen jetzt hier abgucken ist gar nicht schlecht. 18 Level. Aber ihr stellt euch beide nicht gut an. Beide Teams finde ich sehr... Nicht gut? Sehr gut, meine ich. Entschuldigung. Okay. Nicht schlecht, wollte ich sagen. Gott, das ist das der kleine Dreh. Das ist natürlich, hier spielt auch immer ein großer Glücksfaktor mit rein bei diesen Random-Runden. Da hast du manchmal natürlich sehr einfache Sachen. Dann echt auch schwierig und dann hängt es auch damit zusammen, was wird mit den Jokern kombiniert. Oh, na klar. Ach, die nichts. Okay. Ja, aber besonders begeistert war ich von eurer Teamkoordination, eben am Controller. Fand es auch teilweise erstaunlich okay. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, Matthias hat schon was geschafft bei uns. Ich war jetzt gerade mehr auf, wer spielt denn da gerade? Das ist Gregor. Okay. Der hat auch wieder ein Level abgeschlossen. Okay, jetzt gleich mal bei denen auf die Punkte schauen. Mindestens 99. Ja, ihr seid relativ nah beieinander. Ich habe gerade auch den Überblick verloren. Ach, na, 16, da sind wir doch schon drüber. Da seid ihr auch gerade, glaube ich, gewesen, oder? Nee, ihr wart schon drüber. Ihr wart drei. Ja, guck mal, 19 guck seid mal, ihr schon. 19. Guck mal, da habe ich lange nicht mehr geguckt. Ja, okay, dann ist das Ding ja durch. Wie kann das sein? Ah, verdammt. Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt halt die Frage. Wir haben also tendenziell, nach dem, was ich gefühlt habe und was ich jetzt auch hier sehe, haben wir vielleicht einfach ein bisschen mehr Glück. Das ist natürlich auch Teil des Spiels. Ich saß mal mit Berti in einer sehr ähnlichen Sendung hier, da hatten wir sehr viel Pech. Warum haben wir denn so viel? Oh ja, ja, ich erinnere mich, da wurde sich viel aufgeregt. Ja, ja, ich war auch super sauer. Aber es ist ja letzten Endes nur ein Spiel und ich habe so lange auch nicht mehr Mario gespielt, dass ich mich einfach freue, hier mal zu sein heute. Ja. Und mit Sarah hier antreten zu können. Einfach schön. Ey, dafür aber krass, weil, also du hast ja auch viel Erfahrung. Ja, du verlernst es natürlich auch nicht. Mario spielen ist ja wie Fahrrad fahren. Das stimmt, das sagt man. Okay. Aber Matthias ist natürlich jetzt auch trotzdem selber in einer Drucksituation, weil sich hier als Joker aufzustellen und dann nicht abzuliefern, kann natürlich auch unglaublich peinlich sein. Ich glaube, er macht das und das sind ja, das darf man nicht vergessen, hier in Runde 1, das sind ja Easy Level. Ja. Das dürfte für ihn eigentlich, wahrscheinlich könnte er das auch mit der Blindenbinde ohne Betäubung gerade spielen. Ja. Sage ich jetzt einfach und schon. Ah, jetzt war, okay, ist er durch. Ja, jetzt so ein Ziel. Ja, aber das läuft nicht schlecht für euch. Die letzten 20 Sekunden, ich muss mich schon mal seelisch darauf einstellen, dass es gleich weitergeht hier. Nur den einen. Das sagst du immer, wenn aber ich glaube, Joker gut eingesetzt. Das war ich auch. Ein sehr glückliches Level. Also noch seid ihr ziemlich in Führung. Das wird für die anderen beiden noch schwierig, das jetzt. 21:17, wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt noch 4 Minuten in der Runde. Ja. Theoretisch dann hier auch noch für die anderen Genau. Wenn sie vergessen es, Das wäre natürlich euer Glück. Das wäre natürlich ziemlich dumm. Ja. Das glaube ich auch nicht. Okay, ich muss los. Weil es war sehr schön mit dir. Sehr schön, bis später. Oh mein Gott, der Stiefel. Der Matthias kommt zurück hier in unsere Caster-Position. Matthias, wie war's? Ich finde, du hast dich sehr gut angestellt. Das lief sehr gut. Das war sehr solide. Wir haben keine großen Herausforderungen. Hier ein, zwei Mal einfach durchgepusht. Nicht peinlich für dich geworden. Das kann es tendenziell halt immer sein. Ne? Es gibt halt echt Random Level. Für mich war es peinlich, weil Fabian kam und ich habe erstmal mich versprochen und gesagt, ihr seid alle gar nicht so gut. Und ich wollte gar nicht, ich wollte sagen, alle gar nicht so schlecht. Tja, freundlicher Versprecher. Ja, genau. Nee, alle sind tatsächlich sehr gut. Das meinte ich auch sehr ernst. Nee, es ist wirklich gut ausgelegt. Ja, aber natürlich jetzt sehr in Führung für Team Mario. Es sind noch 4 Minuten. 4 Minuten 10. In dieser Runde? Hey, da ist wieder die Zusatzbedingung nicht erfüllt. Ah, nein. Ja, also Team Luigi beißt sich immer an den Bossen fest, ne? Das stimmt.
Und die Konzentration ist da gerade so groß, dass sie auch etwas vergessen können. Es könnte sein, aber hey, 22 zu 18. Mal bereit, Matthias? Ich bin ready. Ja. Soll ich wahrscheinlich das Ding nach Hause bringen, ja? Ja, vielleicht. Oh, jetzt liegt der ganze Druck auf dir. Okay, ich kann nicht alles retten. Wer möchte? Hier, spiel. Nee. Achso, ja, geh mal. Ja, ich bin hier wieder in der Joker-Position und der gute Gregor gesetzt zu mir. Hallo Gregor. Ja. Hallo. Was ist jetzt? Ja, ihr liegt. Also ich glaube, das ist Schmu mit dem Zählen. Da hat irgendwas falsch gezählt. Meinst du? Ja, eindeutig. Ja, aber man sieht es doch auf diesem Overview-Screen. Bin ich? Ja, aber der lügt ja auch. Ach, du meinst, der Screen hat versagt? Ja. Das kann natürlich sein. Die Technik ist nicht mehr verlassen. Nee, aber ihr habt euch auch... Das hat ja auch kein DLSS 3.5. Exakt. Ihr habt euch sehr gut angestellt, aber man hat ja auch manchmal Glück oder Pech, ne? Also je nachdem, welche Level man bekommt. Es ist dieses Skip-Level, diese schnellen Outrun-Dinger. Es ist ein Crapshoot. Also wir haben natürlich relativ viel geskippt hier und da, aber es ergibt wenig Sinn, vor allem, weil das Skippen recht schnell geht, wenn du siehst, fuck, das ist ein Puzzle-Level, wo du lauter Türen finden musst. Manchmal hast du das Glück wieder oben. Was ist denn das, ey? Das meinte ich eben, dass je nach Glück und Pech kann man diese ganz schnellen Level bekommen. Aber ich habe gesehen, ihr habt bei dieser Du-Controller-Nummer, habt euch entschieden, diese Bosse noch zu besiegen. Und das hat ja recht lange gedauert. Es hat keinen Unterschied in der Richtung gemacht, wenn wir das jetzt skippen, es könnte wieder was dann kommen. Okay, wobei, klar, wir hätten dann natürlich 70 Mal skippen können währenddessen. Mhm. Vielleicht wäre das die korrekte Entscheidung gewesen, weil wir sehen, sonst hätten die ja wohl nicht diesen Vorsprung aufgebaut. Der ist ja auch dann passiert während der Duo-Phase, oder? Ja, ungefähr, genau, weil vorher war es sehr, sehr ausgeglichen. Und jetzt liegt der ganze Druck auf Matthias. Mal gucken, ob er euch da noch ganz, ganz schnell ein paar Level holen kann. Aber wenn das so aussieht, das ist ein einfaches Level? Naja, er muss da nichts machen. Ach so, das ist ein komplettes Outro. Was ist eine der also ob Matthias. Ja. aber die dauern auch viel zu lange. Dann ja, auch, ne? Das ist so von wegen, das ist so wirklich so ein Kreiswechsel hier im Mario-Level-Design. Das macht auch nur Spaß beim ersten Mal zugucken und dann nie wieder. Ja, er sieht natürlich unheimlich beeindruckend aus für Laien wie mich. Ja. Okay. Aber du hast natürlich sofort erkannt, dass... Guck mal, das Äquivalent ist es mit bei Trackmania, wo ich halt einfach Gas... Genau, Press-Forward-Level. Die Maps sind auch immer wunderschön, toll und beeindruckend. Und es gibt natürlich auch welche, da weißt du es erst nicht. Da versuchst du immer noch die Karte zu fahren und irgendwann kommt ein Spieler auf dem Server drauf, jetzt mache ich es mal Press-Forward und siege dann. So, aber jetzt... Ja, wir haben ja noch 1,5 Minuten, ne? Genau. Das heißt also drei schnelle, dann ist Zeit, das ist Gleichstand. Das könnte schon noch klappen. Ja. Wenn die Switch nicht so langsam laden. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eine besonders lange Ladezeit. Das ist auch wieder, sobald ich Türen sehe, kriege ich Aggression, ey. Was ist denn das? Oh, was ist denn das für ein Crap? Da check ich auch überhaupt nicht, wie das gehen soll. Da hat jetzt Matthias ja auch nicht unbedingt das falsch gemacht. Das war wirklich Pech, ja. Ja. Also da, nur daran lag es eigentlich, muss man denen die Level doch abziehen, oder? Geht das nicht so? Insgesamt die Runde. Wie meinst du das? Naja, wenn wir ein Level verlieren, dann kriegen wir eins mehr. Ist egal. Ich will noch irgendwie einen Grund finden, dass ich am grünen Tisch will ich bekommen. Ausgang. Ja, stark. Ja. Die kriegen auch einfach, wo sie einfach auf den Goalpost springen können. Ja, das ging wieder recht schnell. Schön langer Level, yay. Ja, und der unten. Ja, den spielst du noch zu Ende. Genau. Bye. Matthias darf nicht mehr. Bye. Matthias darf zu Ende spielen, das ist doch. Nein, das ist ja. Aber sie hat direkt übernommen. 10 Sekunden, ja, geh mal rüber. Ja, das, die mit Sekunden, das könnte jetzt wahrscheinlich noch eng werden. 14 Sekunden sind es noch. Ich spiel weiter. Mhm. 20 Leben werden uns in 6. Aber ja, Team Mario hatte ein bisschen mehr Levelglück. Du hast es ja bei dir gesehen, wie lange das alles gedauert hat. Ja, ich hatte bei Team Mario auch mehr Levelglück als bei Team Luigi. Ja. Also das ist zu Ende. Vorbei. Und Zeit ist vorbei. 30 Minuten sind rum. Für welche Level noch zu Ende? Ja, aber das bringt auch nichts. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Also ihr dürft gerne noch zu fertig spielen, wenn ihr gerne möchtet, aber... Ja, geht ruhig ins Level, Ende. Ende, ja, vorbei. Zack, da wir Ende. Wir haben das Level noch abgeschlossen. Gleichzeitig, ja. Ende Runde 1. Also 10 Leben, ne? Und jetzt schauen wir noch auf den Punktestand. Das scheint mir aber... Es geht um Level. Scheint mir ein knapper Sieg für Team Mario gewesen zu sein. Genau, zeigt noch bitte einmal, drückt einmal bitte auf Weiter, dass wir da in der Levelauswahl sind. Genau, dann sehen wir es noch einmal. 21 zu 25 abgeschlossene Level. Oh, wie lame. Der Punkt geht an Team Mario. Ja, ein Punkt verteilt. Herzlichen Glückwunsch. Aber das war ja erst der erste Punkt. Es ist noch alles, der gesammelt werden kann. Wir holen aber einmal ganz kurz Luft und nach einem Spot sind wir wieder da. Sehr gut. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0.
immer ein Bit frischer. Willkommen zurück zum Mario Maker Team Duell. Nach Runde 1 steht es 1:0 für Team Mario. Es ist noch alles drin. Wie geht's euch, Teams? Fazit, erste Runde, Team Luigi. Habt euch ja hier und da an Bossfights ein bisschen festgebissen. War das der Ehrgeiz? Es war so ein bisschen, ja, immer so, wir sind eigentlich recht schnell beim Skippen gewesen, weil wir gesehen haben, so war da Türen und Schlüssel auftauchen und alles. Mhm. Aber wo wir das alle mal durchgebissen haben, war das der falsche Move. Wir hätten da einfach gleich weitergeben sollen. Ja, Team Mario hatte sicherlich ein bisschen mehr Glück bei der Levelauswahl. Es war natürlich nicht nur das. Vor allen Dingen der Joker, wo ihr zu zweit an einem Controller wart, das habt ihr ja sehr souverän gemacht. Wie hat sich das für euch angefühlt? Das waren, glaube ich, einfach passende Level in dem Moment. Wir hatten auch Glück mit der Blindenbinde, da konnten wir anderthalb Level lösen. Generell würde ich sagen, jetzt mal Trash-Talk hin oder her, wir hatten schon einfache Level teilweise. Ja. Also es war eine Runde, die uns jetzt ein bisschen in die Hände gespielt hat. Wir sind aber auch einfach krass. Das auch. Das natürlich. Und bescheiden. Ja, bescheiden. Aber es war recht knapp beieinander. Also da haben wir schon ganz andere Runden hier gehabt in diesem Format. Absolut. Was für faire Teams aber auch. Die laden wir wieder ein. Wird vermerkt. Aber wir gucken mal, wie sich der Abend noch weiterentwickelt. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter mit Runde 2. Machen wir was wir in diesem Format noch nie hatten. Oh, alle spielen gleichzeitig, denn ihr dürft gerne mal den zweiten Controller, der vor euch liegt, in die Hand nehmen. Oh, nice. Ich flippe aus. Denn jetzt werden Koop-Level gespielt. Geil. Es gibt nämlich die Möglichkeit bei Mario Maker, gibt's sehr findige, ihr könnt gerne einmal in den Speicherbot wechseln, um die Level zur Levelauswahl. Mach du mal. Wie geht denn das? daran scheitert. Einmal, Plus drücken, in Menüs quasi, Speichern beenden, zurück. Ja. Und dann nochmal Plus drücken für den Speicherbot. Oben rechts ist der blaue. Genau. Findige Entwickler haben nämlich Koop-Level entworfen. Und da müsstet ihr jetzt einmal das erste Level auswählen. Okay. Wir spielen diesen Modus allerdings im Best of Five. Ihr habt 5 Level vor euch. Wer die Level zuerst abschließt, welches Team, bekommt den Punkt. Best of 5. Wer zuerst 3 Level? 3 davon. Wer zuerst 3 Punkte? In richtiger Reihenfolge spielen? Nein, ihr spielt immer gleichzeitig parallel. Das heißt, wer zuerst das Level abgeschlossen hat, dann wechselt ihr auch direkt beide Teams ins nächste Level rüber. Ja, ja, aber die Level, die da abgebildet sind, müssen wir die in der Reihenfolge spielen, in der sie sind. Genau, ihr fangt an mit Koop Together Strong 2P von JNK28. Grüße gehen raus. Hat einige dieser Level beigetragen. Cool. Ach was, von der Community? Ich glaube nicht. Ich habe sie gefunden, aber es ist zufällig ein deutscher Level-Designer. Cool. Vielleicht, wenn du da draußen bist, können wir gleich sagen, ob wir Spaß haben. Ganz kurz als Tipp noch, ihr müsst, glaube ich, auf Zusammenspielen gehen. Genau, schreibt geht bitte auf Zusammenspielen. Oh, ja. Dann könnt ihr schon mal A drücken, beide. Ja, wir machen dann Pause und starten gleich. Und schaut mal, dass die Controller verbunden sind. Okay. Und dann, jetzt. Also alles wir würden gut. Einfach jetzt Achso, ja, wir machen Pause. Sobald ihr drin seid, einmal Pause drücken. Genau, wir machen. Damit es gleich ist. Sehr schön. Ausgezeichnet. Und wie gesagt, Best of 5. Schauen wir mal, wie ihr da durchkommt. Und los geht es. In 3, 2, 1, go! Gott, okay, wir müssen. Ich bin sehr gespannt, weil du sagst Koop-Level. Achso, die Tür bitte ignorieren. Die Tür ist quasi der Death-Exit. Für den One-Player. Warum denn? Weil das der Death-Exit ist für den One-Player-Modus. Das defeats the purpose. Oh. Das musst du einem doch sagen. Das musst du aber sorry. Ich dachte, das wäre klar. Dann einfach nochmal neu starten. Also, wir haben noch den Level gelöst jetzt. Ja. Ich finde, das ist Schiebung. Jetzt seid ihr auf dem falschen Knopf. Genau, jetzt nochmal rein. Genau, oben sieht man, wie man es eigentlich spielen sollte, wobei sie jetzt sehr schnell waren. Ja. Die müssen jetzt nämlich auch neu starten. Ja, wir müssen neu starten. Müssen die? Genau. Ich kann euch direkt sagen, ihr müsst neu starten. Einer muss oben lang, einer muss unten lang, sonst funktioniert das nicht. Ach so, okay. Genau, das ist so ein bisschen... Wenn wir warten müssen, müsst ihr sagen oder so. Nein, alles gut. Ist alles gut, es geht so weiter. Das heißt, ist sehr fix auch wieder, sehr schnell dabei. Es lohnt sich, glaube ich, in diesem Fall ein bisschen langsam zu spielen. Und dieses Wiederbeleben funktioniert deswegen einfach nicht. Dann muss man neu starten, weil die dann halt in der gleichen Ebene sind. Korrekt, okay. Genau, deswegen, weil sie an derselben Stelle gestartet sind. Ja, deswegen, sobald ihr sterbt, kann ich euch sagen, dürftet ihr neu starten. Außer ihr habt einen Checkpoint erreicht. Nicht, dass ihr dann nachher den Checkpoint löscht. Okay. Also,
bald. Aber das, ne, von dem gegenseitig vom Kopf abspringen, das haben sie direkt gecheckt zum Beispiel. Ja. Das sind dann so Sachen. Aber wie man sieht, das Prinzip unten macht den Weg frei für oben und umgekehrt. Ja, sehr schlau. Bestimmt nicht einfach, so ein Level zu designen. Ja. Und deswegen gibt es am Anfang auch diese Tür, weil du musst, um ein Level hochladen zu können, musst du quasi beweisen, dass es schaffbar ist. Klar, okay. Und deswegen musst du es im Singleplayer schaffen. Ja. Deswegen ist dann immer ein Dev-Exit ein, aber es macht es natürlich. Nice! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich gehe jetzt. Ja. Oh. Oh, das wird knapp. Oh, war das knapp. Schade. Ah, schade. Ist du hoch, oder? Ja, hätten wir vielleicht noch einen Augenblick warten können. Aber mit jedem Durchgang lernst du auch wieder das Hindernis. Also ich finde alles machbar. Wir haben es natürlich vorher getestet, ob die alle machbar sind und nicht zu schwer, weil da gibt es echt harte Nüsse. Es gibt ja Koop im Kaizo-Modus und so. Das, oh, krass. Da sitzt du dann auch gerne ein paar Stündchen dran. So viel Zeit haben wir ja jetzt. Ja, aber ich glaube, das wäre auch wirklich was für mich. Ich mag so kooperativen Kram eh immer gern. Und vor allem, wenn du immer wieder von neu anfängst und eben, wie du gerade gesagt hast, Stelle für Stelle so lernen kannst. Genau. Sieht man ja gerade, da geht es auch um Timings und so. Was mag ich immer tierisch gern. Du lernst auch schnell, dass du nicht zu schnell vorrennst. Du musst auf deinen Partner warten. Ja. Sonst siehst du auch nicht, was kommt. Ja. Klar, okay. Ja, das erfordert jetzt umso mehr Koordination. Ja, bin mal gespannt, ob sie ein Level schafft. Ja, wir haben da unten jetzt den Rundentimer drin. Den schauen wir mal, ob wir den ausreizen. Mhm. Mal gucken, wie schnell wir sind, weil es eigentlich wichtiger ist, wer zuerst drei Level schafft. Ja. Aber wenn sie jetzt zu lange brauchen, dann machen wir vielleicht auch nur Best of Three. Oh ja, stimmt, das kann man ja flexibel umgestalten. Ja, gib ihn mal hoch. Ist ja auch jetzt hier ein neuer Versuch, du sagtest ja, neu in diesem Format. Genau. Ich finde auch wunderschön, dass hier natürlich immer mal wieder kleine Änderungen vollzogen werden und Neues probiert wird. Wir müssen ja neue Sachen ausprobieren. Klar. Ja, da nur so lernt man. Also so wenigstens lernen wir heute einiges. So, jetzt sind sie wieder an der gleichen Stelle. Das ist besonders cool. Aber Team Mario war da gerade schon mal, aber Team Luigi hat es, glaube ich, auch schon durchschaut. Okay, und wechseln. Ja, das ist es durchgeschafft. Ah, der schwimmt jetzt nicht so weit. Genau, ja, aber gleich auf. Das ist sehr spannend. Ich kann nicht. Du gibst das Trampolin dahin, springst du. Oder? Nee. Im Mario, glaube ich, ne? Kurz die Nase vorn. Warte. Okay. Du musst. Mit der Feder, ja. Du musst einfach mal weiter. Du musst ignorieren. Feuerflower. So. Ja, die Mario hält sich dann wieder aber nicht mehr weiter jetzt. Ja, warte. Ah, jetzt haben sie es. Weil ich hier den Piep habe. Jetzt eigentlich wieder gleich. Ja, sehr nah beieinander. Wow. Na, Team Luigi gerade fragt sich, wie es weitergehen sollte. Die Mario hat es schon durchschaut. Okay. Ja, wie immer. Guck mal, Team Luigi ein bisschen weit vorne schon, ne? Ja, sie müssen aber erst die Bombe sitzen. Ja, kommt Mario halt hinterher. Probier's mal. Ich glaube, wir müssen. Ich komme da gar nicht hoch. Okay, ihr habt beide gerade das gleiche Problem. Ihr könnt auch geduckt hüpfen. Ja, genau das. Okay. Ah, okay, ja. Okay. Also, ja. So, Mario hat es geschafft. Wir sind genau gleich. Dann duck dich vor und dann springen. Die Sterne. Genau. Mario hat jetzt die zu überwunden. Oh, das ist wirklich ein Aufschicken. Ich muss ja, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Das macht es natürlich viel spannender. Es ist wie ein Rennen. Ja, jetzt hat Mario. Jetzt hat Omi schon. Genau. Okay, warte mal, ich gebe dir das, die Sterne. Gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht. Das war doch, aber du kommst aber sie haben es jetzt von dem Ding zurück. Sie haben es geschafft. Wow. Der erste Punkt für Team Mario. Aber sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Ist da jetzt wäre da auch ins Ziel gewesen. Wirklich? Ja. Yep. Oh, super knapp, ja. Oh. 1:0 für Team Mario. Du musst zurück machen. Und wechselt ins nächste Level. Assistance Necessary von Hunter, diesmal aus Amerika. Okay. So viel Druck. Auf Zusammenspielen, genau. Ihr könnt schon mal rein starten. Wenn ihr drin seid, Pause drücken, dass wir auch gleichzeitig starten. Aber sehr schön. Ja. Schönes Level. Voll die gute Idee, ey. Total. Freut mich, dass es gefällt und funktioniert. Alle stoppen? Okay. Ja. Also wieder, ne? Die erste Tür oder Pipe ignorieren, das ist der Singleplayer. Clear Way. Mhm. Die legen los. Wie die erste Pipe ignorieren, Entschuldigung. Es muss immer einen Weg geben, um es als Singleplayer durchzuspielen, um quasi das ganze Level zu skippen. Die ignoriert ihr aber. Ja. Weil aber ihr das ist ja jetzt hier vorne links, oder was? Nee, ihr teilt euch jetzt einfach in die beiden Drops auf. Okay. Okay? Ja, gut. Verstanden. Dann in 3, 2, 1, let's go. So, hier wird es ein bisschen schwieriger. Boah, Luigi, aber direkt vorne dran. Wie geht das? Ja, wann checken? Shit, warte mal. Oh Gott. Dass man die dann da reinfallen. Runterschmeißen. Jetzt muss das doch irgendwie. Schlimm ist, du musst das, glaube ich, viermal schaffen. Okay, das schaffe ich dahin.
Geht er jetzt schon mal drauf? Ah, oh. Das ist wirklich Pain in the Ass. Entweder es gibt das ist ein bisschen trickier. Aber okay. Gut, Team Luigi hat es auf jeden okay. Fall raus. Wenn man nämlich nach unten drückt beim Loslassen, dann droppt man sie direkt vor sich okay, und wirft ja. sie nicht so weit. Ja, das ist ich schätze mal, dass das Level etwas. Werfen würde da, glaube ich, auch nie funktionieren. Genau, das ist es nicht. Ja. Okay, warte. Ding ist, nur den ich hasse mich! Reicht, wenn du die Kiste nach unten bringst. Aber das muss jetzt nicht unbedingt vorgesagt werden. Nee, das sagen wir. Aber theoretisch, da wäre es möglich, wenn sich der untere. Stürzt du? Wollen wir vielleicht hier raus? Ja, willst du es mal probieren? Ach ja, klar, ja. Deswegen, das sind so die kleinen Feinde. Gut, aber das könnten sie ja machen, wenn sie selber. Wenn sie drauf kommen, können sie es gerne machen, aber man muss okay, ja nicht machen. Nee, auf gar keinen Fall. Team Luigi hat es ja auch schon weiter geschafft. Die haben den einen der schwersten ja. Kraft quasi schon geschafft. Diesen Lavasee, wo Team Mario immer noch hängt. Aber oh, da sieht man schon, da sieht man leicht die Kritik zwischen Fabian. Hast du den Blick von Fabian gesehen? So. Dein Ernst? Bist du da schon wieder reingefallen? Hammer. Ja, solche Emotionen wollen wir hier auch sehen. Ja. Ah, Team Luigi hat die Chance verpasst, ob sie es noch. Ach, kannst du die Kiste okay, einfach nach unten drückst? Jetzt, das ist Knowledge, die okay, sie bekommen haben. Ja, dann müssen wir nochmal. Mhm. Braucht ja, noch mindestens halt eine mehr. Ja, der muss unten, geht er langsam so, um die Lava und muss ja, oben den Weg freiräumen für, Tima, für den oberen ja. Part. Ach, aber wenn du es halt nicht weißt, dann hast du die Chance. Oh. Ja, na klar. Deswegen, das hat er jetzt gelernt, aber währenddessen hängt Mario immer noch an der ersten Lava. Ich hasse alle. Guck mal, die sind da auch noch. Nein! Sagen wir mal, die sind da wieder, Fabian. Oder wieder? Boah, wo bin ich denn abgesprungen? Okay, warte mal. Ja, sind da schon ja, durch. Okay. Mal schauen, ob es Team Mario ja, diesmal schafft. Hätte ja passieren können. Geil. Okay, ich Team Mario, wenn du runterdrückst beim Loslassen, droppst du es direkt vor dir. Ich weiß und ich bin bis jetzt okay. jedes Mal in ja, der scheiß also, Lava gelandet dabei. Okay, dann ich wollte nur ja, glaub, nicht, dass da. Du jetzt siehst du unten im Part. Ja. Da hüpft. Ja. Oh, okay. Und das hat er gerade verpasst. Verstehe, klar, das muss man erstmal checken. Das aber dann machst du nach links. Ich hab's ja auch nicht direkt ich gesehen und muss es mir ja auch erklären. Ja, herrlich. Okay. Aber bei jedem Mal lernst du ein bisschen mehr. Ja, klar. Das sieht schon sehr gut, sehr Vorteil aus für Team Luigi. Ja, absolut. Schon. So, Fixer dabei. Im Sinne der Dramaturgie natürlich nicht schlecht. Okay. Reicht dir das? Nicht, dass ich hier irgendwie Dreier greife, sondern aber ein 1-1 ist immer schön. Ich bin froh, dass es stimmt. Warte. Ja, genau, genau. Mach mehr, mach mehr, mach mehr. Mach mehr. Aber Team Mario hat die Grube auch geschafft. Okay. Und ich mach jetzt. Ah, das war. Ah, okay. Ja, wir müssen warten. Ja, es kommt gut voran. Jetzt bin ich gespannt, ob Team Mario es auch mit links oben drauf geht. Geht nach oben? Ich weiß es nicht. Sicher? Absolut. Dass sie Team Luigi noch reinholen können. Warum? Oh, was ist denn jetzt passiert? Alles richtig. Nein, 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 nein! Es war alles gut. Es war alles gut. Ihr hättet einfach weitermachen können. So eine Sache. Shit. Okay, die Mario hat's gecheckt. Wir sind noch da. Versuchen es direkt mal versuchen. Das könnte die Wendung geben. Oh, stimmt. Ja, klar. Sind nach vorne. Die haben gerade laut Nein. Ja, das ist das Schöne an dieser Neustartmechanik, dass jetzt natürlich sich alles plötzlich geändert hat, weil sie jetzt mittendrin sind. Die wieder losholen. Die haben sehr vorschnell neu gestartet. Mhm. Da hätte die Punkte, die Dinger, die sie da auch raufbeschworen haben, wären gleich wieder verschwunden. Ja. Aber das ist halt. Alles klar. Ich glaube, wir haben übrigens währenddessen zwei Raids gleichzeitig reingekommen. Einmal die ARD, so wie ich es mitbekommen habe. Also schön, willkommen das erste deutsche Fernsehen hier bei Rocket Beans. Und dann bin ich mir nicht sicher, wer die zweite Person war, aber ich glaube, es war ja Nina tatsächlich. Ach, also hallo an alle, die jetzt zuschauen. Willkommen bei Mario Maker Team Duell. Wir spielen Mario und Luigi. Genau, beide muss man eigentlich nicht wissen. Hier gerade in der Koop-Runde. So, das ist nämlich der Punkt, wo die gerade neu gestartet haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Luigi, aber nach einer Zeit. Verschwinden. Ich weiß noch nicht, was ach so, okay, da muss man einfach nur mal ein bisschen Geduld haben. Ah ja, okay. Und da bin ich jetzt dran. Ah, ich muss den killen. Ja, hol ihn her, hol ihn her. Mario hat es, glaube ich, schon verstanden, was sie machen müssen. Yep. Genau so. Und so geht's weiter. Ja, dann kann ich nicht. Das ist die Führung für die Mario in diesem Level, würde ich behaupten. Mhm. Du musst ihn triggern und zurückrennen. Ja, ja. Schaffe ich. Das war knapp. Früh, Entschuldigung, Alter, aber das schaffe Mario, ich. Mario fast Luigi getötet. Oh ja. Du hast natürlich jetzt Chance, für Luigi lange. Wieder aufzuholen. Stark. Aber dann den P-Button-Dings. Ja, sie haben sich natürlich echt ein bisschen zurückgeworfen durch diesen Neustart jetzt. Aber sie sind schon wieder gut dran. Ah, allzu weit hat es, glaube ich, die nicht mehr. Ich gehe mal hier rein jetzt, ja? Oh, das ist, der, das ist allerdings der schwierige, nervige Part. Der ist wirklich ein bisschen tricky. Das Ding ist, du musst... Ah ja, damit geht die Bombe Scheiße. Hoch. Wir haben das Trampolin verloren. Also, mal schauen, ob du es verstehst, was sie machen. Ja, lass mich mal kurz studieren. Ja.
Wie haben wir denn... Wie haben wir das Trampolin angemacht? Noch raff ich gar nicht. Ja. Hast du das angemacht? Weil ich aber auch nicht genau weiß, wofür dieser Döngsel unter der Röhre da ist. Ich verstehe es gerade nicht mehr. Was haben wir eben gemacht? Wie haben wir dieses Tool gegeben? Also Sie haben es ja auch noch nicht verstanden. Nee, das ist richtig. Dumm? Haben wir... Okay. Also, wir checken es nicht. Solange der P-Timer läuft, bewegt sich das Laufband nicht. Ach so, dann hören wir vielleicht einfach mal auf. Ah, okay. Guck mal. Ja, weil Sie die ganze Zeit gedrückt haben, haben wir wieder drauf. Nie die Bewegung gesehen. Genau, weil das bewegt sich und der muss richtig gestoppt werden, dass die Bombe nach oben. Okay, ja. Jetzt sind sie weiter an derselben Stelle. Die ist recht nervig. Mal schauen, wer es zuerst schafft, das richtig zu teilen. Ja. Du musst quasi den Ach, okay, und der respawnt aus der Röhre, jetzt raff ich's. Hier okay. ist auf den Button springen. Gut, das ist natürlich einfach tricky Geschicklichkeitstiming. Ja. Ach so! Ja, jetzt haben sie es beide verstanden, glaube ich. Jetzt ist wirklich einfach nur noch ein. Guck mal, aber ist doch schön, jetzt ist es nämlich wieder super ausgeglichen. Kopf an Kopf. Ich kann gerade nicht denken. Und ich glaube auch, dass das letzte Hindernis. Ah, oh, so knapp. Oh, ja, tatsächlich. Pain in the ass. Okay, ich finde das super. Oh, beide super knapp. Ja, wirklich. Ja. Genau gleich. You can't be serious. Und da, Team Mario. Wegen Zeit. Jetzt. Geh nicht so nah ran. Okay. Ja, jetzt hör auf. Und jetzt kommen die aber alle durch. Ja, aber die gehen gleich von alleine. Ach so, okay. Und jetzt sind sie weg. Und jetzt kommt die Mario durch. Nee, geht gar nicht. Lass durchlaufen. Lass durchlaufen einfach. Wenn die explodiert sind, okay. Und jetzt sind sie noch nicht direkt. Noch nicht ganz durch. Kommt nochmal die berühmte Feuerprobe. Oh, aber beide. Die hat es auch geschafft. Sehr schön. Schön vorsichtig. Schön mit Geduld. Aber diesmal mit Schlüssel. Jetzt wäre die Kisten noch. Hier wäre auch, wenn jetzt einer stirbt, können sie es eigentlich immer wieder versuchen. Ach so, cool. Weil Checkpoint. Naja, weil wenn du da jetzt wieder kommst, kommst du immer wieder runter. Die Nummer, die du eben meinst mit der Blase, ja klar. Also das ist. Da ist die Mario einen Tacken schneller. Mhm. Und Luigi geht durch die Tür. So nicht. Ja. Ui, da fehlt noch eine Kiste in der Mitte bei Team Luigi. Aber ich glaube, das könnte es wieder gewesen sein. Team Mario! Yeah. Wirklich? Ja! Oh Gott! Scheiße. Ist das spannend mit euch? Aber wirklich. Sehr knapp wieder. Wir haben es geschafft. 2-0 für Team Mario. Oh shit. Das kann's doch nicht sein. Das war wirklich wieder so knapp. WTF! Ja. Es ist noch alles drin, Da leidet man ja mit Team Luigi. Das ist eher so ärgerlich. Oh Mann. Eieiei. Ich glaube, der eine Neustart war es. Der eine Neustart? Also ja, es kam ja wirklich wieder auf Sekunden ab. Ja. Man hat es ja gesehen. Wir haben es ja auch geschafft. Ja, so, das nächste Level. Co-op Climb the Tower Together. Pause machen, wieder von JNK 28. Das New Super Mario. Wird das schon das letzte Level sein, was wir im Co-op sehen? Nein, ich habe auch mal eins jetzt vor uns. Stimmt, das könnte jetzt natürlich das sein. Das werden wir jetzt sehen. In 3, 2, 1, let's go. Co-op Climb Together. Ja, Climb the Mountain Together stand da. Das war in der Tat, hat ein, zwei auch sehr tricky Stellen. Mal schauen. Da gibt es auch ein. Später gibt es eine Stelle, die man sich einfacher machen kann. Mal schauen, ob sie drauf kommt. Mhm. Ah, Team Luigi geht hier schon ein bisschen Übung. Achso, hier. Ah, ja, ich bin nicht schlecht. Aber okay. Ist okay. Noch weiter hoch. Okay, sie machen sich. Okay, noch ein. Team Mario direkt im Profiboot. So, das verschwindet ihr gerade. Ja, ich arbeite wesentlich weiter ausfahren. Ah, warte mal. Ja, die machen sich alles den Krieg. Dauert halt länger, die beide ausfahren. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist, wenn du. Weiß ich auch nicht. Okay, jetzt verstehe ich auch die Level-Idee mit dem Tower Climb. Team Mario nicht weiter. Finde ich sehr, sehr. So, Mario. Luigi, hüpf doch. Ja. Oh Gott. Okay, gleich kurzer Behind the Scenes Background-Info. Wie hast du das vorbereitet? Hast du mit Denzel zusammen gespielt? Oder das muss man ja eigentlich zusammen dann zocken? Oder bist du so krass, dass du zwei Controller gleichzeitig spielst? Also, ich sag mal so: Das Level zum Beispiel habe ich wirklich so gespielt. Ach, witzig. Bis dahin, bis zu der Stelle. Aha. Da hat es dann nicht mehr geklappt. Dann habe ich dann schnell den Kollegen gesagt: Pass auf, du musst dich jetzt dahin stellen. Hüpf, wenn ich es dir sage. Und hat dann den Teil. Okay, okay, geil. Okay, ihr hängt beide wieder an derselben Stelle. Nein, tu mir nicht! Okay. Wir hängen gar nicht, wir gucken uns das nur genau an. Okay. Wir hängen gar nicht. Dann gebe ich euch nicht den Tipp. Doch. Noch nicht. Mach wieder. Nein. Ja, das ist der Ehrgeiz, Greg. Dann ja. Nein, ihr hängt beide an derselben Stelle. Ja, also. Jetzt meint er von roten, oder? Geh mal durch die linke Röhre wieder.
Genau, Team Mario hat. Warte mal, ich komme hier wieder. Also sie beide tot jetzt bei Team PG, das ist nicht gut. Ja, einer links, einer links. Ey, ich dachte, man muss sich killen. Geh hoch, geh hoch. Ihr habt ja den Checkpoint da jetzt, insofern geht das, ist alles gut. Jetzt kannst du hoch. Ja. Okay. Mal schauen, ob es Team Luigi direkt rafft, sonst gibt es noch einen zweiten Tipp. Wie soll das denn gehen? Jetzt gleich immer nicht. Ihr seid da auch raufgekommen mit einem gewissen Walljump. Ja, Glück. Ach so. Oh, ja, okay. Wäre es nicht viel lustiger, die das rausfinden zu lassen? Ja, ist es so ein bisschen, bevor es da kippt und sie gar nicht weiterkommen? Okay, ja, du meinst, ja, denkst doch an die Emotionen, finde ich sehr gut. Das ist schon wichtig. Ja, ich muss Walljump. Und es war jetzt nicht mehr, also. Na klar, ich habe gesehen, beide haben dieselbe Problematik. Ja. Und es ist schon schwierig genug, das mit dem Walljump zu bekommen. Das ist wirklich der tricky Part. Geschicklichkeitsmäßig schon schwierig. Wir wollen vielleicht in 20 Minuten die gleiche Stelle begutachten hier. Deswegen dachte ich, gebe ich Ihnen mal die Idee. Nee, verstehe ich, verstehe ich. Entschuldigung, kriegen wir hin. Das ist wirklich, weil das Timing, das habe ich gesagt, das habe ich mit zwei Händen jetzt nicht hinbekommen. Ja, klar. Ich habe es versucht, mit den Knien. Es hat bis zum dritten auch geklappt, aber den letzten Sprung dann irgendwann später. Wow. Ja, timingmäßig ist das schon super tricky, natürlich. Yes. Yeah. Go, 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 go. Aber Kommunikation ist aber ja alles. Aber das war schon gut. Die waren vor allem beide sehr exakt gut. Gleich. Ja. Wahnsinn. Du springst. Ja, das kriegst du besser vom Timing hin. Und dann kann ich mal. Ja, das jetzt einmal in der Hand. Go, go, go. Das war zu früh. Ich war zu früh. Das nervt mich so hart. Aber die Idee gefällt mir übrigens sehr gut vom Level Creator. Ich bin von dem bisschen zu hoch geklaut, ja. Wir schaffen es. Okay. Oh, oh. Ah, zu hoch. Oh, ja, zu gut kann man auch sein. Jetzt hoffen wir, dass die Zeit nicht davonläuft im Team Mario. Das macht mich so sauer gerade. Was passiert genau, wenn die 2,20, die wir noch haben, übrig sind? Oder meinst du die Timer im Game? In-game. Ach so, die 90 Sekunden. Weil die haben jetzt noch 90 Sekunden, dann den Rest des Levels. Insofern. Warte. Ach so, die anderen. Oh, Team Luigi hat's geschafft. Oh, ja, tatsächlich. Die sind bei dem nächsten Hindernis. Ja. Okay, warte. Und die haben auch noch mehr Zeit. Ja. Weniger unter Druck. Team Mario, ich würde euch einen taktischen Selbstmord empfehlen. Why? Nicht neu starten. Tötet euch, damit ihr am Checkpoint neu kommt, aber euer Timer läuft sonst aus. Ich kann aber darauf. Geh rüber und töte dich. Ja. Ja, schöner Tipp. Weil das wäre ärgerlich, das ist total und dann wieder zurückgesetzt werden, weil der Timer nicht passt. Ja. Ja, okay, den verlieren wir. Ich kann aber den Off-Timer machen. Ja, Team Luigi steht. Oh! Das haben wir noch nicht gesehen. War sehr knapp, aber Team Luigi. Solide. Stellen sich gerade gut an, ja. Aber sie sind ja auch unter Druck. Sie dürfen das sogar. Sie müssen jetzt ja auch. Ich meine, das ist das letzte Hindernis, wenn ich mich irre. Ist, dass man da oben reingesunken wird. Oh, ist das scheiße. Nicht schlimm. Die Emotionen kochen bei Team Mario. Etwas hoch. Wir machen den nächsten dann ich weiß, dass wir das können. Okay. So. Ich glaube, das war's. Jetzt beide da durch in die Röhre. Ich glaube. Das sollte es. Ah, Team Mario hat's aber auch geschafft. Ja. Aber leider bisschen etwas später. Team Luigi holt den Punkt. Ja. Damit. Shit. Das Level geschafft. 2-1. Wo sind die denn? Sehr, sehr schön. Das war wichtig. Aber wie geht das jetzt weiter? Ich würde sagen, wir machen weiter. Oder wir haben Best of Five eigentlich angesagt. Der Rundentimer ist also jetzt egal gerade. Genau. Den ignorieren wir jetzt einfach, wir machen weiter. Genau, Together Forever. Ach schön, toller Name. Wieder von JNK 28. Ihr müsst jetzt für immer auf dieser Couch zusammen sitzen bleiben. Aber ich glaube, das war gerade schon das komplizierteste Level. Aber schauen wir mal. Ja, das sah tricky aus, auf jeden Fall. So, alle wieder bereit. Ja. Team Mario, Matchpunkt. Es geht wieder los in 3... 2, 1, let's go! Die Mario hat die erste Chance verpasst. Wir haben den gleichen Fehler gemacht. Der eine muss den anderen natürlich hoch katapultieren. Ja, das dachte ich mir schon. Kann man mich rauf? So, das hat jetzt geklappt. Die anderen machen es auch. Ja. Wieder gleich auf, könnte man sagen. Okay. Genau. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt müssen natürlich beide warten, bis das Ding vorbei ist. So. Okay, das mach ich mal ausprobieren. Okay. So, kannst du da durch? Ja, Team Mario kann schon mal durch, okay. Genau. Okay, reicht. Ich muss jetzt probieren, da drauf zu gehen. Ja. Du kannst ran musst, dann hier so rum. Jetzt, okay, also der fährt jetzt okay. Spring da gleich hoch. Ah, guck mal, wie gleich. Oh, das ist sehr gleich. Ja. Cool. Sehr gut, da haben sie jetzt auch nicht den Fehler gemacht von vorhin, dass sie zu oft dagegen springen. Stimmt, ja. Auf den drauf. Spring rüber. Ja.
Oh, ist man das? Ja. Ich weiß nicht. Das hat Team, Team Mario schnell geschafft. Ja. Ich weiß auch nicht. Da könnt ihr draufhüpfen. Stark. Kann man draufhüpfen? Ja. Ja. Sagt er jedenfalls. Also das Kleine. Muss man wissen, weil ich finde, es sieht auch nicht so aus, als dürfte man. Tricky, deswegen dachte ich, sage ich das mal. Finde ich gut. Mario hat es gewusst, aber. Nee, du musst den wiederbeleben. Nee, nee, geh in die Nähe, spring hoch. Bei dem, nee, nee, bei dem Johnny. Hochspringen. Luigi von Star. Und dann den Locken. Holy shit. Ja, jetzt haben sie es. Ah, ja, okay, okay. Es war eigentlich safe, dass ich da hochspringen. Die war so gut. Okay, das läuft doch gut. Tatsächlich, ja. Okay, auch mal, wieder ein sehr spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Ja, Team Mario. Pass auf. Oh! Ja. Okay. Das ist die Bombe für deine eigene Bombe, glaube ich. Okay. Muss öfter machen wahrscheinlich. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass... Oder nicht. Okay. Der ist durch. Na, jetzt bin ich gespannt, ob die Mario stark das schaffen. Ja. Komm hier nicht. Wir wissen noch nicht, muss nämlich einer die Bombe noch oben durchfährt. Oh, okay. Ja, das müssen wir auch erstmal checken, dass das jetzt später gebraucht wird. Das ist nämlich nur Quatsch bisher. Gucken wir sich jetzt hier an und jetzt, okay. Mal schauen. Das ist aber auch, glaube ich, so gefährlich. Das letzte Hinweis. Ich verstehe, einer muss sie dann so weit, also der obere Mario muss sie weitergeben. Wenn du sie unten nur durchträgst, bist du zu langsam. Ja. Deswegen jetzt. Was eine schlaue Idee. Ja, aber vielleicht. Das sieht gut aus. Oh, war es ein bisschen zu langsam, ja. Achso, man muss aber, der untere muss sie auch wieder annehmen und sie noch für diese paar Meter bringen. Grauen Bomben. Also. Es müsste vielleicht sogar reichen, wenn sie einfach nur rausfällt, genau, wenn sie schnell genug sind. Weil sie ist jetzt gerade noch in der Luft kaputt gegangen. Da. Oh Gott. Ach, schade. Und jetzt musst du. Okay. Ah, Mist. Und dann muss die Mario nochmal von vorne. Das ist fies. Das könnte spielerisch sein. Tatsächlich, ja. Aber das kann Team Luigi natürlich auch noch passieren. Versuch sie zu greifen, wenn sie gleich... Was gelungen? Da ist Team Luigi auch gestorben. So, ja. Das ist natürlich eine fiese Stelle. Ja, aber die... Das bringt einem natürlich auch rein gar nicht. Er müsste neu starten. Ich schließe daraus, diese durchsichtigen Röhren sind nicht für Marius, sondern nur für so Objekte. Sie dürfen, können auch für Marius sein, sie brauchen aber quasi ebenerdig, um reinzugehen. Oh, ach so. Dadurch, dass da eine Lücke ist, kommen sie nicht rein. Ja, jetzt verstehe. Das glauben mir auch nicht, wenn ich sage Neustart, weil sie kommen da nicht in diese Röhre rein. Sie wollen es noch ausprobieren. Aber auch schlau designt tatsächlich vom Level Creator. Naja, aber ich kenne das, dieses Speedrun-Ding. Man sucht den Cheese, man sucht die Lücke. Mhm. Vielleicht findet man. Ah! Im anderen Level gab es ja auch welchen. Also, hey. Jetzt hat natürlich auch Mario die Nase vor. Ja. Aber ja, wir sehen, das kann sich hier tatsächlich in diesem Level alles drehen, weil ich glaube auch nicht, dass es jetzt gesetzt ist, dass sie es gleich sofort schaffen. Die können ja wieder sterben. Ich fand das nämlich tatsächlich auch geschicklichkeitstechnisch relativ tricky, diese Bombe aufzunehmen und direkt weiterzugeben. Das ist schon der Krux, ne? Aber der Rest des Levels geht natürlich. Das ist natürlich gemein, dass es der schwerste Part am Ende kommt, aber... Ey, so würde ich es auch designen. Ich finde das ganz geil. Oh, jetzt kommt die Mario. Oh, ja. Ah, immerhin, Hauptsache erstmal weg dann. Genau, erstmal nicht gestorben, ist schon mal... Das ist... 5 Versuche haben sie. Jetzt nur noch 4. Oh, okay, klar, jetzt... Darf ich erst die Limitierung? Ah, oh, Nummer 3. Uiuiui. Ja, man muss schon vorsichtig sein. Ja. Ich liebe es. Ja, oh, schnell. Jetzt könnte es. Ich glaube, man kann schneller sein. Zu lang. Ich habe viel schneller. Ja, das ist auch tricky, da den richtigen zu treffen. Ja. Und wieso kann man die nicht jetzt schon nehmen, bevor sie da unten reinfällt? Kannst kann man nicht auch schon in der Luft auf sie drauf. Achso, das muss. Solange du nicht auf sie drauf hüpfst. So, das könnte schon reichen. Ja, weg, Fabian! Und er ist dabei gestorben. Nein, wie schade. Okay. Yes. Oh, und Team Luigi hat es geschafft in der Sekunde. Das war. Foto-Finish wieder. Na krass, da war der Ausgleich. Ja, wirklich. 2-2, wie cool ist das denn? Mann. Ja, gut, dann kommt alles runter aufs letzte Level. Ja. Co-op Teamwork von JNK28. Ah ja, okay. Nur ein Level, nicht von der Person, ne? Level. Ich habe noch ein paar andere gefunden, aber das waren einfach die vom Schwierigkeitsgrad her, die am besten perfekt haben. Ja, ein Co-op Genie. Ja. Die haben wir jetzt weg. Ja, weil das bestimmt oft einer alleine anmacht. So, es ist alles drin. Es kommt runter zum entscheidenden Level. Wer von euch wird den Punkt nach Hause holen? Ja. Es geht los in 3, 2, 1, go! Einer von uns muss den anderen hoch und dann runter. Also nochmal. Das ist ja auch die Mechanik, die ich sehr mag. Voneinander abhüpfen. Mhm. Aber richtigen Tempo. Luigi hat es schon besser hingekriegt. Wir sind schneller hin. Du musst ein bisschen springen. Seite. Nicht so hoch. Jetzt aber hoch. Das da hochspringen ist schon wieder ein bisschen tricky, weil der One-Way lässt einen nicht durch. Nach links okay. Muss man schön dran vorbei. Also so eine Kurve springen ist das schon. Warte, ich bin nicht erholt. Ein bisschen früher. Warte. Ja. Mario ist kurz davor.
Oh doch. Ach, guck mal, da wollte Mario durch den Screenscroll mit helfen, draufzukommen. Das wäre natürlich. Ist gar nicht so dumm, oder? Wollen wir mal eine kleine Kurve hüpfen? Ja, ja. Die Mario hat's. Okay, das war einfach nur dumm. Einer muss unten lang. Ja. Nee, da kommst du nicht durch. Nur auf der Seite. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir es auch. Ich lebe oben. Team Luigi. Fließt auch. Hasse ich ja. Ist das zu weit? Nee. Zu schnell. Ich sehe halt nicht, wo die Dinger stehen, ne, wenn ich bringe. Geh aber runter, geh runter. Und ich schmeiß dir. Okay. Ich hasse alles. Es ärgert mich so, dass ich Vollidiot eben meinte, diese Bombe nochmal aufsammeln zu müssen. Warum mach ich? Oh, konnte ich nicht sehen. Ich sehe nichts. Ne? Boah, ist das schwierig. Aber krass. Mario, wow. Man hat ja nichts gesehen. Oh, das war jetzt. Oh Gott, ich bin der dümmste Mensch. Ach, der darf nicht zerstört werden. Ja doch, du musst ihm nur gegen die Dinger werfen, gehen beide kaputt. Dann kommt Mario auch durch. Aber wir haben den Cheese entdeckt. Das ist ja hardcore hier. What the fuck? So, geh du erstmal hoch. Oh, die gehen jetzt aber hier. Nix. Nee, jetzt ist es. Was ist jetzt? Da können wir nicht durch. Springen. Okay, Team Mario, ja, ja. Holen sich Knowledge, aber das sieht gut aus. Scheint, als den lassen, den lassen, der funktioniert. Was soll ich machen? Weiterlaufen, weiterlaufen. Ja, ganz schlau, einmal so durchzulaufen, ne? Ja, genau. Lassen, lassen. Ja, ich sehe es. Stark. Okay. So aus. Und jetzt? Okay, so. Mach ich den frei. Oh, das war gut. Durch. Ja. Alles gut. Wir sind durch. Sehr gut, das haben sie geschafft. Einer muss nächstes hoch. Hindernis. Team Luigi derweil an dieser sehr schwierigen Stelle, wo man nichts sieht. Ja, das ist ein bisschen sehr weit auseinander, aber. So, das sieht gut aus. So, so schnell schaffe ich das nicht. Ja, aber ich brauche den Schwung, glaube ich. Oh ja, sie schaffen es tatsächlich. Wow, machen Fehler machen wie Team Mario gerade. Okay. Ah, sie macht den gleich. Ich komme aber zurück, ich komme aber zurück. So, das gleich zurück. Ich kann natürlich dann theoretisch auch rennen und den ganzen Party machen. Okay. Zurück? Ja, ich finde es sehr gut, dass das so, okay. Das muss man aber erst mal wissen, dass man das kann. Aber ich glaube, Team Mario. Okay. Nochmal. Haben sie schon mal den Check? Oh. Den nicht? Achso, dann gehe ich nach links. Ja. Okay. Und jetzt geht's von oben nach unten bei Team Mario. Okay, aufpassen. Schauen wir mal. Hoch. Rutschen wir hier runter? Ah, ja, okay, ich bin hoch. Ja, ja. Okay. Okay. Springen. Und brauchst du den Schildkrim? Oh, ja, du musst da weggehen. Mit der Shell ist immer auch so schön. Stark. Okay. Kann man sehr viel schabern. Aber das haben sie so richtig gemacht. Springen. Ja, alles ja, es kann schnell schief gehen, meinst du? Springen. Ja. Drücken. Ich spring. Und dann? Oh, vorsichtig, was ist das? Ich spring. Pass auf, lauf nicht. Das ist, glaube ich, schlecht jetzt. Das war schlecht. Und das ist aber nicht schlimm, weil sie am Checkpoint resetten. Das Korrekte, sie dürfen jetzt bloß nicht neu starten, sondern müssen sich schon wirklich. Nicht neu starten, dann verliert ihr den Checkpoint. Wir dürfen den Checkpoint nicht. Also einfach beide töten, ist dann der Way. Okay. Okay, warte mal. Achso, guck mal, das. Und jetzt hat die Luigi hat auch den Checkpoint. Wir sind wieder gleich drauf. Aber Team Mario hat das Wissen. Ja, klar, das ist viel wert. Aber manchmal geht es auch locker aus der Hand. Okay. Wer weiß, wie jetzt Luigi das gemeint hat. Ich gebe dir den. Spring mal hoch, spring mal hoch. Ich schmeiß den jetzt. Ja, Gregor sagt schon, wie aus dem Weg. Kannst du weiter runter. Okay. Vorsichtig, ich mache. Spring da rein. Oh. Ja, Luigi, ganz knapp in Führung. Nee, schmeiß die Bombe. Nee, jetzt nicht mehr. Das ist gut, das ist gut, pass auf. Ja. Ich mach die Bombe mal wieder aus. Doch, doch, sie haben jetzt die Lücke offen. Ja. Genau. Okay, ich habe Mario, Vorsicht. Ich mit den Bomben. Nee, nee, du kannst die Lücke durch. Ah, ja. Wie kommst du denn da rüber? Können wir runter? Ich weiß noch nicht. So, mach das P-Ding, damit ich durch kann. Was? Ich drück mal den. Oh, jetzt können sie beide in die Röhre. Bei Team Luigi. Luigi, Oh, könnte hier schon das Ziel sein? Könnte es etwa? Boss, okay. Ich mach nur noch der Boss. Okay, mach auf. Wir sind schon ein Stück weit. Und jetzt zu. Oh, okay. Wow. Team Luigi. Geht euch. Das war ja gut gemeistert. Geht euch. Und krass. Yes. Team Luigi. Alter Schwede, ey. Hat das Level zuerst beendet. Und damit gewinnt Team Luigi Runde 2. Wow, Glückwunsch. Aber in einem Kopf an Kopf, wenn da ist auch Team Mario. Trotzdem gut gemacht. Ja, es war wirklich knapp. Aber Alter, boah, schöner hätte wirklich das für die Dramaturgie für die Challenge sein können. Ich finde das, ich bin sehr zufrieden, wie der Schwierigkeitsgrad läuft und wie ausgeglichen die Teams auch sind. Top gelaufen. Aber Abschlussrate 2,7%. Das ist ja fast Sternfuchsniveau. Fast. Sternfuchs ist, glaube ich, noch unter 1%. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich würde sagen, wir gönnen uns alle mal eine längere Verschnaufpause, machen eine Werbepause und danach sehen wir uns hier wieder. Willkommen zurück zum Mario Maker Team Duell. Nach zwei Runden steht es, wir schauen mal auf den Gesamtpunktestand.
sehr ausgeglichen für Team Mario und Team Luigi. 1:1. Wunderschön. Punkte. Spannender kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ist wirklich so, ja. Ich bin sehr zufrieden, dass das so aufgeht. Und wir machen auch direkt weiter mit Runde 3. Leben. Denn es verhält sich ähnlich wie in Runde Nummer 1. Wir sind wieder beim Endlos-Einfach-Modus. Mhm. Beide Teams spielen nacheinander zufällige Level. Es kann also wieder das Glück sehr entscheidend sein. Es ist aber wichtiger jetzt, extra Leben zu sammeln. Mhm. Man kann pro Level maximal 3 extra Leben sammeln. Mit Skippen? Und wer nach Ablauf der 30 Minuten Rundenzeit mehr Leben auf dem Counter oben hat, wichtig, auf dem Counter müssen sie eingeloggt sein, der gewinnt diese Runde. So einfach, so klar eigentlich. Ich hoffe, das ist soweit so verständlich. Ich liebe es zu leben. Das hatten wir auch schon ein bewährtes, ich glaube, das war jetzt eine Runde, die in jedem Mario Maker Team Duell dran war. Insofern sollte das auch heute wieder gut gelingen. Ihr habt auch wieder die Joker, liebe Teams. Soweit für euch alles klar. Habt ihr noch Fragen? Nee. Alle bereit? Ja. Sehr gut, dann seid ihr auf Level 1 bei der Endlos-Herausforderung. Und dann würde ich sagen, geht es los in 3, 2, 1, let's go. Okay, wunderbar. Das Spiel kennen wir ja schon so ein bisschen. Und jetzt drücke ich natürlich ein bisschen Team Luigi die Daumen, dass ich dieses Glück einfach auch mal auf... Ja. Hey, hört mir kurz über Ende zu. Hallo, ihr habt doch selber gerade zugegeben, dass ihr voll das Levelglück hattet, dass dieses Levelglück jetzt mal beim anderen Team ist. Das ist doch nicht unfair, mein Kommentar. Das ist überhaupt nicht unfair. Du hättest vielleicht nur sagen sollen, als sie schon im Level drin sind. Weil dann hören sie dir auch nicht mehr so richtig zu. Ah, daran habe ich nicht gedacht. Das wäre dann, glaube ich, einfach gewesen. Ja, ich wollte nur für Fairness plädieren, aber das findet Team Mario wohl nicht so richtig. Aber es scheint so, als wäre dein Wunsch insofern Erfüllung gegangen. Team Mario hat bereits ein Leben verloren, was natürlich jetzt wesentlich mehr wehtut als in Runde 1. Deswegen skippen sie das auch. Ah ja. Aber ist die Frage, ob Team Luigi da... Ja. Aber jetzt geht's ja eben wirklich um was anderes und deswegen diese... Wir haben doch eben auch ein Level gesehen, wo 1000 Leben irgendwie so drin waren. Richtig. Ne? Das ist ja der Wahnsinn dann für diese Challenge. Grundsätzlich ja, aber wie gesagt, pro Level können nur 3 Leben maximal geholt werden. Ach so, guck mal, nee, dann ist es ja... Dann geht das nur schnell, dass man diese 3 abschließt, okay, aber es ist fürs... Ach, jetzt habe ich deine Erklärung auch erst so final verstanden. Für die, die es auch noch nicht gecheckt haben. Jetzt man sieht das jetzt auch gerade oben bei Team Mario. Da steht ja, 4 Leben haben sie und neben sind in Klammern diese 3 Punkte. Diese Punkte sind die extra Leben, die sie sammeln können. Also wenn das zu Leben wird, dann wird's gut. Sehr gut. Gerade sind sie beide in Leveln drin, scheinen nicht so viele extra Leben zu haben. Ich meine, das sicherste Leben, was du natürlich holen kannst, ist an der Spitze des Fahnenmastes. Ja. Das stimmt. Aber das hat ja auch nicht jedes Level einen Fahnenmast. Auch richtig. Aber meinst du, es ist schlauer, das trotzdem schnell abzuschließen und mit nur einem oder 2 Leben rauszugehen und dann lieber schnell ein nächstes Level? Oder wie? Das ist halt immer ein bisschen ein Glücksspiel. Jetzt hier beim oberen Level wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen zu skippen. Ist auch so ein bisschen, da ist dann auch wieder so ein bisschen die Level-Erfahrung entscheidend. Ja. Es gibt ja die Castle-Level und das Castle-Level hat am Ende eine Axt. Mhm. Die Axt gibt nie extra Leben. Oh. Da ist auch egal, wie viele Gegner drumherum sind. Die Axt kippt einfach rum, das Level ist vorbei, gibt keine extra Leben. Wenn du natürlich vorher schon Leben gesammelt hast, kriegst du sie. Aber deswegen ist die Frage, ob man Castle-Level weiterspielt oder nicht. Ja. Unterwasser-Level dauern immer noch lange, wenn man die direkt skippt. Auto-Level sind natürlich jetzt insofern noch praktischer, weil die gerne auch wieder Leben geben, weil man ja immer abtritt. Das dürfte oben zum Beispiel auch extra Leben geben. Das sieht man ja schon so ein bisschen, wie die gestaltet sind quasi. Genau. Ja. Da siehst du, jetzt haben sie schon 2 Leben eingesammelt. Ah ja, sehr gut. Das könnte der Ausgleich sein. Ja, das dürfte sogar die Führung sein, wenn sie jetzt ein Ziel kommen. Aber das Level, das dauert wieder ein bisschen. Aber sie haben schon mal die Level. Leben. Fuck. Knapp. Team Luigi hat versucht, über den Walljump noch die Spitze zu erreichen. Das wäre ja schön gewesen. Aber leider nicht hoch genug. Aber es steht... 48 haben wir schon, krass. So glänzen wir auch nicht. 7:6. Team Mario hat quasi überholt. Mhm. Aber ist natürlich noch alles drin. Ja, sehr, sehr knappe Führung. Ja, hier muss man halt wieder mit ein bisschen anderer Taktik rangehen. Ja. Oh, das ist ein Level, was ich, glaube ich, skippen würde. Ja, sehr gut. Snackblocks sind so langsam. Die machen einfach keinen Spaß. Mhm. Das hätte sogar ich gerafft, dass mir das zu lange dauert, bis ich da mal in mein Leben komme. Das sieht nach einem einfachen Level aus oben. Ob da Leben aber drin sind, ist ja nochmal die Frage. Oh, noch ein Snackblock-Level. Ja, super gelaufen. Ich hab doch gedrückt.
Exakt. Oh. Die verlieren sogar Leben. Das ist gut. Ja, genau. Ja, das sieht eigentlich einfach aus. Sterb nochmal an der gleichen Stelle, okay? Ja, okay. So, da können sie jetzt... Oh, der Kaiserblock. Mach Neustadt, da verliert ein Leben. Neustadt verliert auch ein Leben. Nee, ja? Aber, ja. Aber Skip verliert ein Leben. Aber du kannst in der Luft Skip nicht skippen. Skip verliert kein Leben. Gut. Ja, aber wenn du schon... Also ihr könnt in der Luft nicht skippen. Können wir nicht? Nee, also ihr seid gerade gestorben und habt dann geskippt. Ich werde erstmal okay. Na, also das Fuck. Ist... Fuck. Na gut. Aber mit Superstern, das heißt, wir kriegen extra Leben, ja? Okay, hoffentlich. Du machst das. Nicht zwangsläufig, aber ja, bestimmt extra Leben gut anzunehmen. Ja, aber die Marius ist mindestens eine Fahnenmast-Leben drin gewesen. Wenn auch nur eins. Und das waren drei sichere Leben für Team Luigi. Ja, das ging schnell. Das war auch wichtig jetzt für die natürlich. Alter, was geht denn? Nice. Wie fies ist das denn? Ja, mach mal weg, diese Scheiße. Luigi wird nach Levelende noch ein bisschen gequält. Ja, wirklich. Dann wieder einen vorne, oder? Aber ja, steht 8 zu 7. Ja. Oh, ein Auto-Level sieht danach aus. Das könnte aber tendenziell sehr lange dauern. Ich weiß nicht, ob ich das... Oh, das sieht wirklich langsam aus. Ist die Frage, ob es da noch Leben gibt? Ich weiß nur noch nicht, ob Putz das und knackig das. Na, währenddessen hüpft Luigi durch die Wüste. Sieht jetzt beides nicht gerade nach dem Leben aus. Ah, viele Pilze bringen dir nichts. Ja, gut. Aber immerhin ein Leben. Ich wollte gerade sagen, das nimmst du dann noch schnell mit, wenn das Ende so schnell in Sicht ist. Aber ja, ich glaube, in dem Modus würde ich tendenziell selber auch immer lieber schneller als zu spät skippen, so. Weil das Skippen, sagst du ja, kostet nichts. Klar, dauert es auch mal ein paar Sekunden, aber bevor man da ewig in so einem, aber die haben auch gleich in so einem Automat hängt, wie die da oben. Ja, ja. Aber es ist ein sicheres Leben. Ne? Immerhin. Man kann natürlich auch, also bei dem Skill-Level der beiden würde ich jetzt nicht unbedingt drauf zählen. Das hatten wir vorher schon mal, dass man mehr darauf hofft, dass das gegnerische Team Leben verliert. Ja, ja. Okay. Das ist hier, glaube ich, ein größerer Gamble als bei den letzten Folgen. ohne auf irgendwen, also. Nee, aber stimmt ja. Stimmt ja, die sind ja alle ziemlich gut heute. Das heißt, da ist es sehr unwahrscheinlich. Nimm's einfach mit. Und da wieder, schon wieder im Leben. Gut die Spitze erwischt. Ja. 10 zu 8. Mario Time. Na gut, das heißt, 5 Minuten sind rum. 25 sind noch zu spielen. Pass auf dich auf. Das ist viel zu lang immer. Mal schauen, ob sie dran denken, die Joker zu. Oh, stimmt, da sagen wir mal nichts. So, nö, das aufhören, wenn es am Schirm. Ja, mach mal. Da hat die Mario wieder ein Leben verloren, das ist natürlich ärgerlich. Was man natürlich auch nicht vergessen darf: 100 Münzen geben auch ein Leben. Wir wollen Joker einsetzen, die sollen zu zweit spielen. Okay, zu zweit an einem Controller. Das ist natürlich fies, jetzt liegen schon gerade hinten und jetzt haben sie noch ein kleines Handicap, aber man muss sagen, sie haben es ja eben sehr kompetent schon gemacht in Runde 1. Ja, da, ich sehe da auch gar kein Problem bei denen. Ja, das sieht aus, als hätten... Könnte nur von der Koordination natürlich jetzt schwieriger sein, an die Spitze des Fahnenmastes oder so zu kommen. Gut, aber dann wird es ja Sinn machen, kurz mal stehen zu bleiben, sich eben noch mal kurz abzusprechen und so. Nicht zu überhastet. Wie schnell die da durchpissen. Wow. Würde ich jedem Einzelnen so zutrauen. Aber wirklich? Sind wir unter Umständen besser so, als wenn wir alleine spielen? Wir würden gerne jetzt immer so spielen. Tut euch keinen Zwang an. Das läuft viel besser fast. Ja. So, ich wollte gleich auf den nächsten Spiel. Es scheint, als hätten sie ihre Stärken gefunden. Wer steuert? Ah, warte. Fabian steuert und Sarah springt. Vorsicht. Uiuiuiui. Das war aber auch grazil gerade. Nochmal. Das ist aber auch nicht schlimm. Das Level. Ja. Ob es da noch Leben gibt? Dass nochmal ein Goomba kommt. Okay, das müssen wir jetzt mal kurz. Wenn da schon so Gegner einfach von oben runter droppen, ist ja schon. Ich dem Level noch vertrauen würde. Tiger. Luigi muss jetzt die Münze finden. Stark, Sarah. Hammer gut. Irgendein versteckter Block. Unsichtbar. Geht's hier jetzt, oder? Ja, hoffentlich. Warte, da ist noch ein Hammer. Hammer, Bruder, links. Oh, nee, was kann der denn? Ja, wir gehen oben wieder hoch. Als Katze kannst du auch hauen. Nee, wir kommen ja auf den Bodenlevel. Mit ganz anderen. Ach so, du kannst über den Boden gehen und überall gegen. Oh, da! Da war die Münze. Ah, da war er direkt daneben. Okay. Stark! Hat halt nichts gebracht, hat am wenigstens kein Leben verloren. Team Mario hat sogar noch ein Leben rausgeholt, aber Team Luigi weiterhin in Führung mit 13 zu 8. Dürfen wir skippen, wenn wir das Ding benutzen? Also ja, skippen dürft ihr immer. Natürlich nur der, wo dem der Minusknopf in der Nähe ist. Das war sehr gut, und es hat euch ein Leben eingebracht, also insofern. Ja, sehr lang und mit, also ich habe auch 3 dabei verloren, innerlich. Okay, lauf einfach. Jetzt wurde die Führung schon ordentlich ausgebaut. Das ist jetzt schon gerade. Könnte tendenziell ein nerviges Level sein, aber ein sehr kurzes bringt kein Leben. Da ist die Fahne, die ist abgekappt. Oh ja, stimmt, das sieht man ja.
Es gibt, bringt nichts. Stimmt, es gibt. Einfach, es gibt. Aber vielleicht haben sie die Fahne noch nicht gesehen. Ja, aber es ist, also, es bringt, also, ja, es gibt doch bestimmt irgendwo, ja, Leben. Es bringt keine. Come on. Ja. Okay, einlegen. Mm-hmm. Naja. Team Luigi nochmal ein Leben geholt. Sie haben, nee, das sollte sich bewahrheiten mit dem Level Glück anscheinend. Ja, wäre auch nur fair. Ja. Noch 30 Sekunden, ja, zu, ja, zweit am Controller. Ihr dürft natürlich auch weiterspielen, also, wenn ihr wollt. Es läuft gerade zu gut. Und noch 21 Minuten generell in der Runde. Es ist noch einiges, also es kann sich immer noch alles reden. Ja. Aventura in Primavera. Klingt wie meine Pizza, die ich gestern, okay, gegessen habe. Erzähl doch jetzt nicht von Pizza. Ich esse jetzt eine Banane. Stark. Ist auch gesund. Ja. Auch wenn wir hier nicht Donkey Kong spielen. Oh, jetzt müssen wir Münzen sammeln. Das kann nervig sein. Gibt aber. Okay, wir könnt. Der Joker ist vorbei. Aber es macht gerade so viel Spaß. Spielt gerne weiter, wenn ihr möchtet. Das ich. 85 Münzen sind natürlich nicht zu verachten. Nee, bringt auf jeden Fall mindestens ein extra Leben. Ach so. Dann, weil sie schon 89 Münzen schon haben. Aber wirkt gerade sehr, okay, langlebig. Da rechts gibt es bestimmt wieder einen. Aber währenddessen sieht das bei Luigi aber auch sehr. Aber das ist ein Autolevel. Keine gute Entscheidung. Ne? Ja, sieht, ja, das, ja, sieht aus. Hoffentlich ist wenigstens ein. Ich weiß halt nicht, ob wir alle brauchen. Ja, das wäre natürlich. Oh, das Autolevel allerdings Leben gibt. Na, das geht nicht, und nicht mal ein Leben. Nicht mal ein Leben. Ja, ich hab nicht mal ein Leben. Du hast schon, das war. Fuck off. Das war Ass. That was Scheiße. Ass. Ass. Ja. Ass. Ja, wenn sie aber oben jetzt mit dem Stern natürlich noch. Gemacht. Mit dem Stern hätten sie natürlich alle Gegner besiegen können. Ja. Keine Rolle. Das hätte ihnen auch Leben gebracht, aber waren zu langsam. Jetzt fehlen ihnen noch eine Münze jetzt. Da links, ja, hab ich. Und wieder zurück. Das sind schon zwei Leben, glaube ich. Aber es kostet schon Zeit. 14 zu 8, das ist schon. Das ist schon, wir haben ja schon ein Leben da oben jetzt stehen. Jetzt falle ich in den Abgrund. Doch nicht. Ja, den schaffen sie nicht, das ist zu weit der Sprung. Also suchen, aber. Oh! Ah, weiß ich nicht. Oh, da hat Luigi ganz verloren. It's a trap! Achso, ja, jetzt müssen die auch zu zweit, ja, spielen. Ja, okay. Dann. Ja, skipp schon mal. Ja, ich skipp schon mal. Zu zweit an einem Controller, Team Luigi. 3 Minuten, let's go. Auwee! Also. Nicht mal irgendwelche, ja, Hinweise für den Level noch fertig. Jetzt, wenn er rüberläuft, verlieren wir nur unnötig Zeit. Mhm. Lemmy-Fight, ein Boss-Fight, okay, bei Team Mario. Ja, geht durch. Kann schnell gehen. Kann auch ätzend sein. Okay, drück. Oh, okay. Oh Gott, oh Gott. Also sind wir mit dem Pi-Balloon, ah, ich kann beschleunigen, okay. Okay, das ist gerade zweit sehr spannend. Ja. Weil jetzt, ja, also. Ich glaube, Gregor kann einfach so steuern, natürlich. Mhm. Okay. Aber sie kontrolliert das Gas geben. Jetzt hör doch mal wieder auf. Aber das machen sie ziemlich kompetent. Boah, das scheint ganz gut zu sein. Sie lassen allerdings viele Münzen liegen. Wird ja schon ein paar mehr Münzen einsammeln. Das stimmt. Und da liegen vor allem viele, genau. Weil sie haben auch einige Level mehr abgeschlossen, aber das ist nachher egal. Und hier ist das, hier ist die Axt. Kommen sie dagegen? Nix. Aber da gibt es kein Leben. Da gibt's, ja, gar nichts mehr. Das stimmt, das ist natürlich lame. Dafür holt Team Mario. Oh, wie knapp. Matthias, willst du spielen? Matthias, komm noch mal spielen. Willst du mal rüber? Okay, Alex, bis gleich. Schön A drücken. Ich drück A, muss mir nur einen Controller geben. Hallo, Wale. Hallo, Sarah, wie schön, dich hier auch mal begrüßen zu dürfen. Ja, tatsächlich. Ja. Matthias erzählt von einer Pizza und dann hat Hunger und hat mir eine Banane genommen. Das kann ich verstehen. man sieht mich ja gar nicht. Ein guter Zeitpunkt tatsächlich, Matthias, hier mal spielen zu lassen. Das darf man nicht. Darf man nicht. Hat er gesagt, dass man das darf? Uns hat er gesagt, man darf das nicht. Ja, okay, wenn man es nicht darf, dann darf man das nicht. Naja, am Ende könnte er auch selber sagen. Ich könnte sie aber fragen. Ja, der ist konzentriert gerade. Ja, ich glaube, der hört das gar nicht. Das ist der Mario-Matthias. Ja. Verstehe. Mhm. Ja, aber den braucht ihr auch gerade. Du willst ja gar nicht, dass er sich irgendwie ablenken lässt. Siehst du, und schon ist das schon wieder nur noch ein Level weniger. Also jetzt nicht ganz, weil der kriegt, die kriegen nochmal 3. Aber naja. Ja. Aber ich rede die ganze Zeit mit ihm und merke ihm seine Erfahrungen an. Und er sieht immer sofort, wenn ihr schon längst skippen müsstet, weil das Ganze zu lang dauert oder weil dieses Level womöglich keine Leben enthält. Und genau dieses Wissen kann er jetzt aber anwenden und, glaube ich, dann doch einige rausholen. Ja, manchmal, also ich kann nur aus SpielerInnen-Sicht sagen, manchmal ist man halt auch so verbissen dann in dem Moment, dass man diese Skip-Option gar nicht mehr sieht.
So. Ja, manchmal will man fast die Level-Challenge dann erledigen und gar nicht unsere Sendungs-Challenge. Ja, absolut. Nee, muss schon springen. Ja, einfach durch. Und ganz oft gibt es ja am Schluss dann irgendwie nochmal da so ein Pool von Gegnern und dann kriegt man nochmal die 3 Leben oder so. Es ist halt so random teilweise, dass man sich denkt, solange das Level einigermaßen spielbar aussieht, nehme ich das mit, weil vielleicht kommt halt noch größerer Quatsch. Ja, das kannst du ja nicht immer wissen, ob am Ende nicht noch die Leben rumhängen. Ich bin dran. Was war denn das für ein Quatsch? Ja, da hat er sich quasi geweigert, das Level mitzunehmen. Ja, beziehungsweise konnte man da wissen, dass keine Fahne am Ende ist? Weil das dieser. Also wenn das Ding ganz oben ist und man oben drauf springt, dann gibt es ein extra Leben. Das hat er nur gerade das hat er verkackt. Mhm. Da hätte er noch ein extra Leben mitnehmen können. Ich habe nur gerade ironisch gesagt, dass er sich da geweigert hat. Ja, genau. Stand doch so viele extra Leben, da gab es um das nochmal aufzuklären, das war natürlich eben von mir so als Fairness gemeint, weil ihr so ein bisschen Levelglück hattet und dann dachte ich nur, dass sich das umdreht, weißt du? Levelglück, Schmemmelglück. Also, das sehe ich ja nicht so. Nein, ihr habt trotzdem besser gespielt. Plus, aber ihr wart so sehr in Führung, weil das Levelglück noch da war. Es war einfach beides. Es müssen aber genügend sein. Also, ich muss sagen, ich habe es jetzt natürlich nicht mitbekommen, was die anderen für Levels hatten. Dementsprechend vertraue ich da natürlich eurer Expertise. Keine Ahnung, was Matthias da macht. Es hilft bestimmt, ihm ein bisschen noch zu stressen. Doch, der macht das super. Ja, ganz oben. Nein, das ist nicht das oben, das ich meinte. Nein! Okay. Er hat mich reingedrückt. Der fiese Bowser. Oh, nee. Das war unglücklich. Manchmal kann selbst der größte Experte nichts rausholen. Ach, Manu. Matthias, wir glauben an dich. Es wird trotzdem etwas eng in der Zeit jetzt noch. Aber super weit seid ihr trotzdem nicht auseinander. Ich meine, es sind noch 14 Minuten, mehr als 14 Minuten zu spielen. Ja, wir sind jetzt gerade über die Hälfte, ne? Genau. Aber deswegen verabschiede ich mich auch schon wieder. Schön, dass du da warst. War's noch? Hier, tauscht mal kurz. Und viel Erfolg dir noch. Ich finde, mit deinem braun angemuteten T-Shirt und der Banane könntest du auch Donkey Kong kommen. Ja? Ja, haben wir leider schon gesagt, falsche Sendung hier, aber... Was mache ich denn hier mit dem... Ja, Matthias, da hat der Bowser dich am Ende blöd reingedrückt. Das war echt ärgerlich. Da waren ein paar sehr unglückliche Level dabei. Wäre mehr drin gewesen, sag ich mal. Da war ich jetzt selber nicht so zufrieden. Naja. Ah, da hätte Wagner noch hüpfen müssen. Man kann nicht alles immer aus sich rausholen. Ich sag mal, bei 12 zu 16 ist es noch alles drin. Ja, wenn die Levels nicht so gut sind. Es gibt natürlich auch noch Joker, aber das ist spannend. Okay, hey Leute, macht euch nicht zu gemütlich, ihr kriegt jetzt eine Augenbinde. Die hauen jetzt aber auch alles raus. Ja, jetzt ist aber dann ist auch durch. Dann können sie sich komplett drauf konzentrieren und werden nicht mehr unterbrochen. Stimmt, ja. Aber das kann auch gut sein. Hammer. Dessen aber versucht sich Luigi hier einen Bossfight. Falls ich sterbe. Aber ich fahre gerade einen Dip gegen Bossfights. Muss ein Auto reinspringen, nach rechts, nach links. Aber das wissen die offensichtlich noch nicht. Spring in das Auto und wir probieren das einmal. Okay, jetzt wird spannend, wie sieht das wieder aus. Das andere links, Sarah. Das andere links. Oh nein, aber da verliert man ja dann sehr viel Leben. Das ist gefährlich. Da muss man vorsichtig sein. Also jetzt ist es noch wichtiger, vorsichtig zu spielen. Ja, absolut. Und jetzt? Okay. Mach mal on. Tja. Ihr zieht jetzt auch die Augenbinde auf. Okay. Ja. Da wird's gerecht. Wir laden noch den nächsten Level gerade. Soll ich wieder Augenbinde nehmen oder machst du das? Nee, kann ich nicht. Nach rechts laufen. Es schiebt sich einfach die ganze Zeit automatisch. Ich sag dir, wenn du irgendwas machst. Oh, das ist ein Autolevel oben. Das ist natürlich sehr. Bisher nicht. Ich glaube, es ist ein Level. Und hoffentlich ist es nicht zu lang, aber trotzdem, wobei, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hauptsache keine Leben verlieren, ne? Das ist eine sichere Nummer. Das ist zumindest eine sichere Nummer. Da ist einiges an Münzen da. Vorne. Du hast die ganze Zeit weitergeschoben. Nach vorne. Idealerweise könntest du es noch ein bisschen beschleunigen, indem du jetzt nach rechts rennst. Ging hoch. Wo siehst du da auch nur eine Münze? Bildschirm, ich vermute. Achso, bei den unteren. Bei den unteren, entschuldige. Nee, es waren keine Gegner. Wir gucken zu. Ich glaube, Sarah ist eingeschlafen. Ja, aber passt ganz gut. Man kann sich ja echt zurücksehen. Guck mal, die kann Mario schon im Schlaf spielen. Ja. Wahnsinn. Arbeitstag ist das ist jetzt aber auch ein gutes Level. Das könnte gut sein für Luigi. Oh ja. Das ist, so, das ist wirklich so vom Skill-Level her, was ich genauso also im Grunde vorne gehen. Vorschlagen würde für verbunden auch. Ja, total. Wir werden hier safe kein Leben bekommen. Oh, sehr gut. Rechts. Oh, jetzt. Leider kein Leben. Weiter links. Obwohl, doch, wahrscheinlich. Oh, müssen sie 3 Leben bekommen. Ja, Wahnsinn. 3 Leben für Team Mario. Hä, wie sich das gelohnt hat. Blindfolded einfach. Stark, wirklich stark. Wer hätte damit rechnen können? Kurz, ich bin wieder der Dümmste, dass ich nicht gesagt habe, bleib mal vor dem Ziel stehen, weil du bist einfach direkt ins Ziel gerannt.
Aber wir haben 3 Leben bekommen. A, für weiter. 3 Leben? Was wirklich? Ja. Was hast du das gemacht, Sarah? Was? Ich hatte gar keinen Anteil daran. Und es steht 14 zu 15. Oh, er wird sogar mit Augenbinde noch aufgeholt. So. Wahnsinn. Ja, spring nach vorne. Oh, jetzt will ich. Okay, gespannt. Wir sind nur noch ein Leben hinter dem jetzt. Spring nochmal nach vorne. Nochmal nach vorne. Power-Up sollte eigentlich haben. Okay, jetzt nur nach vorne gedrückt halten. Nach rechts. Nach rechts. Erstmal springen. Nach rechts rennen. Nach rechts rennen. Nochmal springen. Okay, jetzt kommen Gegner von der. Oh, schaff das aus der Lücke raus. Versuch's mit Rennen. Ja, spring! Stark! Spring! Gottes Willen, Luigi! Luigi geht ja doch noch. Ja! Ja, er hat's geschafft. Oh. Gerade da war es. Weiter. Oh, aber Mario ist einmal gestorben. Oh ja, die verlieren da oben wieder ihre Leben. Okay. Nur eins. Wir haben nur noch 17 Sekunden. Okay, einfach mal. Noch 15 Sekunden, wenn die da. Ja, leider nicht oben hingeschafft, aber ist natürlich auch schwer. Runde in Augen. Ich hätte es aber trotzdem, glaube ich, versucht. Meinst du, sagt, warte, warten wir mal einmal höher springen? So. Zumindest mal versuchen. Weil jetzt ist nur Downtime. Nächstes Level, du weißt nicht, was kommt. Ja, okay, true. Und Augenbinde kann runter bei Team Mario. Okay, weiter. Okay, wir haben's. Gibt aber leider keine Leben. Nee, leider nicht. Okay, aber weit auseinander sind sie hier nicht mehr. Nee, 15 zu 13 ist noch alles drin. Das ist sehr, sehr schön. Vor allem jetzt ohne Augenbinden kann natürlich wieder schneller aufgeholt werden. Ich glaube, 3 Level hat Sarah jetzt gerade mit Augenbinden abgeschlossen. Ja, irre. Und 3 Leben gesammelt. Also mehr als Team Luigi in der Zeit. Nicht schlecht. Ja. War wohl nicht so ein großes Handicap. Das ist ganz wieder so ein Rätsel. Scheiße. Okay. Ja, nee, jetzt gedrückt halten. Oh je. Nein, falscher Knopf. Jetzt nochmal drücken. Okay, gut. Okay, Team Reed, versuch nochmal, es gibt zu. Wie viel denn noch? 20 Sekunden. Hier los. So spannend. Haben wir noch irgendeinen Joker? Wir starten. Nee, das könnte aber gut sein für Team Mario. Da seit einem Leben sollte das safe drin sein. Ja, man kommt, glaube ich, jetzt von da oben sehr gut an die Spitze. Ja, sehr gut. Schön. Solide. Top. 14 zu 14 ist es, glaube ich. Ich denke auch. Augenbinde kann runter. Ach, Pause drücken zählt auch. Ja, es ist ja deren Zeit, ne? Also. No. Oh, 14 zu 15. Also. Ja klar, aber man kann auch sterben, wenn man. 14 zu 15. Also, wir nicht, wenn man die Binde aufhat. Das waren jetzt nur die letzten 10 Sekunden. Aber schlaue Strategie. Okay, gleich gebannt. Ja. Hier, nimm das nächste. Zurzeit führt Team Luigi noch mit einem Leben. Knapp. Da kommt. Ist das ein Autolevel? Ha, fast. Mach es. Oh, scheiße, ein Löse alle Power-Blöcke. Alle 59. Wow. Achso, das müsste man jetzt selber drücken, diesen einen Hüpfer da. Den Hüpfer da, bei den Knöpfen musste man, glaube ich, selber drücken, wenn ich richtig gesehen habe. Aber ja, sieht ein bisschen so aus. Jetzt sagen sie auch, man haben sie abgekürzt selber. Risky, aber scheint sich auszuzahlen. Aber immerhin ein Leben. Eins, ja. Da waren halt nicht genug Gegner. Das waren jetzt, glaube ich, genau 8, was ein Leben gegeben hat. Ja. Aber es ist der Ausgleich. Ja, schön. 15 zu 15. Und noch 9 Minuten zu spielen. Es gibt den Level gleich, ne? Ja, ich seh's. Ja, oh je. Ja, das hätte auch keine Leben gegeben unten. Das wäre jetzt noch gut gegangen, aber gut getan gerade. Nicht an den Fadenmast oben reinkommen. Wir haben alle gar keine Leben. Unentschieden gerade. Und wir sind 8 Minuten 48 und es ist Gleichstand. Es ist wirklich spannend. Das ist ein sehr kurzes Level für Team Mario, aber. Oh, da wird der Glücksspielautomat quasi bedient. Finden Sie die Lücke. Währenddessen holt Team Luigi ein. Und auch noch genau das Leben getroffen. Das war lucky. Ausgleich, 1 zu 1. Geil. Das war ja sehr schön. Nein. Komplett fertig, Sarah. Herrlich. Ja, was machen wir denn, wenn die am Ende der Laufzeit beide gleich viele Leben haben? Oh, das ist. Gehen wir dann nach Level? Was für ein Quatsch. Ja, wäre eigentlich schlau, eigentlich, oder? Ne? Schauen wir mal. Also, aber sie dürfen natürlich das müssen. Also, wenn die Zeit abgelaufen ist, zählt der Timer. Der Counter, der oben. Also, so lange dürfen sie das Level dann noch zu Ende machen. Das Level dürfen sie dann auf jeden Fall. Also, wenn Gleichstand herrschen sollte, dürfen sie noch zu Ende machen. Ja, oder ich sterbe hier einfach. Warum? Aber warum? Und 3 Leben für Team Mario. Der war wichtig. Das war wichtig. Der war cool, ja. 19 zu 16 jetzt. Das ist ja Hammer. Die haben 16. Wow. Ich habe gerade noch mal 3 Level geholt. Also wir sind nicht blind, Leute. Wir leben. Aber ich war... Jetzt überlege ich gerade. Ah, aber Team Luigi darf mich noch einmal holen. Okay. Das ja, richtig. Ja, klar. Wenn sie es nicht vergessen. Ah, so ein Quatsch. Also nicht, dass es gerade viel gebracht hätte bei Team Mario. Also insofern, ich will mich da jetzt auch nicht zu hoch loben. Aber Team Mario hat noch den 2 an einem Controller-Joker, oder? Oder hat das... Doch, das hatten sie auch schon. Das hatten sie schon, okay. Wenn es so einfache Münzen sind, auch gerne... Ja, doch, richtig, ja klar. Ja, ich erinnere mich. Ich bin immer so auf die Geschichte. Checkpoint ist eigentlich egal. Aber manchmal sind da Power-Ups versteckt. Matthias, ja. Komm mal dazu. Aha, da bist du gefragt. Lass dich nicht beeinflussen. Machst du mal rüber dann? Wie viele Minuten geht denn das noch?
The Mysterious Mansion. War kein guter Run gerade. Hallo Sia. Hallo Walle. Schön, dass du auch mal an meiner Seite hier sitzt. Mario auch nicht viele Leben. Wir haben seit gefühlt 10 Stages noch kein einziges Leben, kein einziges extra Leben gesehen. Nein. Ja, das ist dieses Glück und Pech mit den Leveln mal wieder. Ja, ich habe euch am Anfang so ein bisschen für den Ausgleich das Glück gewünscht, aber irgendwie ist es euch heute bei der Levelwahl nicht ganz hold. Nee, überhaupt nicht. Nee, wir haben 20. Aber kann noch werden, ich meine, ihr habt noch 6 Minuten, wenn ihr auch das Glück habt, vielleicht mal ein paar zu bekommen, wo dann wirklich 3 auch gegeben werden. Ja, wir müssten schon ein paar Dreier-Stages hintereinander kriegen. Exakt, das wäre jetzt schon wichtig. Wahnsinn. Aber es war tatsächlich sehr lange, wart ihr ja vorne mit zwar immer nur einem oder 2 Leben. Und dann halt keine Leben mehr. Exakt, dann hat sich's einfach gedreht. Und ja, ihr habt das wahrscheinlich nicht genau gesehen, aber Sarah hatte sehr viel Glück beim Blindfolded-Run, weil ein langes Autolevel auch noch mit Leben belohnt worden und. Das ist nicht unbedingt top für euch gelaufen, aber ihr habt ja alle Joker einfach rausgehauen. Und das war, glaube ich, im richtigen Moment, weil da lagen sie noch hinten und war das so ein bisschen die Nummer, dass ihr die demoralisieren wolltet, so dass sie immer weiter zurückfallen quasi. Aber hat nicht so richtig geklappt. Aber eigentlich immer eine gute Strategie, wenn man dann nämlich irgendwann wieder im Game ist und die Joker vorbei sind, dann merkt man, oh, jetzt haben die anderen ja 5, 6 Leben mehr, aber das hat euch halt leider, ist euch nicht passiert, die kamen nicht. Aber ich meine danach... Jetzt guck mal, wie Matthias time wasted bei uns. Nicht ein Leben geholt, hängt schon seit 2 Minuten in der Stage. Das stimmt, ja. Ich glaube, der Denzen hätte uns schon 5, 6 Leben geholt hier an dieser Stelle. Was für ein Quatsch, ey. Ich glaube, der hört dich nicht, der ist in seinem Konzentrationsmodus. Aber sind immerhin oder bei den Leben. Ja, okay. Guck mal, 2 Leben. 2 Leben. Ja, schön. Immerhin. Und 50 Münzen, was auch schon wieder ein halbes Leben. Auch richtig. Die nehmen wir mit. Die Münzen. Halbe Leben fehlen hier aber leider nicht. Gleich sagen können. Okay, kannst kein Leben so. Runter bleibt. Jetzt habt ihr 17, die anderen 22. 22? Wie frech ist das bitte? Naja, die hatten gerade sehr, sehr viele hintereinander geholt tatsächlich. Aber in 5 Minuten ist dann doch noch einiges machbar. Und der Matthias hat ja noch 1 Minute, um jetzt vielleicht ein gutes Level zu bekommen. Ich glaube, diese Random Level, das ist ein bisschen komisch. Das kannst halt echt Pech haben. Ja, das stimmt. Genau, also in der ersten Challenge finde ich es so ein bisschen okayer jetzt als da. Ja. Aber vielleicht überlegt man da beim nächsten Mal die dann vorauszuwählen oder so. Eins müsste davon sein. Gut, dass du es gesagt hast. Das macht ja schon Spaß, klar, aber. Kann natürlich sehr viel Pech haben. Na klar, im Challenge-Gedanken verwässert das ein bisschen natürlich. Aber keine Sorge, es kommen ja auch noch Runden, in denen ihr noch alles drehen könnt. Also entschieden wäre hier noch nicht. Nicht können, werden. 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 Ja. Ich muss natürlich unparteiisch sein. Aber ja, ist ja auch schön, du sagst schon, es macht ja trotzdem Bock. Ja, so. Und darum geht es am Ende des Tages ja immer noch einen Ticken mehr. Wir haben ja auch die Leben überwiegend durch Glück bekommen. Aber 3 Leben. Sehr und haben durch. Viel Spaß. Achso, okay. Ja, komm mal, schön. 3 Leben noch. Bye, bye. Bis später, viel Erfolg. Okay, wir sind noch 2. Matthias, willkommen zurück. Schön, dass du dann noch einige Leben am Ende holen konntest. Das war ein bisschen erfolgreicher. Da war auch Glück, ein bisschen dran zu bleiben. Gregor sagte bei einem Level direkt Skip. Ich so, nee, nicht durch, habe ich noch ein Leben rausgeholt. Stark. Das war ein bisschen erfolgreicher. Ja, und jetzt ist es tatsächlich dadurch auch knapper geworden. Die haben jetzt 21 Leben und Team Mario nur 23, also nur 2 mehr. Das verspricht spannend zu werden. Joker sind jetzt auch weg. Genau. Also es sind nur noch 3 Minuten. Da ist noch alles drin. Dafür habe ich die zweite Runde. Ein fixes 3-Leben-Level und schon kann sich das Blatt gewendet haben. Außerdem ist es genau. Es geht auch um den Spaß und Spiel, nicht nur ums Gewinnen. Jetzt haben wir da unten bei Luigi eine Nachbildung von Super Mario Bros. 1-1. Wenn man das jetzt natürlich gut kennt, weiß man, wo die versteckten Leben sind. Also das allererste Level jemals. Korrekt. Okay. Da sind Kaizo-Blocks mit Leben drin versteckt. Ah, okay. Wenn man das natürlich kennt, dann weiß man wo. Mhm. Oh, die Mario hat sich festgekeilt. Aber sie haben sich auf jeden Fall das eine Level vom Leben vom Ende aber es gibt Leben. Oh nein, wieso? Oh, die haben 3 bekommen. Oh, aber sie sind noch nicht im Ziel. What the fuck? Ja. Guck dir mal die Stages an. Was ist denn das für ein Bullshit? Das war gar nicht beabsichtigt, glaube ich. Ne? Ich zurück. Das war lucky, ja. Bullshit, bitte sehr. Ja, das war ja sie sind noch nicht im Ziel, das kostet auch Zeit, aber... Ja, aber sieht nicht danach aus, als könnte man groß verkacken. Außer sind sie jetzt, also... Oh, okay, was ist das? Ja, es geht schon noch. Das Auto steuert. Ah, jetzt geschafft. Eieiei. So eine Kacke. Das war
Ja, das war wichtig, um die wir auch, nur beim Zuschauen. Wäre die erste Show bei uns, würde ich sagen, würde so ein Pulsmesser, aber wäre richtig sinnvoll. Aber Team Luigi, jetzt ein ähnliches Level. Aber, oh Gott, das ist ja gemein. Ist das gemein. 22 zu 26, da, jetzt wird's eng. Ist es noch drin? Geht ganz schnell manchmal. Ich habe Gregor auch lange nicht mehr so frustriert gesehen. Der ist ja eigentlich ein Mensch, der sehr ruhig bleibt. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, natürlich. Wenn jetzt Team Mario zur richtigen Zeit zu spät. Ja, ich hätte noch. Wir hätten vorher springen müssen, wenn die Items noch da sind. Aha. Die hätten wieder zu leben werden. Oh, okay. Aber dafür sind sie zu spät gesprungen. Verstehe. Ja, aber brauchen wir die auch nicht mehr wirklich. Vielleicht außer ne, in 1.23 ja. Jetzt. Also es kann noch viel passieren. Es kann sich natürlich eine Wendung drehen, aber was ist ja nicht, da wenn Team Luigi sowas passiert. Es ist nicht schwer, kannst nicht sterben, ja, ne? Aber ein Leben kriegst du da auch nicht raus. Okay. Also wenn du Glück hast, kriegst du natürlich das Leben da. Aber das ist dämlich. Einmal probiert, ich skipp's. Ja. Das ist doch Hupsi. Ja gut, ich glaube, ich hätte es auch einmal probiert. Ich meine, sie sind in einer verzweifelten Situation. Kann, nicht, ja. Kann nichts machen. Ich kann und auch nicht hochschmeißen. Mario ist gestorben. Okay, wenn wir jetzt einen Dreier kriegen, genau, wir da jetzt sind wir auf Gleichstand. Ja, klar, aber 22 zu 25. Ja, wenn Luigi jetzt noch einen Dreier holt. Könnte passieren, stimmt. Aber das wäre herrlich knapp. Ah, da müssten sie anders spielen. Schwierig. Was ist das denn für ein Quatschlevel da unten? Ja, das ist auch. Die letzten 44 Sekunden laufen. Oh, jetzt haben sie den. Jetzt haben sie einen Run going. Das gibt. Ja. Oh, nur ein Leben. Schade. Wären sie nochmal rübergehüpft? Mhm. Das wären drei Leben gewesen, aber Mario hat auch gerade wieder ein Leben geholt. 30 Sekunden noch. Ja, das wird's gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Nein, noch nicht, aber wenn ihr jetzt in 20 Sekunden nicht den Counter hochkriegt. Ladezeiten! Ja, wie viel haben wir? 17? Komm. Wenn die Mario jetzt sofort stirbt und sie sich einen Dreier holen, dann können sie es noch schaffen. Aber in 10 Sekunden, 9, 8, so lange lädt die Switch allein schon. Verliert einfach kein Leben. Ja, es ist 4, 3, 2, 1 und aus! Wir haben 2-1 gekriegt. Punkt für Team Mario. Puh. Das war eine wilde Runde und es war wieder sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Sehr spannend. Alles schön beieinander. Mhm. Ich so mag, wie das heute hier läuft. Ja, das macht total Spaß zuzugucken. Für uns ist das nur geil. Ob das dir jetzt toll ist. Wie ist es denn für euch? Ich habe gehört, ihr sterbt 1000 Tode, Team Mario. Ich bin 15 Jahre älter geworden. Die sind nicht anstrengend. Einmal gestorben, by the way. Ja. Stark nur sagen. Sind wir das nicht? Das ist sehr einmal. Ja. Okay. Faktchecker. Ja, Pulsmesser hast du gerade gesagt, Fabian. Würdest du sagen, wie hoch ist er gerade? Jetzt geht's wieder mittlerweile. Also eben war er sehr, sehr hoch. Ich glaube, außerhalb des messbaren Bereichs wahrscheinlich. Es war wahnsinnig spannend, sehr aufregend. Ist natürlich auch viel Glück dabei, aber ich glaube, wir haben auch ein paar ganz gute Aktionen gemacht in der Runde. Also hat super viel Spaß gemacht. Ja. Ja, ein paar gute Aktionen waren dabei und wir schauen mal auf den Gesamtpunktestand, denn da steht es jetzt wieder. Eine Führung für Team Mario, 2-1. Freude bei Team Mario auf der Mario Couch. Selbstverständlich, aber wir haben ja auch noch Runden vor uns, die das alles nochmal. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin und sowieso im Finale kann sowieso noch wieder alles passieren. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir machen aber einen kurzen Spot und dann geht's weiter mit Runde 4. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Willkommen zurück. Das war die kurze Unterbrechung und wir starten hier in Runde Nummer 4. Und die heißt Bros versus Toads. Tja, was heißt das denn, Matthias? Kannst du dir darunter was vorstellen, Valentin? Also ist schon mal gegeneinander. Richtig, wichtig. Bros sind ja vielleicht die Teamkameraden. Hier liegt noch einer. Ja, auch. Aber wer sind die Toads? Ja, die Toads kommen jetzt nämlich ins Spiel, denn wir versuchen es zum ersten Mal. Es wird chaotisch, das sage ich direkt. Okay. Aber es hat, glaube ich, sehr viel Fun-Potenzial, denn danke es dir. Treffen alle vier unsere Mitspieler im selben Level aufeinander. Im selben Level? Gleichzeitig. Wow. Und zwei von, also ein Team wird die beiden Bros übernehmen, Mario und Luigi. Mhm. Und das andere Team wird die beiden Toads übernehmen, Toad und Toadette. Verstehe. Und wer zuerst, welcher zuerst, ob ein Bro oder ein Toad zuerst ins Ziel kommt, entscheidet, welches Level wer den Punkt bekommt. Ja.
Ihr versteht schon. Das klingt ja nach dem absoluten Chaos, muss ich ehrlich sagen. Aber genau darauf habe ich Bock, mir das reinzuziehen tatsächlich. Genau, wir hatten auch kurz überlegt, ob wir 4 Gameplays machen, weil wenn man online 4 Gameplays hat und jeder an seiner eigenen Konsole spielt, dann gibt's nochmal andere Optionen. Wir haben uns jetzt aber für die Variante entschieden, dass es ein Gameplay gibt, ein Screen, auf dem permanent alle 4 sein müssen. Dementsprechend kann man aber auch sich hier schön gegenseitig behindern. Man kann sich ein bisschen hochheben, durch die Gegend werfen. Passiv spielen, aggressiv spielen. Wir werden schauen, was das so ist. Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Kann man sich denn auch ordentlich in die Parade fahren? Kann man, weil man es offiziell, also so heißt der Modus auf der Switch, miteinander spielt. Mhm. Deswegen kann man sich natürlich auch gegenseitig beeinflussen. Mhm. Aber ja, wir schauen mal, was das gibt. Wir haben ein paar Level ausgesucht. Diesmal gibt es ein Best of 3. Oh ja. Toi, toi, toi. Ihr, wie gesagt, spielt, deswegen haben wir nur noch ein Gameplay, alle 4 zusammen. Ihr müsstet bereits auf den Fernsehern das entsprechende gleiche Bild sehen. Oh. Ja. Ach so, doch. Ja. Und ihr könnt einmal in den Speicherbot wechseln. Team Luigi müsste den Controller haben. Die machen das hier. Okay, das war's nicht. Aber ihr seht das auch dann da. Ja? Ja. Ja. Dann mal den Plus-Knopf drücken, dann müsstest du, glaube ich, ins Menü kommen. Ein Level gestartet. Na ja, gut, Speicherbot, da ist er. Ach, da unten ist es, okay. Ausgezeichnet. So, jetzt ein bisschen runterscrollen und das erste Level heißt Okidoki Poki. Schöner Name. Was euch vielleicht bekannt vorkommt aus einer alten Folge. Aber ich glaube, zu viert schafft ihr das besser. Ihr könnt schon mal zusammen spielen starten. Okay. Stimmt, Denzen hat das nämlich gemacht. Ja, okay. Mach ich gleich auf Pause, ja? Und jetzt. Gerd, Gregor, wenn du dich erinnerst, dass das, an dem wir letztes Mal verzweifelt sind. Oh, exakt das. Okay, ich bin tot. Wo ihr nicht weitergekommen seid, aber zu viert schafft ihr das. Ja. Okay, wir können nochmal starten, oder? Jeder weiß, welcher Controller hier ist. Nein. Die Mario müsste die Toad sein. Ja, für mich, ja genau, wir sind Toadette und Toad. Ich bin Toad. Ich bin Toadette. Ausgezeichnet. Dann könnt ihr jetzt Gregor einmal A drücken. Wer zuerst ins Ziel kommt, ihr Lieben. Oh je. Let's go. Wir machen das. Wundervoll. Es wird wild, sage ich jetzt schon. Wahrscheinlich müssen wir gar nicht so viel sagen, weil so viel rumgeschrien werden. Wahrscheinlich. Also das Level geht so lange weiter. Brauch ich nicht. Alle Items gibt es auch viermal. Sehr gut. Oh ja. Okay. Die Bros haben jetzt den Vorteil, dass sie beide groß sind, wohingegen die Toads zurückbleiben. Oh shit. Oh, ist schlimm. Ah, jetzt. Solange einer am Leben bleibt, geht das Level weiter, nicht, weil man nicht wieder reinkommt. Ja, klar. So, das war relativ aber das ist ja optimistisch von mir, dass direkt darunter gerutscht bin. Ständig kurz pausiert, wenn die anderen irgendwas machen. Man guckt ja eher nur auf seinen Buddy. So, jetzt haben sie schon den ersten Hinweis. Also, ja. Ah, warte mal. Oh, ich bin also, es gibt 2 Möglichkeiten, da durchzukommen. Die eine ist durch den Multiplayer gegeben, aber Gregor nutzt die, wie es eigentlich sein sollte. Ah, ja, okay. Oh. Da wollte er zutreten. Wenn sie alle sterben, dann geht's wieder von vorne los. Scheiße, ich hab okay, das Level bleibt schwierig auch zu viert. Aber es ist halt, wenn man, wenn jetzt einer stirbt und wieder reinkommt, ist der kurz unbesiegbar. Er hat 3 Frames, das heißt, da kann man sich natürlich auch einfach durch. Oh, klar. Stimmt, logisch. Und tendenziell, wenn du nach vorne rennst, so wie es Toadette gerade macht, gibt es natürlich auch den Screenscroll. Ach, wie geil. Es ist wild, es ist chaotisch, aber es macht sehr viel Spaß. Ach, sehr herrlich. Ich hatte nicht genug Schwung anscheinend. Luigi, der einzige Überlebende. Hey, Luigi, bleib mal stehen. Ah, verdammt. Luigi, bleib mal stehen. Denk an den Spin-Jump. Ja. Der war ja beim letzten Mal das Problem. Ah, oder ja, ach, da kam sie nicht weiter. Oh nein, der dumme oder Mario. Später. Nee, der kommt noch später. Da brauchst du ihn auf jeden Fall. Die kritische Stelle kam aber da. Ich bin da. Und Toadette zuerst in die Röhre. Team Toad, wir machen das. Aber das, noch ist das ja relativ egal. Ja, aber sie kommt auch als erstes raus. Das ist wichtig für entsprechende Level-Enden. Das ist ja tatsächlich wichtig. Ja, da kommen die Erinnerungen hoch. Ne? Oh, ich erinnere mich auch. An der Stelle haben sie lange gesessen. Ja. Aber ich dachte zu viert. Was ist hier los? Oh, die Toads sind noch am Leben? Oh! Jetzt ist die Frage, es geht das alleine weiterzugehen? Nein, ist schon besser. Hey. Junge! Junge! Und nur weil es mehr Chaos bringt, also wenn ihr gegen einen, egal, Mitspieler lauft und die Schultertaste drückt, könnt ihr ihn hochheben und werfen. Ich brauch den Luigi. Zieh! Weg von mir! Zieh! Ja! Alle wieder im Leben. Und da hat Toadette die iFrames ausgenutzt. Oh ja, stimmt. Fantastisch. Ja, sehr schlau. Ich komme hier nicht durch. Warte, lass mich nicht rein. Ja, warte, ich komm nicht den dummen Mario. Und wieder zurück. Wie kommen wir da durch? Jetzt sind sie gleich alle unten eingesperrt. Und jetzt sind sie alle unten eingesperrt. Aber Toad hat sich durchgedrückt. Wie geil! Ja, aber wir kommen ja jetzt alle durch. Oder? Wir kommen alle durch, aber Toad zuerst.
Wieso komme ich denn als Letzter? Aber direkt gestorben. Oh, die Bros haben es geschafft, die Toads. Oh nein. Tot. Oh. Oh, alle tot. Zurück zum Checkpoint. Alle tot. Also alle, alle tot. Außer die Bros. Oh, das ist der Checkpoint. Ich dachte, die Röhre da. Na. Nein, okay. Das macht mich so fertig. Ey, wie der geil. Zögert, diese Sie werden diese Stelle wieder lieben lernen, glaube ich. Ja, ich dachte, also, naja gut. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Ich hoffe mal nicht so lange wie in der letzten Folge. Oh. Dumm Sau. Keine Leben mehr haben. Uiuiui. Ui. Ja. Ja. Nee. Nee. Und alle dead. Was war dein? Könnte dauern. Ich weiß auch nicht. Da ist gar nichts mehr los. Also, innerhalb der 16 Minuten nicht durchschaffen, wer zuerst am Level Ende ist. Also ihr könnt ja, wenn ihr euch alle darauf einigt, zu skippen. Nee. Nee, das machen wir. Na, deswegen. Ich dachte auch, dafür ist es noch zu früh, aber... Wir bleiben jetzt hier bis morgen, im Zweifel. Ich hoffe mal nicht, dass es so lange dauert. Ein Bullshit. Mann, seid ihr schlecht! Sagte er und sprang haarscharf am Poki vorbei. Ey, wie oft ich von dem Vieh jetzt schon getötet wurde. Warte mal, benutzt jetzt die iFrames auf und du springst jetzt weiter? Ich weiß nicht mal, was die iFrames sind. Wow! Nice. Das war sehr gut. Oh, die Bros. Komm. Ja? Bros geht in Führung. Ja, kurz unverwundbar. Ui, stark. Schön gemacht. Oh! Oh, da wollen sie zu viel. Ja. Statt dass der Letzte war. Wir sind ein Team. Niemals. Ein bisschen Koop sollte drin sein. Hab ich das Gefühl. Ja, vielleicht an der Stelle noch kurz und danach kann man ja dann wieder... Ja, man kann ja auch wieder, ne? Also, ja. Links, dann kann ich grad nicht kommen. Okay. Ich komm wieder nicht mehr da dran vorbei. Der Chat schreibt schon, wir bleiben hier bis morgen. Gott. Ich glaube auch. Oh, Toad ist aber gut. Oh. Oh. Das, so, das mit dem Delay ist das so dumm, ey. Oh, sag mal, was mach ich denn hier? Also ich wusste, es wird chaotisch. Ah, nein. Nee, meine. Aber du dachtest nicht so chaotisch. Ich muss anlaufen. Naja, es ist noch in dem Maß. Ich meine, sie haben ja noch nicht mal rausgefunden, dass man sich gegenseitig werfen kann. Also insofern. Ja, stimmt. Dann wird's noch wilder. Einmal sicher? Oder, ja. Oh, so, Toadette. Uiuiui. Und jetzt warte auf mich. Ja. Oh, Fabian. Nein. Schön gemacht. Ja, Toadette. Alle anderen sterben. Jetzt wird's gefährlich. Ja, aber du bist doch noch da. Ja, noch. Jetzt ist Toadette gestorben. Nein. Warum? Ich bin doch da runtergefahren. Ist doch richtig. Weil der Screen nicht gescrollt ist. Wohin denn? Ey, und ich hab's so schlimm, es bringt dann gar nichts da alleine. An der Stelle jetzt nicht unbedingt, weil es jetzt als Abgrund gilt. Ja. Jetzt kann Toad runter. Jetzt kann Toad runter. So, weil sie müssen schon irgendwie gleichzeitig. Ja, so, ja, klar, klar. Ja, runter. Ich kann nicht mehr. Okay, wir überleben das. Nee. Doch, ich überlebe. Ah. Geil. Warte. Ja, toll, jetzt bin ich wieder der Leidtragende. Ja, ist das ist ja der Hammer. Ja, toll, jetzt stehe ich hier. Ja, sehr gut, Toadette ist schon... Ja, schlau. Toadette ist schon dran. Total, ja. Nein, nicht mehr. Warum tust du das? Ich hab's Was? Durch. Wie stark. Oh, wow. Das war vielleicht intended. Ja, ja. Nee, das wäre schon Cheese, aber... Nee, ich meine intended von Toad, das den Cheese zu nutzen. Das meinte ich mit. Und direkt, zack, wenn sie jetzt hier wieder alles sterben. Also wenn sie die Treppe darauf schaffen, da oben Checkframes. Oh, okay. Ja, danke. Ja. Oh, Mario. Nein. Ja, aber, aber direkt zu schnell rein. Oh, Gott. Okay, ich hab kurz eine Frage, eine organisatorische. Wie kamst du nach der letzten Folge auf die Idee, dass wir dieses Level jetzt einfach nur noch mal zu viert spielen? Naja, mit iFrames geht das ja wesentlich einfacher. Man kann ja einfach durch die Gegner durchhüpfen, wenn man es halbwegs koordiniert macht. Außerdem aus unserer Perspektive ist das tierisch witzig. Das ist korrekt. Aber es ist auch der erste Level, also ist glaube ich auch der schwerste. Mhm. Von denen, die ich ausgesucht habe. Und wenn der Rundtimer abläuft, dann bleiben wir einfach bei dem einen Level. Wer das zuerst schafft. Also wenn sie jetzt wirklich noch eine Viertelstunde brauchen. Das wäre der Wahnsinn. Springst du denn so verrückt? Oh Gott, wir sind... Ich bin jetzt auch einmal Leute, wollen wir uns vielleicht mal zusammentun für diesen ersten Part? Nein, niemals. Never. Wiederbelebungs. Nice try, Fabian. Ja. Yeah. Du hast gesagt, das geht mit dem scheiß Spinjump. Ja, obendrauf. Spinjump. Immer noch. Es ist dieselbe Diskussion wie Ja, wirklich. Habe ich ein Déjà-vu. Es ja. ist die gleiche. Ja, nun. Wie ist der denn da unten gelandet? Keine Ahnung. Oh. Kann man den Spinjump noch in der Luft spielen? Nein, oh Gott, oh Gott. Entweder oder. Aber der Chat hat auch Spaß. Also, das die war schon die richtige, die Leute einfach hier auch mal ein bisschen zu quälen. Also so viele positive Sachen, die man Nintendo anrechnen kann. Aber, dass das Spiel anhält.
ist das Schlimmste, was jemand gemacht hat. Mensch, warte noch mal. Wie oft ich von diesem Mann schon getötet wurde. Es geht jetzt immer schneller. Sie halten ja keine 3 Sekunden mehr. Keine Geduld. Das ist ja, wirklich, die Geduld ist jetzt weg. Ich hasse es so sehr. Ich drücke mittlerweile einfach den falschen Knopf. Okay, ich werde jetzt hier noch. Ah, da war der Spin. Ja. Ja. Sieht schön aus. Oh, da ist er wieder. Oh, jetzt wird er gemeistert. Weiß, geht. Fabian! Ja, sehr gut. Wenn jetzt die anderen alle tot sind, kann Toilette auch runter. Genau, einfach nur warten erst. So, Toilette, jetzt! Perfekt. Nein, ja, guck. Das ist aber schön gelaufen. Oh, schön gemacht. Rechts. Ja, was ist denn hier jetzt? Da kann sich Luigi mal opfern. Toll. Oh! Ich hasse alle. Oh, ich bin da. Nee, na! Jetzt bin ich da eingeschlafen. Ja, so. Das ist schon nah, ist wieder da, ja. Puh, ich dachte, wir fangen wieder von vorne. Wie sie wieder runtergeht. Okay, das ist gut für uns. Du musst nicht runter. Ja, flippt mich mal darüber, Leute. Wie flippt man? Weiß ich nicht. Oh nee, jetzt sind. Okay, jetzt sind die Bros durch. Nein, wir sind durch. Ja, ja, einfach mal durch. Auch schön. Ob sie den nächsten Checkpoint schaffen? Naja, die Stelle ist ja jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Da waren eigentlich sie, nicht, wenn man weiß, was kommt. Nein, aber wenn Mario da. Die sind halt etwas voreilig. So, okay, da ist der Checkpoint. Oh, da ist er. An. Da haben wir es. Jetzt bin ich gespannt, ob sie den. Also, jetzt bin ich sehr gespannt, weil jetzt kommt der nicht mitfahren. Der ist ein bisschen tricky zu viert. Alter! Oh, okay. Der ist dann schwerer, sagst du. Ja, das ist ja richtig lustig. Ah, guck mal, das sieht gut aus. Was passiert hier? Solange sie sich jetzt nicht zu. Mario! Ich hasse alles. Jetzt da rechts durch, Mario. So. Ah, ja, stimmt. Ja, rechts offen, Toilette. Weiter durch. Los. Mach's ja. Und jetzt wird's wichtig. Wir zuerst den Schlüssel. Fabian, töte ich bin auch noch unverwundbar, Sarah. Da als erstes raus. Und jetzt racen sie zum. Punkt für die Toads. Eine dumme Scheiße. Nicht schlecht. Ach, das Level wurde bezwungen. Fühlt sich das nicht gut an? Nein! Nein! Ich dachte, eindeutig die Redemption. Nein! Das war so schrecklich. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Die ist genug. Ehrlich. Ist alles alkoholfrei. Ein Punkt für Team Mario. Okidoki Poki von Densen wurde bezwungen. Nee, ich mag das natürlich. Ich dachte, Densen darf auch mal teilhaben an dieser Runde mit seinen Leveln. Danke, wir haben Densen, ja noch nicht für dieses gesehen. Wunderbare Stage. Das Ende war unbekannt. Nee, habt ihr immer nur den Checkpoint geschafft. Herrlich, ja. Okay, einmal ganz kurz durchatmen. Wir gehen zum nächsten Level über. Mach doch mal schnell einen Twitch-Clip für Densen und schick dem den. Dann freut er sich. Wir haben keine Zeit zu verlieren, so fertig aus. Du musst ja auch nicht den Twitch-Clip machen, das soll ja die Community. Das stimmt. Okay, das Level ist jetzt definitiv ein bisschen einfacher und kürzer. Let's go. Ah, oh, die Frühstück! Ey, wie die einfach losrennen, während ich noch mein Bier gerade abstelle. Okay, ich bin groß. Das dürfte definitiv schneller gehen. Mach das jetzt im ersten Anlauf. Solange sich da jetzt nicht zu. Aber wie geht's da weiter? Ach du Scheiße, wie sollen wir da rauf? Doch, ich befürchte, es geht da schon weiter. Weiß ich nicht. Doch. Scheiße. Was tut ihr? Alle tot. Alle sind tot. Mario hat's geschafft. Alle. With Mario. Oh! Ich sag's nochmal, wenn ihr euch gegenseitig anrempelt und die Schultertaste drückt, könnt ihr euch werfen. Ich weiß nicht wie. Ich habe versucht, seit 20 Minuten rauszufinden. Es ist ein bisschen tricky, also muss natürlich eine gute Gelegenheit haben. Aber. Meins, alles meins. Meins. Ach nur, es besteht die Möglichkeit, wenn man zusammen sich auf einer Plattform tummelt. Warum die Plattform? Wieso kommt die denn nicht? Boah, schnell gegenseitig wirft. Oh, Luigi. Luigi reißt sie alle nach. Oh, wow. Geht das ein Care? Ja, aber gar nicht schlecht. Nein, ich habe das Hörnchen nicht. Mein Hörnchen. Hörnchen. Okay, ich bin noch da. Warte, der stark nichts. Fuck! Ich bin noch vorne. Ich sehe nichts. Ich nehme sie alle. Nein, ich brauche die gar nicht. Wer schafft's durch? Nein! Yes! Die Bros. Ja, sehr gut. Sehr schön. Haben wir einen Ausgleich hier. Okay, es geht doch ein bisschen schneller. Wollen wir doch auf Best of Five hochgehen? Nein. Ja. Nein. Es ist gerade ausgeglichen. Also ich. Nee, wir Best of Three. Wir haben festgelegt. Fertig aus. So. Der zählt jetzt. Okay, das ist für Gregor, alle lustiger. Let's do this. Nicht für meinen Hormonaushalt. Okay, dann Best of Three, dann gehen wir jetzt in ein auch ebenfalls bekanntes Level aus diesem Sender. Wenn ihr euch. Kai, so geht das. Das Kai, so geht das Level. Wirklich? Das ist doch nicht dein. Es ist kein Kai, so Level. Es ist zwar das Level, um zu vergleichen, wie Super Mario World gegen Mario Maker aussieht. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Es ist nicht schwer. Es ist nur ein bisschen. Oh, wie das der Mario da einfach. Eigentlich braucht man also eine Schildschirm. Wenn es mehrere Leute sind. Können sie aufeinander.
nicht pushen. Ja, alle tot. Ja, Luigi lebt noch. Aber nicht mehr lange. Hey, was macht ihr mit mir? Ja, komm. Nein! Ah, alle sind... Hey, Mario, das bringt nichts. Hier gibt's nichts. Stark okay, Leben. Das war aber auch... Das war gemein. Türkisch da gerade. Doch, doch. Er fällt runter. Ja, sehr gut. Okay. Oh, die Bros überleben. Aber, die Toast sind in der Abkunft. Beide. Die dazwischen, ja. Oh nein, lauf durch, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Nein, lauf nicht durch. Lass mich darüber. Oh. Hey, ihr Schweine! Lauf, lauf. Das muss der Ausgang sein. Das muss er. Ist er nicht. Oh, ich bleib an der scheiß Röhre hängen. Wer kommst du erst durch die Tür? Ab. Hey, ich hab den Schlüssel, haut ab! Die Toast schmeißt sich selber in den Abgrund. Das wäre herrlich. Team Rose hat da einen Punkt. Nee, es kann nicht wahr sein. Stark. Stark. Boah, macht mich das wütend. Boah. Ein Bild für die Götter. Pure Freude und echte Verzweiflung so nah beieinander. Wieso habe ich das nicht geworfen? Ich würde es nicht Verzweiflung nennen. Das ist so ein anderes Gefühl. Das haben die mir früher beigebracht mit so Karten. Die war recht rot. Trauer? Versuch's nochmal. Neid? Ich glaube, das war's, ja. Ja, gut, die Entscheidung von Gregor, dabei den Best of Three zu bleiben. Ja, das definitiv. Hat Ihnen den Sieg eingebracht. Fühlt ihr euch zufrieden mit eurer Entscheidung, Team? Nee, irgendwie nicht. Also, es ist schon okay, aber nee, ich fühle mich nicht gut. Ist ein bisschen sehr random, was hier abläuft. Ja. Ich dachte noch, vielleicht kriegen wir sie mit, dass das Ziel auf der linken Seite ist und sie nach rechts rennen. Aber sie kamen halt beide als erstes aus der Tür. Ja. Deswegen... Wären die Toads danach gezogen, hätten sie vielleicht den Punkt geholt. Ja, hätten. So ist es wieder ein Ausgleich. 2-2 im Gesamtpunktestand. Wir schauen uns das einmal ein. Ja. Besser kann man sich das gar nicht vorstellen. Und die beste Runde kommt ja sowieso noch erst. Oh ja. Wir schauen einmal genau auf die Gesamtpunkte 2-2. Offiziell, da seht ihr es nochmal alle. Es ist alles noch drin. Ja. Deswegen bleibt bitte dran. Wir machen eine kurze Werbung. Gleich wieder da. Zurück zum Mario Maker Team Duell Episode 3. Bohnen sind zum Abonnieren da, insofern abonniert gerne diesen Kanal. Bitte. Like das ganze Video. Und an dieser Stelle auch einmal ganz kurz einen herzlichen Dank an all die lieben Mitglieder vom Rocket Beans Supporters Club, die diese Formate ja auch möglich machen. Insofern vielen Dank. Kommt gerne vorbei. Supporter lieber. Kommt da gerne rein. Applaus gibt's sogar. Da gab's sogar Applaus von unseren Spielerteams. So, und Applaus ist auch angebracht, denn es steht ausgeglichen 2-2. Es ist noch alles drin. Ich sehe schon, die Spannung ist Ihnen in die Gesichter geschrieben. Sie sind alle, die Emotionen kochen hoch. Aber jetzt kommt meine Lieblingskategorie. Ja. Die Runde, die auch beim letzten Mal so gut funktioniert hat. Runde 5. Die Speedrun-Kategorie. Geschwindigkeit, ja. Richtig. Wir haben wieder ein schönes Level rausgesucht, das mehrere Wege hat, um abgeschlossen zu werden. Aber nur einer ist der schnellste. Und die beiden Teams haben eine halbe Stunde Zeit, die Bestzeit aufzustellen. In einem Level, was Denzen extra für uns gebaut hat. Oh, sehr schön. Ihn raus. Genau, ihr seid bereits darauf. Insofern würde ich gar nicht groß drumherum gehen. Sobald ihr könnt schon mal ins Level reingehen und Pause drücken. Und damit ihr gleich gemeinsam startet. Ja, findet sie? Ja, findet sie. Genau, 30 Minuten, die Bestzeit aufzustellen. Am Ende zählt nur die Bestzeit auf dem Timer. Es ist doch auch legitim, sich mal umzudrehen und zu gucken, ob die anderen einen Weg haben. Ja oder nein? Ja, theoretisch schon. Es ist jetzt nicht ganz mehr so variabel wie beim letzten Mal. Es gibt jetzt nicht so viele Wege. Beim letzten Mal war es ja sehr... Stimmt, da gab es sehr viele. Das ist jetzt ein bisschen weniger. Okay. Ich glaube, das Level ist aber auch ein bisschen länger. Aber das werden wir uns jetzt gemeinsam angucken. Seid ihr bereit? Ja. Jupp. Sehr gut. Du nicht? Dann würde ich sagen, starten wir in den Speedrun in 3, 2, 1, let's go. Okay, bin ich auch gespannt, wie das aussieht. Du hast es natürlich schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Okay, ich denke mal, am Anfang müssen sie auch erstmal Zeit investieren. Ja, am Anfang erstmal. Das macht es wahrscheinlich aber sicherer. Genau. Da sieht man nicht. Und auch beide erstmal gestorben. Diesmal kann man sterben. Das macht am Sinn. Stimmt, das ging beim letzten Mal nicht. Ja. Das wäre sehr schwer gegangen. Ja. Okay. Wie sie auch immer das Fragezeichen nicht auflösen, obwohl der gar nichts bringt. Man sieht auch, es hat eine Ziel.
Ja, Voraussetzung. Das wollte ich gerade fragen, okay. Ob das wieder so ist, wie dass du die am Ende einfach bekommst, dann ne, durch so ein. Mehr oder weniger, das finde ich ganz spannend bei diesem Level. Wieder mal 3 Minuten Sie müssen 100 Münzen einsammeln. Mhm. Es sind hier auch mehrere Münzen auf dem Weg. Also sie müssen aber nicht alle einsammeln. Das ist natürlich verlockend, den mitzunehmen. Je mehr sie einsammeln, lang, ne? Desto schneller ist das Ende. Oh, also das fand ich eine sehr spannende Mechanik, die wir gleich sehen werden. Da bin ich gespannt, wie das umgesetzt ist. Ja, wenn wir denn das Ziel sehen. Aber da kommen sie schon. Ja, ich mein, du musst das traue ich hinzu in einer halben Stunde. Bringt das eine Münze? Nein, ne? Okay, das denke ich auch. Schon wieder gerutscht. Da sieht man ja schon diese 10er-Münze am Ende. Also so ein paar davon wird es geben. Wir müssen nicht tauschen, oder? Einfach weiterlaufen. Das ging schnell. Ja. Ja, aber muss man noch ausprobieren. Ja, klar. Denkt man, okay, wenn ich direkt durchlaufe, schaffe ich das. In dem Fall leider nicht. Da muss eine Pause eingebaut werden. Ja. Ja. Aber ansonsten gehen sie da schon sehr schnell. Sind das da unten eigentlich Plattformen oder ist das Hintergrund? Okay, dann brauche ich. Verlassen sich beide aber auch noch auf diesen den langsameren Weg. Schützt mich halt mal mit der Platte, die wieder langsam durchgeht. Man kann auch einfach über die einzelnen Plattformen. Macht es natürlich ein bisschen schneller, aber auch unsicher. Ja. So, hier haben wir jetzt den nächsten Screen. Gibt es theoretisch 3 Wege. Ah, nur 2 Wege. Aber da gibt es trotzdem Münzen, die man mitnehmen kann. Haben sie sich natürlich selber ein Ei gelegt mit der Shell da. Aber solide. Nehmen sie den Weg. Oh, der geht auch nicht. Das wusste ich auch noch nicht. Oh, okay. Der wäre auch möglich. Das sind aber alles zumindest auch Münzen. Aber was muss ich denn hier machen? Okay, da sind aber auch Münzen, die auch. Ja, ja, also die 10er-Münze ist schon mal ganz geil. Ich weiß nicht, ob du die unteren... Hast du das mal gespielt? Ja. Geht das? Ah. Da ist nämlich der eigentliche Weg. Ja. Jetzt müssen sie da ein bisschen Timing beweisen. Was jetzt? Du musst den runter. Ja, das sieht recht fix hier aus. Ist es, wenn man es einmal raus hat, geht das recht fix. Ach so, mitten im Übergang. Ja. Okay. Nicht irgendwie einmal das Timing raus. Okay. Das schon früher. Okay, ja, ich glaube, ich hab's auch brav. Aber die Frage. Ja, Team Luigi hat's, glaube ich. Yes. Ja. Ja. Ach, so, okay, das ist ein blauer Anschalten. Okay. Ey, du musst das aber wirklich sehr exakt umschalten, ne? Jetzt können sie den Power, da gibt's nochmal 50 Münzen oben drauf. Nicht schlecht. Und jetzt kommen sie nämlich ans Ziel. Und die Kanonen von rechts schießen Münzen. Also das jetzt eine halbe Stunde zu lernen. Das heißt, lernen, je mehr Münzen du vorher hast, kürzer musst du da warten. Na klar, ja, okay. Jetzt verstehe ich, was das war. Der erste Playthrough. Beide ziemlich gleichzeitig das erste Mal das Level durchgeschafft. Stimmt, ja. Sagen, wenn das rausgespuckt kommt die ganze Zeit. Ja. Und die Zeiten, die da stehen. Oh, die Zeit wird gegangen. Okay. Ja. Doch, da steht auch irgendwas mit 6. Das kann natürlich sehr nochmal extra schneller machen mit den Zehnern, aber wir müssen nicht den Weg extra. Haben wir jetzt die Zeit? Ah, das habe ich nicht. Haben wir jetzt eine Zeit eigentlich? Achso, das wird nicht eingeblendet. Das ist jetzt ärgerlich. Nicht eingeblendet, echt? Wo ist der Unterschied zu dem letzten Mal? Warum wurde es da eingeblendet? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil es online war. Sollen wir dann vielleicht darauf achten, wie viel Zeit noch überbleibt? Ja, dann gehen wir einfach nach dem Timer oben. Also da müssen wir am Ende der... Okay, der erste Run wird sowieso nicht der schnellste gewesen sein. Wir müssen dann oben rechts auf die Zeit achten, was da als Timer steht. Okay. Das ist jetzt... Sonst müssen wir ins Online wechseln. Das ist ein bisschen viel. Warum wird denn der Timer nicht angezeigt? Das ist doch komisch. Die hier aber nicht. Also ja, wahrscheinlich echt nur wegen dem Modus irgendwie. Eigentlich steht das dann nur, wenn du halt auch wirklich einloggst. Also wie du schon sagst, mit online, das macht ja Sinn, dass es nur dann hochgeladen wird. Sicher, dass wir es beim letzten Mal auch offline gespielt haben. Komisch. Ja gut, dann gehen wir nach dem Ingame-Timer und ich hoffe, dass wir das... Ja, gut, dass sie da... Ja, das kriegen wir schon hin, wir schreiben hier mit natürlich. Ja. Ja, ich hatte 104 oder so. Ich glaube, die hättest du schon mitnehmen müssen. Oder wir unterbrechen kurz und gehen in online rüber. Weil du müsstest ja auch noch einmal laden. Könnte man auch. Ist schwerer als man denkt tatsächlich. Aber jetzt ist es natürlich schwierig. 240 haben wir da bei Luigi. Okay. Wie steht denn das bei uns? Sehr gut. Nee, eben stand dort 240. Ja, guck mal, wenn jetzt die Mario. Okay. Team Luigi, dann wartet mal kurz. Dann pausieren wir einmal den Timer. Okay, jetzt. Ja, wie? Das ist ein ganz. Okay, da gibt es doch nochmal eine ganze. Genau. Team Mario, dann geht einmal bitte auch beendet das Level. Wir pausieren einmal den Timer und gehen ins Online-Ding. Also wechselt einmal bitte den Level aus aller Welt. Wir gehen einmal kurz. Was? Einmal beenden, bitte. Ja, noch hat hier jetzt ja keiner wirklich eine... Wir haben die Informationen. Hallo, die wir haben da. Schon eine Bombenzeit. Was redest du? Ja, die haben wir auch notiert. Die sind auf jeden Fall da. Ich glaube, es geht besser hin. Geht auf Level aus aller Welt, bitte. Ja. Und dann oben rechts die ID eingeben. Was? Wo gibt man die denn auf? Nee, zurück. Ihr seid noch im Endlosmodus. Drückt nochmal
Zurück, so, zurück. Hier raus. Genau, oben rechts ID. Hm. Und dann gebt einmal ein NVP. Ups. Das ist ein Speedrun. Create One Job. 4FF. Ja. KJF. Esser. Wie hast du mich genannt? Das ja, könnt ihr zu Hause jetzt auch machen? Genau, da ist der Code für alle nochmal. So, und jetzt? Und dann geht ihr auf Spielen. Aber dann lädt er doch jedes Mal aus dem Internet, oder nicht? Nein, der hat das jetzt einmal geladen und ihr könnt immer wieder neu starten, aber wir kriegen eine genaue Zeit am Ende. Zeit. Okay. Deswegen, und jetzt geht der Timer bitte weiter. Okay. Fabelhaft. Ausgezeichnet. Ja. Ja, das hat ziemlich gleichzeitig geladen. Das können wir vielleicht ignorieren dann. Ja, dann kriegen wir eine genaue Zeit nach Levelabschluss. Mhm. Ja, das ist schon besser, weil die ist ja dann, glaube ich, auch auf Zehntel oder Hundertstel Anzeige. Das finde ich also, wenn es wieder so knapp ist wie beim letzten Mal. Wirklich, ja, genau. Ich glaube, es waren 200stel Unterschied. Das war richtig. Ich wollte gerade sagen, und wenn wir dann bei denen halt nur die obere da hätten, die wäre dann das sehr, sehr gleich wahrscheinlich. Genau, deswegen ist es so, glaube ich, besser. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ich ignoriere den mal. Ich guck mal, wie das mit den schwarzen Münzen funktioniert. Hier ist das nämlich, kann die 10er Münzen holen. Bringt dir natürlich ein bisschen Zeit am Ende. Ich glaube aber, die 10 Münzen aus der Kanone kriegst du schneller, als diese Münze einzusammeln. Ach so. Das ist aber so eine taktische Entscheidung. Das musst du halt auch erstmal ausprobieren. Was geht schneller? Und hier siehst du, Luigi hat das Timing jetzt raus. Boah, wenn stimmt. Du raus hast, boah, voll, hast ja. Das direkt First Try. Hast recht, ja. Wow. Ging tatsächlich sehr schnell jetzt. Ist das durch? Oh, das habe ich nicht bedacht. Da hat Mario jetzt eventuell einen sehr guten Timing-Vorteil ausgeprägt. Ah, okay. Mhm. Beim mittleren Weg sind ja die versteckten Blöcke auf. Okay. Mhm. Aber wenn man die Ranke hochkleppert, löst man die nicht aus. So, jetzt schauen wir einmal Luigi zählt Bestzeit auf. Und zwar eine. Nee, mach ruhig, ey. Du bist jetzt. 49999. Und jetzt geht ihr auf Neustart. Ah! Ich hab Ende gemacht. Nee. 49999 gilt es zu schlagen. Wie viel haben Sie? 49999. Unsere Zeit? Und eure Zeit wird jetzt gleich eingeblendet, dann geht ihr auf Neustart. Und wir haben eine 49199. Und auf Neustart gehen. Was haben die jetzt? 49199 ist die Bestzeit, von euch aufgestellt. Okay. Bin ich da? 49199. Ja, glaubst du das? Nee, ich hier. Hier siehst du die Ranke. Da, und bei Luigi sieht man es jetzt. Mhm. Mit der Ranke kannst du an den versteckten Blöcken einfach, ohne sie auszulösen. Okay. Das macht den Weg tendenziell ein bisschen schneller. Ja. Glaube aber, Mario, Team Mario hat es auch nicht verstanden, warum sie da jetzt ruhig ist. Es war Zufall so ein bisschen. So ein bisschen. Ja, werden wir es gleich sehen, ne? Ob sie es tatsächlich nochmal nutzen. Jetzt wieder die wiederholen, recht? Ja, die Mario holt die Münze. Das gleiche machen, was du eben gemacht hast. Nee. Wie hast du das genommen? Aber sie rätseln noch. Sie haben nochmal versucht. Ja. Okay, da ist eine neue Zeit. Das könnte, dürfte eine neue Bestzeit sein. Ja, es soll eine gute Zeit sein. Graf ich nicht. Das ist eine 38,999. Wow. Haben die jetzt was Besseres? Ja, die neue Bestzeit, 38,999. Was hatten wir? 42,999. Ja, aber okay, das schaffen wir. Kurz warten. Alles nah beieinander. Genau. Alles gut. Ja, aber nur durch einen Glitch. Nee, es war kein Glitch. Ja, also so ein Ding, was ich nie wieder hinkriege. Es ist kein großer Trick. Es ist einmal drüber nachdenken und kriegt es vielleicht hin. Okay, erstmal unten. Das war eine 5. Ich bin der dümmste Mensch. Ja, wir haben es beendet. Ja, dann geht ihr wieder rein. Spiel. Wir erklären das Spiel für beendet. Wollt ihr das wirklich? Nein. Da ist noch alles drin. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal die ersten 10 Minuten. Das ist jetzt gerade eine gute Festlegung. Ja, wir machen gleich Resets. Mhm. Ich sag mal, bei einer halben Stunde Zeit, da kann es wirklich noch auf sehr, sehr knappe Zeit. Auf jeden Fall. Da ist noch einiges rauszuholen. Ah, sieht so aus, als hätte Team Luigi sich jetzt schon auf eine Route festgelegt. Ja, ne, die sind recht eingegroovt gerade. Die gehen das weiter durch. Ich frage, ob sie da nochmal von abbringen, weil es gibt eine schnelle Route, die wir bei Team haben schon gesehen. Anfang war gut, aber dann hängen geblieben. Also jetzt sind wir schon im Reset hier. So. Die dürfte langsamer sein. Wenn meinst du? Aber wir müssen die 10 Amunition. Du hast im Ingame-Time war jetzt schon 2,9. Achso, gerade 2,60. Und so du das jetzt ein bisschen länger gedauert haben. Ja. Ja, diese 38,99 war echt eine gute Zeit auch. Die ist schon, das ist schon eine erste Hausmarke. Ja. Oh Mann, wo ist der Scheißblock? Genau da in dem Rechteck, was es anzeigt. Ich würde das länger ausprobieren, ehrlich gesagt. Ja, aber es bringt ja jetzt nichts mehr, oder? Also ja, jetzt nicht, aber man hat die Zeit. So. Ja. Lieber ein bisschen die beste Route finden mit Zeit. Stimmt. Oh Mann, ey. Ab da ist es ja komplett linear.
Ja. Ja, klar, es bringt dir ja nichts, wenn du ja die schlechte und gute perfektionierst und die anderen finden dann die bessere, klar. Aber auch die Mario hat das Timing mit der Stelle jetzt sehr schnell raus. Ja. Ja, wie du gesagt hattest, irgendwann hat man es dann. Wenn du einmal weißt, wann so, dann. Sag ja. Auch wichtig, nicht den Schlüssel zum Wartenmesser kommen, sobald es ausgelöst ist, kannst du. Rauspushen da warten, ne? 2:43, das die ist Frage, ob länger. Die 13 nicht noch Feuer aber sammeln es sollte. Eine neue Bestzeit geben. Das ist eine neue Bestzeit. 34? Fuck! Oder? Wie viel? Entschuldigung. Ist auch wieder beenden gemacht. Ja. Das ist eine 35-616. Ah, ja, genau. 616. Yes, let's go. Okay. Wir haben ein Speedrun-Spiel. Ah. Okay. Aber okay, das erste macht's aus. Durchlaufen. Ja, da bei Team Luigi schon ziemlich alles in der Muscle Memory drin. Ja, die sind da schon ziemlich fix dabei. Mhm. Haben sie doch auch Spiel Gregor. Spielt nicht der Speedrunner Sia. Aber das ist die Erfahrung aus Speedrun da, ne? Mhm. Aber du berichten es ja nicht selber, Run. Insofern. Was? Achso, doch. Das wird vielleicht nicht getriggert. Ich mag das Level sehr gern. Ich bin cool gebaut. Mhm. Ich mag halt die Funktion mit Ende mit den Münzen da. Total, genau. Das ist eine schlaue Idee. Meinst du? Da irgendwie. Gut aus. Ja, ich glaube, da haben wir noch eine Sekunde. Oder müsste. Zwei, ja. Müsste. Könnte da vielleicht auch ein bisschen schneller sein. 35,66 müsste eine neue Zeit sein. Bleibt ziemlich am Anfang. Gar nicht holen. 34,549. 34,549. Sub 30. Und jetzt let's go. Die Mario ist verstanden. Okay. Ah, oh, okay. Die Mario tendenziell die schnellere Route. Ja, das kann natürlich sehr schnell aussehen. Sehr, sehr gut. Weil die anderen wissen noch nicht viel. Ja, aber das dauert ja viel zu lange. Wenn jetzt die Bestzeiten bei Mario rauskommen. Mein Gehirn, ey. Mag diesen lass mal kurz nicht, zurückgehen, lass mal kurz einmal denken. Ist noch alles drin. 18 Minuten habt ihr noch. Ist alles super easy. Aber laut Saras Kommentar haben sie es nicht verstanden. Wenn du den Controller nicht magst, die haben es nur noch mal zerstörst damit. Aber es sah kontrollierter aus. Ja, okay. Ich glaube, jetzt können sie es eher verstehen. Aber sie sind schon beim... ach nee, das hat Luigi. Das erste wird es ausmachen. Das ja. Mario macht jetzt mal den Weg da lang. So, haben sie schon verstanden. Ja, doch. Aber er nickt auch. Ich glaube, den Weg runter für den 10er würde ich mir, glaube ich, sparen. Den brauchst du da nicht mehr, ne? Nicht. Ja. Fuck! 2,69, das wird zumindest eine gute Zeit. Bestzeit ja, wahrscheinlich nicht. Fehlen zu viele Münzen. Sind halt immer 20. Oder? Ah, okay, das dauert dann doch zu lang. Oh, 63. Ist aber eine gute Zeit, ist nicht weit weg. Ja, das stimmt. Das ist 36er, meine ich. Ja, die Route muss vielleicht noch ein bisschen optimiert werden. Aber da ist auf jeden Fall eine Zahl dran. Das ist eine 36,833. Hm? Wie viel haben es gilt, eine 34,5 zu schlagen. Schaffe easy. Also ihr seid nah beieinander. Alles drin und noch nicht mal die Hälfte der Zeit rum. Da könnt ihr noch viel rausholen. Ja, da ist es langsam, ne? Ja, aber ein bisschen langsam. Und wie die Erfahrung aus dem letzten Mal zeigt, hinten hat der Frosch die Lok. Der letzte Run beim letzten Mal war die 200. Sekunden dran. Ja. Also da ist nur alles drin. Absolut. Mit diesem Druck kurz vorm Ende, da kommt man auch nochmal komplett aus sich raus. Gibt nochmal alles. Das kenne ich selber sehr, sehr gut. Das könnte jetzt. Das war eine gute. Fuck! Ärgerlich. Ich hoffe, alle unter 18 sind schon im Bett. Die dürfen doch nach 22 Uhr gar nicht mehr gucken. So. Bei so einem brutalen Spiel wie ja, genau. Mario Maker. An der Stelle möchte ich nochmal Werbung machen für unser Kika-Format. Sehr schön. Wir können noch jugendfrei. Eltern. Ja, Team Luigi wählt weiterhin denselben Weg. Die sind am Perfektionieren in ihrer Route. Nee. Tendenziell die etwas langsamere. Wobei ich mich wundere, wo kriegen sie die mehr Münzen her? Mhm. Die kommen tendenziell immer so mit 83 ans Ende. Ja. Vielleicht hat Team Mario den 10er vorher liegen lassen, aber die kommen trotzdem mit weniger. ist das eine neue Bestzeit? Okay, genau, 100 ist ja automatisch. Ich da schon draufstehe. Okay, wie viel? Sind wir schon wirklich in dem Territorium? 34,6 ist wieder da. 34,633.
5-4-9 hatten wir. Ja, also nicht eine neue Bestzeit. Nicht schneller. Ja. Es geht alles schneller. Okay, ich muss da schon. Könnte gut sein. Die Mario. Links. Links. Ja, sehr gut. 74, das könnte. Wenig. Das könnte. In einem Sprühen jetzt. Ah, ärgerlich. Guck mal, warte mal, bleib mal da. 64, ja, knapp. 30. Ja, aber sie bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle, wenn sie da hinkommen. Das war jetzt echt knapp. Was ja. Es fehlt ja, was fehlt? Nee, drei Münzen? Nee. Ja, aber stell dir vor, du hast dann noch einen Zähler dabei. 3. Ja. Deswegen. Oh ja, stimmt ja. Okay. Wie haben sie? Luigi hat vielleicht auch die schnellere Route. Nee, wir sind schlechter. Ah, ich glaube, wenn du oben lang gehst, den längeren Weg, da ist oben noch eine 10er Münze. Die fehlt natürlich dann. Ach klar, Video. Okay, ja. Macht's dann tendenziell wieder ein bisschen schneller. Mhm. Schön gebalanced eigentlich. Wären da beieinander. Also ich glaube, entweder... Na gut. Ah, ja. Na gut. Ja, es dauert... Ich glaube, die untere Münze würde ich schenken. Das ist 10. Wenn man sie, also wenn man sie sich beide schenkt und wirklich dann auf zwei Kanonenstöße geht. Ach so. Oh, stimmt. Ja, klar. Weil 7 brauchst du ja dann eh wahrscheinlich. Ja, du hast recht. Wenn du eh 2 brauchst. Ja, okay. So, jetzt hat die Mario auch die ersten 10er. Da kann man klippen. Aber sie wollen das erste wieder mitnehmen. Der Weltrekord ist bei 34 irgendwas. 34,549 ist zur Zeit von Team Luigi zu schlagen. Da wird's auch angetrieben. Wo kann man klippen? Das könnte... Ja, wo ich gerade... Ich meine... Ich meine, dieses Umrechnen, ne? So, die Hälfte der Zeit ist um. Was haben die das? Noch 14 Minuten. Ja, ich hab's schon gesehen. Und Team Luigi... 33,466 ist die neue Bestzeit. Okay. Weil wenn mir's ich versuche das jetzt gar nicht mit dem Umrechnen, ich warte halt auf den Screen. Ja, das können wir natürlich dann nochmal, lass mir das mal ein bisschen... Ja, da oben wird jetzt immer wieder die Perfektion gesucht. Ja, aber die Team Luigi haben ein bisschen besser diesen Anfang raus, da gleiten sie fast schon durch. Den haben sie schon fest. Ah, guck mal, die holen sich aber auch die untere mit 10er Münzen. Ist noch Teil ihrer Route. Dann das sieht aber gut aus oben. Beim Mario. Springen unten nach dem Wumm. Dann passiert das nämlich nicht. Komplett auslassen und an den Beinen. Warum sind da eigentlich immer diese 1000 Nixe beim Tod, wenn so irgendwo so runterkommen? Hat das einen Grund? Das sind, wo andere Leute schon gestorben sind. Ach, das ist jedes X ist quasi ein Spieler, der da mal gestorben ist. Ja. Oh, der war gut. Der war richtig. Der war richtig nice. War schön im Flow. Total. 21 wieder den 10er, aber okay. Nehmen natürlich auch die zwei mit aus den Kaizo-Blöcken. Oh ja, okay. Hier durchklippen, oh, das ist gut gemacht, ja. Das könnte eine gute Zeit. Ja, das ist super, ja. Ja, gut. Oh, schön. 74, bin ich gespannt. Links. Okay. Yes. Ah. Sehr gut. Oh, das könnte was werden. Ja, doppelt war es. Noch 75 Münzen. Toi, toi, toi. Oh, nein. Aber das könnte. Das könnte, ja. Ist auf jeden Fall sehr nah beieinander. Ich glaube auch, ja. Und wir haben eine 33266. Das ist deine Bestzeit. Oh ja. Team Mario holt sich die Bestzeit. Um What? 2 Zehntel. Der beste Tag. Ist egal, ob wir das jetzt noch schaffen am Schluss. 12 Minuten noch, jetzt geht's darum. Aber Luigi hat auch die. Team Luigi hat auch die schnellere Route. Oder die mittlere Route gewählt. Ob es die schnellere ist, weiß man ja nicht. Ja. Was? Hat sich aber beim Schalter jetzt ein bisschen verzockt. Was war denn da jetzt? Ja, jetzt sehen wir immer mehr natürlich dieses, das ständig neu gestartet wird bei dem kleinsten Fehler, weil jetzt wird die absolute Bestzeit gehuntet und gar nicht mehr so genau nach Wegen geguckt. Genau, jetzt haben sie ihre Route gewählt, jetzt wird die Route gegrindet. Jetzt entfaltet sich die fünfte Runde. Ihr volles Potenzial. Jeder Run kann der perfekte sein. Ich liebe das ja, Speedruns zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob man es wusste. Hab ich das nie gehört. Nie. Aber das ist genau die Phase, wo man dem Grind zuschaut. Gerade bei den kurzen Speedruns. Dann guckst du, okay, schafft das jetzt. Schafft das jetzt. Ah, jetzt mal nur 30 Sekunden. Also ist das vielleicht ist der nächste Run der Run. Warte mal.
Ja, deswegen gucke ich persönlich eben sehr gerne diesen Trackmania Time Trial, wo auch eine Strecke nur 30 Sekunden ist und du auch immer siehst, ah, die Kurve hat er jetzt einen Ticken besser genommen und so. Ich lieb's auch. Da könnte ich bei der Strecke auch, glaube ich, 3 Stunden zugucken, obwohl es immer dieselbe Strecke ist. Danach musst du direkt springen. Es ist fabelhaft. Lustig finde ich dann auch, wenn du dann so merkst, am Anfang gehst du ja nur noch der Endzeit. Ja. Aber je häufiger das ist, achtest du auch darauf, okay, bei wie viel Sekunden? 2,80 in die Pipe. Stimmt, genau. Kann man dann schon was dran aussehen? Ja, 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 ist total. Ist das gut? Also 2,80 in die Pipe, mal schauen, was das für eine Zeit gibt. Mhm. 2,74, das hatten wir schon mal. Das könnte gut sein. Luigi hat auch 2,80 in die Pipe geschafft. Aber 75 Münzen dürften 2 Kanonenstöße sein. Mhm. Safe. Aber ziemlich identisch. Ja. 95 und da ist der 266. Das könnte. Mhm. Aber Luigi jetzt gleiche Route, ne? Auch 75 Münzen, das heißt, glaub, das gleiche. Was? Oh! 33,44? Ist langsamer. Bleibt die 33,266. Hilft mir da oben, ist da oben noch ein Zehner? Den ich nicht mitnehme. Ja, 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 klar. Ach, fuck, aber das ist mehr warten, natürlich. Ja, aber das ist doch. 33,633. Langsamer. Wir haben eine Bestzeit. Nein. Bestzeit? Ja. Das, ah, nee, es ist 33,266 gilt es zu schlagen gerade. Ja, aber wir haben für uns. Für euch war es eine Bestzeit, okay. Ja, 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 ja. Das stimmt. Okay, ja, ja. Das ist doch süß, die haben für sich selber eine Bestzeit aufgestellt. Ja. Schade. Aber ja, genau. Team Luigi hat es nicht auch gesagt. Dadurch, dass sie mittlere Route wählen, kommen sie schneller durch, brauchen aber einen Kanonenstoß mehr. Ja, das ist wirklich der Kompromiss. Ja, knapp 10 Minuten. Aber da, und das ist die Frage. Also, wenn wir jetzt sagen, was war es, 75? Das heißt, ein Kanonenstoß sind 20 Münzen. Mhm. Ja, gerne. Ich hab's mir voll memoriert. Wenn sie jetzt auf die untere 10er verzichten, wären sie mit 65 da. Das. Es wird trotzdem weiterhin nur 2 Kanonenstöße sein. Ja, also ist die Frage, ob man die paar Sekunden, ob das nicht sich dann ausgibt. Könnte sein. Würde ich gerne mal sehen, tatsächlich. Sollen die mal schauen, bitte ob es noch sehen. So ein Runde, warte mal eben. Mario jetzt mit 74. Macht noch unten. Die haben sich die Zehner geholt. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal eben gerade auch genau bei dem Punkt. Ja. Ja. Ja, das ist ja das Schöne, Schöne bei so Speedrun mit verschiedenen Routen, dass du halt einerseits diese Geschicklichkeitskomponente hast, aber auch irgendwie die Knobelkomponente, genau, genau, noch optimieren kannst. Ja. Verstanden. Um die Fix einzusammeln. Fabelhaft. Ja. Ja, das klingt so, als hätte Mario einen neuen Plan. Keine neue Bestzeit für Mario. Ah, ja, ja. Das ist gut. Okay, das muss könnte was mit dem Luigi sein. Das müsste ein 33er sein. Egal, kannst weitermachen. Könnte 32 sein. Er ist ein 33. 33, 349. Keine neue. Oh, ist noch drüber. Ja, der erste Screen läuft schon sehr solide bei. Ja, ist nicht schlimm, wir probieren das jetzt einfach mal. Ja. Ich bin gespannt. That's perfect. Das war jetzt eine 2,85. Oh ja. Das sind 5 Sekunden. Perfekt, Sarah. Das ist schon nicht schlecht, das ist viel. Das müsste, also wenn das keine neue Bestzeit gibt, dann würde mich das echt. Tempo behalten. Sowieso 2. Naja, super, wir sind 30 jetzt ungefähr. Okay. 2,70, das muss eine neue Bestzeit. Ja, muss. Ja. Wenn du Glück hast, glaube ich. Da freut sich jemand. Ein verschmitztes Grinsen. Das kann ich ja auch nochmal spielen, oder? Und das ist eine 29,633. Wow. 4 Sekunden schneller. Holy shit. Geil. Was ist denn das passiert? Das war wichtig. Okay. Aber jetzt fängt Team Luigi an zu rotieren. Na klar, jetzt müssten die auch erst mal rausfinden, warum sind aber die nur, so viel das, das gemacht. Aber ah, nee, ja, machen wir. Wahrscheinlich wieso? Gott, machen die jetzt? Ich hab's auch schon ein paar Mal verwechselt. Aber jetzt versucht Fabian nochmal, ob er da vielleicht. Ja, was auch mit der Route? Ja. Weißt du, was ich meine? Brauchst du Blocks gar nicht. Das ist sehr easy alles, ne? Aber sie haben jetzt noch weniger Münzen. 63 reicht. Okay, ja, okay. 2 Kanonenstöße, 40 Münzen kriegt man. Aber die Zehner, holt man die Zehner noch? Jetzt einsammeln, genau. Ja, genau. Ja, so? Ja. Ja, ja, ja. Und rein. 2,39. Nee, tut mir leid, leider über 30. Den unten? Ja, das ist direkt hoch. Ja, Luigi macht's auch. Mhm. Das sieht aber okay. 30,53. Keine neue Bestzeit. Ja, jetzt hat er sich am Schalter. Den Controller. Ja, direkt. Rage Quit. Sehr schön.
Das ist noch Zeit, alles gut. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich oben an der Ranke kurz. Ich glaube, da kann man noch so einen Bruchteil von einer Sekunde holen, beim ersten Sprung. Ach Mann, wieso springe ich denn immer? Ach so, du meinst auf diesem Donut da. Genau, ja, Zehnermünze. Ja, den haben wir auch natürlich. Den haben wir ja schon mal in sehr smooth einmal gesehen, so, aber diesen, wenn du da, ich glaube, da musst du dich trauen einfach. Habe ich gesehen, dass die uns nochmal gefährlich werden, dann könnte das gehen. Wieder, ja. Meist habe ich auch zu spät nach oben gedrückt. So, 78. Mann, Mann. Das wird, du machst das super. Ja, 5 Sekunden für. Nee, das wird. Jetzt müsste drin sein. Ja, shit. Also da muss mindestens zwei mit stehen, ansonsten ist eine. Haben sie noch das Potenzial? Kann schon noch sein, ja. Derbe. Ich muss trotzdem berühren. Ja, leider. Fuck. Knapp. Okay, es sind aber zwei volle. Mal gucken. Ich habe hier das Gefühl, am Anfang ist das alles noch nicht perfekt, hier diese Stelle. Mit dem, dass man da noch so stehen bleibt und so. 30, 1, 8, 3. Alles ein bisschen ausbaufähig ist. Muss doch auch möglich sein, bei der 90 da durch den Donut zu kommen. Nee, ich muss es schaffen. Ja, ja, ich weiß, direkt in die rechte. Um direkt reinzukommen. Ja, probieren. Einfach probieren. Da geht schon noch was. Da geht schon noch was. So ist es. Ja, ich will nicht wissen, was Densons Zeit ist. Ja, Denson hat das Level gebaut, der darf keine Bestzeit aufstellen. Dann könnte ich doch für eine Sekunde einen Weltrekord. Also es hat schon jemand anderes aus der Community dieses Level entdeckt. Also, verdammt. Aber die Zeit kommt ja nicht an. Ich will gleich auf jeden Fall wissen, was es ist, aber erst nachdem wir durch sind. Und wir haben noch 5 Minuten zu spielen. Oh ja, die letzten 5 Minuten. Ja. Ich denke, ihr beide. Oh! Wir haben es geschafft. Ist das, ich glaube, das ist eine neue Bestzeit bei Team Luigi. Könnte sein, ja. Es müsste, es war eine 2,71 auf dem Timer, es müsste eine 28 sein. Sehr crazy. 28,649, da holt Luigi 5 Minuten vor Schluss noch eine Bestzeit. Jetzt ist das Race groß. Ja, jetzt ist wirklich crazy. Jetzt geht es nämlich nur noch darum. Jetzt ist Gregor auch warm. Jetzt perfektionieren. Es muss doch irgendwie gehen, da durchzukommen, ey. Also viel zu viel gebremst. Ja, mal hier und da. Selbst wenn wir die Runde verlieren. Naja, aber wenn man gerade die Bestzeit schon hat, dann kann man vielleicht auch erstmal weitermachen und gucken, ob man ans Ende vielleicht nochmal übt oder so. Ja, also, das muss ja nicht immer neu starten. Nee, das was ist die? 28,649 ist die Bestzeit gerade. Gleich noch besser. I doubt it. Ja, das ist auf jeden Fall. Das könnte. Ja. Nice. Oh, doch. Könnte. Doch, müsste. Oh, das ist low 28. Das wird krass. Gut. Trotz diesem kleinen Stolperer. Wow. Ja, da könnte auch vorne noch ein bisschen was rausholen. Ende hat er jetzt, glaube ich, ganz gut drin, aber vorne geht noch ein bisschen. Das stimmt. 28, 3, 3, 3. Wow. Nochmal Verschwäser. Da war sehr smooth bei Mario. Das war der Donut. Alles gut. Nochmal. Den wir vorhin schon mal gesehen haben. Der smooth Donut. Ja, stimmt. Du sitzt einfach nur, dann bist du es gerade ab. Du hast noch ordentlich Zeit für ein paar Anläufe. Ja, sind noch ein paar Zögerer drin, aber. Alles entspannt. Ja, jetzt kommt die Neustartphase. Das wird spannend. Da kommt jetzt das Mario-Handling, was die halt erhaben. Nicht verzagen jetzt. Ist noch alles drin. Ist noch alles drin. 3 Minuten noch. Naja, wir hätten es halt geschafft, wenn die den Trick nicht gemacht hätten. Das könnte aber auch in der tendenziell eine gute Zeit geben. Das könnte wieder eine Bestzeit sein. Ungefähr sehr low. 3-3-3 hatten wir, ne? Ja. In der reinen Ausführung sind die halt besser. 28,049. Das ist nochmal eine 28,0. Uiuiui. Das ist krass, ja. Ja, aber es ist jetzt auch, Sarah ist jetzt auch auf den perfekten Run aus. Ja. Was ja auch, ist auch vollkommen richtig. Na, klar. Wegen mehr Neustarts, aber wenn sie es dann einmal durchkriegt. Ja. Okay, aber. Gut aus. 81 durch die Tür. Ja, mach ruhig. Nee, glaub ich nicht. Zieh durch. Ich glaube, die machen das einfach nur sehr, sehr gut, was wir auch machen. Sich. Das könnte. Was? Das wird eng. Oh, das ist knapp. Ja. Du bist super nah dran, Sarah. Du hast noch Zeit. Oh, das ist so knapp. Da sind auf jeden Fall noch 3, 4 Runs drin. 28. Ja. 1,49. Oh. Das ist ein Zehntel langsamer leider. Ja. Fuck. Mach einfach. Du schaffst es. Das ist noch ein bisschen besser. 28,049. Das war genau ein Zehntel langsamer. Weiß doch jetzt nicht, was ein Zehntel ist um die Uhrzeit. 0,1. Wow. Okay, na, das ist nicht ganz so. Wir müssen ja unten wieder eine 28er-Zeit, aber. Ja.
Nee, da muss ein Spin-Jump hin. Da muss ein Spin-Jump hin. Du hast noch super viel Zeit. So, 1,30 noch. Und 20, nee, 28 hatten wir schon, ne? Da muss doch ein Spin-Jump hin. Komm! Ich will das jetzt. War es beim letzten Mal genau. Mhm. Genau das gleiche. Ja, Sarah dran. Okay, noch eine Minute. Ja, genau, wir hatten da die scheiß Liane hingemacht. Aber ey, genau die Ärgernung, die wollten wir wieder haben. Nice. Oh. Oh, verdammt. Ey, dieses Steuerkreuz. Oh, das ist schön. 92. Ja, ja, total. Ja, sehr gut. Ja. Nein! Das war so gut, das war. Okay, ich sag mal, ich nur nicht mehr neu starten darf, ja? Ja, 45 Sekunden noch. Ich glaube, das sagen wir dem mal nicht. Also Stress nur rein dann. Einmal noch. Schade. Sehr gut. Aber ich sag mal, was? Ist jetzt gleich der letzte. Musst du jetzt machen. Exakt. Okay, das ist der letzte Versuch. Sonst kriegst du nicht mehr ins Ziel. Das ist der letzte Versuch. Zieht's durch. Mach's. Schade. Das war's. Ich hasse dich nicht. Das war's noch. 16 Sekunden. Ja, super gut gemacht, ey. Das kann man gegen Sia und Gregor auf jeden Fall verlieren. Das sind Speedrunning-Profis. Du hast das Hammer gut gemacht. Und sie stellen sogar noch mal eine Bestzeit. Oh, was? Ja, tun wir das? In der letzten, Runde, 4 Sekunden vor Schluss, okay, Sub 20, zieht er wirklich noch eine 27er Zeit. Schlagen und dann hätte er noch 27,633. Gregor! Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben die stark gemacht. Aber beide, ey, wieder so knapp. Beide sind richtig stark, ja. Wir reden von einem Zehntel Unterschied teilweise. Wahnsinn. Aber hier sieht man auch den Weltrekord. Das war aber aufregend wieder. Da steht auch der Weltrekord, falls euch interessiert. Der steht zurzeit bei 26,109. Oh, also ja, das ist noch anderthalb Sekunden. War Gregor ja gar nicht so weit weg. GG. Anderthalb Sekunden. Ihr habt es super gemacht. Sehr gut. GGs. Ja, wirklich. Applaus an beide Teams. GGs. Sehr, sehr schön heute Abend. Richtig stark. Sehr gut, wie ihr euch da verbessert habt. Aber es war ein knappes Rennen und der letzte Punkt geht an Team Luigi. Wir gucken uns aber den Gesamtpunktestand an. 3:2 geht es. Und damit hat Team Luigi den heutigen Abend sich entscheiden können. Noch nicht. Nicht? Wir haben ja noch das Finale. Das Finale. Ich wollte schon nach Hause gehen. Ich hab da. Wer hätte damit rechnen können? Ich dachte, jetzt kommt der Mama. Aber der Finale. So. Das Finale, denn ihr habt euch natürlich Punkte sammeln können, aber diese Punkte sind vollkommen egal. What? Nein, sie sind nicht vollkommen egal, aber sie bringen euch Vorteile für das Letzte, was wir heute machen. Sonst haben wir hier an dieser Stelle Iron Bros gemacht, wenn Denzel und ich dann gegeneinander angetreten sind als Team-Captains, was wir heute jetzt natürlich nicht machen können. Deswegen habe ich mir was Neues ausgedacht. Und ich würde euch bitten, einmal in den Speicherbot wieder zu wechseln und das unterste Level zu starten. Das heißt Coins. Folgendes Ding. Alle Punkte, die ihr vorher gesammelt habt, werden jetzt in Münzen umgewandelt. Und zwar jeder Punkt gibt euch 5 Münzen. Das heißt, es geht ins Finale mit 15:10 Münzen. Und wir haben jetzt ein Level für euch. Kannst du auch machen. Was geht denn jetzt? Hört mir bitte einmal kurz zu. Es gibt den Level Coins. Das Ganze ist ein Autoscroller. Und es geht darum, möglichst viele Münzen zu sammeln. Also ihr werdet recht gleichzeitig da durchgehen. Das geht nicht viel schneller, weil es ein Autoscroller ist. Mhm. Deswegen sammelt möglichst viele Münzen. Einmal. Es spielt jetzt einmal einer von euch dieses Level. Der andere darf zuschauen. Und dann wechselt ihr den Controller und der andere kriegt den zweiten Durchlauf mit den Informationen aus dem ersten Durchlauf. Aber wenn der erste Durchlauf der geilste sein Es werden alle Münzen gezählt von beiden Durchläufen. Wow! Okay. Oh. Aber das heißt, diese fünf, die ihr habt mehr fünf haben, Münzen Unterschied. Das heißt, Team Mario müsst 5 Münzen mehr sammeln als Team Luigi, dann gewinnt ihr. Oder dann ist unentschieden. Sechs Aber nicht Münzen. In beiden Läufen 5 mehr, sondern nur einmal 5 mehr. Insgesamt. Okay. Insgesamt alle 3 Münzen werden zusammengezählt. Die vorherigen Punkte werden in Münzen umgewandelt und dann von beiden Runs alle Münzen. Und weil es spannend bleiben soll, zeigen wir den Münzencounter natürlich nicht euch Zuschauern. Stark. Ihr könnt natürlich mitzählen, wenn ihr die einzelnen Münzen beim Spielen seht. Aber 3, 4, 5. Der Counter ist nicht zu sehen. Insofern würde ich euch bitten, nicht zu sagen, wie viele Münzen ihr am Ende eingesammelt habt, damit es spannend bleibt. Perfekt. Okay, das machen wir noch nicht darüber. Entscheidet euch einmal kurz, wer den ersten Durchlauf macht. Ich mach den ersten. Ja, ich mach den ersten. Sicher? Ja, dann kannst du den besseren machen. Dann. Gut, dann seid ihr auf dem Level Coins. Ja. Sehr gut, dann könnt ihr schon mal starten und Pause drücken, damit wir gleichzeitig starten können. Schon wieder dieser Densen. Ja, der hat das auch wieder zur Verfügung gestellt. Ich habe noch eine Frage, warum können wir denn heute nicht dieses Iron Bros machen?
Das wäre, glaube ich, sehr schnell vorbei, wenn wir jetzt gegeneinander spielen. Ja. Meinst du? Es könnte sein, also wenn es darum geht. Die Schmach wollte ich mir noch abholen. Wir können es gerne noch versuchen, das geht, glaube ich, auch sehr schnell im Anschluss. Stimmt, eine Sekunde und wir sind durch. Ja, kein Ding. Nein, Iron Bros, ich sag mal, Iron Bros hat immerhin die Schwäche, das hat auch viele Leute in den Kommentaren gestört, dass es natürlich wieder sehr random ist mit den Zufallsleveln. Ja. Was ich aber auch Teil dieses Formats finde. Also es nicht ganz klar, insofern würde ich das auch beim nächsten Mal vielleicht wieder einführen. Mal schauen, wie sich das jetzt hier, jetzt auch das erste Mal, dass wir es ausprobieren, ob sich das durchsetzen mag. Ja. Insofern schreibt gerne in die Kommentare, was euch besser gefällt. Ob dann eher die Kings sich messen sollen in Iron Bros oder ob wir hier lieber das Format übernehmen sollen. Ja, und dann gäbe es ja noch was Optionales. Man macht es genauso wie heute, wenn das gut war. Und ihr macht es einfach noch so just for fun am Ende trotzdem noch. Also, natürlich das ist ja die dritte Option. Wenn die Leute alles sehen wollen, aber wollt ihr die volle Kiste? Wenn du das zur Option stellst, werden die Leute immer sagen, dann will ich aber alles. Ja, natürlich, ich wollte, dass sie das... Ja, natürlich, deswegen schreibt es in die Kommentare. Gut, dann... Sind wir jetzt alle bereit? Okay. Ja. Und ihr seid im Level, ihr habt Pause gedrückt. Ja, ich muss ja gar nichts machen. Sehr gut. Dann der erste Durchlauf beginnt in 3, 2, 1, let's go. So, hier sieht man schon. Es ist ein Wasserlevel, Autoscroller, wie gesagt, es ist nicht, man kann nicht wirklich sterben. Ja. Ach so, ja. Okay. Da hätten sie jetzt fast sterben können. Guck mal, und das muss man jetzt ja auch sich. Das sind die Wissen, genau das muss man mit. Genau reinziehen, genau. What? Ja. Oh, Team Luigi ist leider gestorben. Oh, wir haben es doch geschafft. Das war. Kann man nochmal von vorne oder? Einfach nur nicht sterben. Nee. Tja, das ist jetzt schwierig. Das war Gregors Lauf. Ich würde nämlich auch fast sagen. Oh, sorry, einen Versuch haben wir gesagt. Aber das ist ja doch voll unfair gewesen gerade eben. Ja, ich hätte ja, es ist ein Autoscroller, die haben beide die gleichen Chancen. Es ist nicht einfach zu sterben, aber vielleicht stirbt Team Mario jetzt auch. Das Ding speedet einfach an. Aber spiele ich jetzt ein bisschen auf. Ja, mal schauen, wie viele Münzen er jetzt mehr einsammeln. Kann denn Sia jetzt bei denen gucken? Ja, Sia kann bei denen jetzt zugucken, dass er zumindest das in die Informationen von dem Level sieht. Ja, genau, dass man denen absichtlich schlecht hat. Mit Sia hat ganz das wird jetzt natürlich auch gleich sehr schwierig dann aufzubringen. Aber es ist jetzt auch. So viele Münzen sind da jetzt auch nicht. Also mal schauen. Ja, es ist auch gar nicht so leicht, an alle ranzukommen, ja, wie man da sieht. Also, daher wäre jetzt das auch war knapp. Deswegen. Und da ist schon das Ziel. Ich mir noch. Okay. Mach ich noch. Nee, mach ich nicht mehr. Egal. Das war der erste Durchlauf. Ich glaube, ich habe trotzdem 2, 3 mehr gehabt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich kann gerade nicht. Ein paar Münzen, so. Dann könnt ihr wieder oben auf Spielen gehen und Pause drücken, wenn ihr im Level seid. Neustart. Genau. Musst du sofort auf Pause machen. Und nochmal Pause drücken. Okay. Aber was ist jetzt der Deal? Nee, es war Gregors Run. Das, können wir aber auch aufhören, oder? Doch Quatsch. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist. Sie hatte ja auch den Vorsprung. Es wird wahrscheinlich ein paar mehr sein. Ne, wenn ihr sagt, wir wollen, dann Gregor darf den Run wiederholen. Das würde ich euch jetzt offen stellen. Dann machen wir beide einfach nochmal. Nee. War schon blöd. Nein. Hey, komm, ihr müsst die Regeln nicht verbiegen. Ich bin nur. Nein, es ist also es sind wirklich weil ich Spannung raus. Ich versagt habe. Dann lass einfach nochmal machen. Dann lass es nochmal machen. Nein, Fabian hat den Vorteil, dass es schon einmal gespielt hat. Du hast schon recht. Wir nehmen die Stimmung, die Spannung raus komplett. Du bist dann super am Anfang gestorben. Natürlich wird Sarah das jetzt nicht mehr verlieren. Es ergibt keinen Sinn, weil das die Regeln verbiegt und den Wettbewerb untergräbt. Ja, aber also ich biete es dir einfach nur an. Lass uns jetzt nochmal fair nochmal. Danke für dein Angebot, ich lehne es ab. Ihr habt fair und square das mitbekommen. Ach, Greg, lass einfach machen. For the Lose. Geht doch nicht nur ums Gewinnen, es geht doch auch um den Fun an der Sache. Und bevor du jetzt hier mit der schlechten Laune rausgehst, wir machen es einfach nochmal. Na, ich habe mich auch schon beruhigt, dass ich habe selber versagt. Nee, ist doch okay, ich finde auch, wir machen einfach weiter. Dann machen wir weiter. Dann kommt jetzt der zweite Run. Die Regie hat sich notiert, wie viele Münzen gesammelt wurden. Mhm. Und dann starten wir wieder in 3, 2, eins. Let's go. Oh, ich hab Neustart gemacht. Ja, gut. Schneller kommst du auch nicht durch. Ich hab keine Ahnung, was ich damit mache. Jetzt kommt natürlich so ein Powerblock. Keine Ahnung. Ja, genau, das. Das ist so geil, wenn du jetzt wirklich am Anfang auch gestorben wärst. Oh nein, ich hasse es.
Und da spielt es auch wieder an. Schleichen nur mal wieder. Ist das dein Ernst? Ja, ich bin halt auch stolz. Das war das okay. Ja, nee, ihr macht fertig. Ja, komm. Na, ganz im Ernst, wie habt ihr es denn geschafft, da zu sterben an der Stelle? Ja, wenn man sich halt beschissen in Walljumps. Ganz einfach. Ja, wir haben es halt riskiert, wollten ja eine Münze und dann. Ja, ich will nur mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege. Ja, okay. Das kann ich verstehen. Gut. Ich denke übrigens überhaupt nicht, wie man da an diese oberen gekommen wäre. Da unten ist eine Sprungfeder, die kannst du mitnehmen. Alle kriegst du, glaube ich, sowieso nicht. So. Sprungfeder und dann hoch. Könntest du dir versetzen. Okay, jetzt habe ich es. Ja, cool, okay. Weiß natürlich, ne, dauert seine Dauerzeit. Frage. Ja. Und so. Für jetzt so schnell zu verstehen, natürlich, ist nicht unbedingt. Ja, deswegen ist was für einen zweiten Mann gewesen. Na klar. Bleiben wir sterben. Yoshi wurde schon verloren, na gut. Ah, sogar hier hinten die Münzen noch mitgenommen. Guck mal, wir haben das. Ich glaube, so 6-7 Münzen haben wir aber insgesamt. Ja. Ja, das ist doch guck mal 6 mit den vorgesammelten. Also. Wie reicht das mit dem Vorsprung? Wäre sehr funny, wenn sie jetzt gewonnen hätten. Das wäre sehr krass. Das wäre super. 104. So, dann darfst du sie ja eben noch ins Ende spielen. Das sieht ja fast Chat-Duell ausmaß, das Finale. Ja, stimmt. Und da schafft es auch Sia ins. Ah, holt sich auch noch die 3 Bonusmünzen. Sehr schön. Ins Ziel. Da war eine Baitmünze. Ja, aber das ist ja. Kann man auch nehmen. Spaß machen. Ja. Sehr gut. Ja, wir schenken das einmal ins Rechenzentrum, dass die alles zusammenrechnen und zusammenzählen. Es kann einen Augenblick dauern, bis wir da richtig rauskriegen, wer jetzt wirklich die meisten Münzen gesammelt hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Regie uns gleich den Gesamtpunktestand anzeigt. Ich habe eine Frage. Wenn man diese Level baut, ja. Du sagst, du hast nicht viel gemacht, aber du kennst dich ja schon ein bisschen aus. Kann man diesen Scroll-Speed selber bestimmen? Ja. Also man sagt sozusagen, hier ist Triggerpoint genau. Der macht es dann halt schneller. Oder langsamer, okay. Oder hoch und runter und so weiter. Das kann man alles selber einstellen. Verstehe. Was hat Denson sich da so eingestellt? Und ja. Ja klar, das war auch ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich wusste nicht sozusagen, wie hat man Kontrolle darüber? Ja, das kann man voreinstellen. Genau. Genau. Ja, nee, weil nur falls sozusagen jetzt irgendwie die Leute sagen, das Finalspiel hat mir nicht gefallen, ich will nur zu denken geben, man kann ja das auch noch super ausbalancieren, indem man vielleicht wirklich ein Level baut, da was, kann man noch mal. Wo das unmöglich ist oder so. Ich will nur sagen, da ist ja, gibt es ja viele kleine Stellschrauben noch. Genau. Von daher auch wie so eben gerne die Vorschläge in die Kommentare. In die Kommentare. So, wir schauen uns jetzt einmal den Endpunktestand an. Stirbt, ehrlich gesagt. Der nur auf die eine Art ausgegangen. 100. Exakt 100 Münzen für Team Mario. Und damit 100. Gewinnt wow. Team Mario das Mario Maker Team Duell Folge 3. Team Luigi gewinnt. Da ist der richtige Papa. Ich hab mich mal nicht mal vorbereitet für euch. Herrlich, ja. GG. Oh. Stark. Stark gespielt. Es war durch den ganzen Abend weg sehr knapp. Ja. Team Mario. Stimmt. Leider das Finale ein bisschen wack. Aber sonst das Finale leider, ja, schade. Wir waren zu scheiße im Finale. Aber ihr habt uns echt einen super Abend und eine super Competition geboten. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das finde ich auch. Vielen Dank. Jetzt schon. Matthias auch ans Vorbereiten. Es war echt super. Ich hoffe, ihr hattet da draußen genauso viel Spaß. Ich hatte es. Schließe ich mich gerne nochmal an. Das hat mega viel Bock gemacht, gegen euch zu spielen. Vielen Dank für die ganze Vorbereitung. Ihr wart tolle Gegner. Hat mir jetzt echt leid getan im Finale, weil das natürlich ein bisschen unwürdig war, dass ihr da beide also ich, danke so schnell gestorben seid. Danke für euer Angebot, aber wenn wir uns nicht an Regeln halten, wer macht es dann? Das. Dann ist der Wettbewerb null wert. Aber ihr wart tolle Gegner tatsächlich. Und ihr hättet genauso gut gewinnen können. Und dann hätte Fabian nicht so eine lustige Mütze aufgehabt. Das stimmt. So. Also sind wir doch alle zwei Gewinner. 2 Sekunden. Ja. Nein, das war wirklich den ganzen Abend über sehr ausgeglichen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr viel Spannung, sehr viel Chaos, sehr viel Spaß. Absolut. Insofern hoffentlich machen wir das nochmal. Vielen Dank, Valentin. Ja, fürs durch den Abend führen. Danke, dass ich dabei sein durfte, weil die Leute haben es bestimmt bemerkt. Ich bin jetzt nicht der größte Mario-Experte, aber ich habe viel gelernt und ich hatte vor allem auch viel Spaß, weil wir durften ja hier die ganze Zeit zugucken und dieses Hin und Her hat mich am meisten begeistert. Es war die ganze Zeit so, dass du nie sagen konntest, wer hier gewinnt und das hat mich auch sehr abgeholt. Und wie gesagt, wir hoffen euch da draußen auch. Genau. Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, kommt gerne in den Rocket Beans Supporters Club. Denn nur mit euch machen wir solche Dinger. Genau. Und ansonsten. 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 Bauchbinde. Schauen wir nochmal schnell rein. Genau. Genau, ich sagte es ja schon Anfang der Sendung.
Wer jetzt sagt, ich hatte zwar mega viel Spaß, aber nur ein paar Blöcke in 2D reichen mir nicht, der schaut doch bitte nochmal in Cyberpunk, das neue Add-on, und vor allem Nvidia DLSS macht das Ganze überhaupt erst lauffähig, dass dieses wunderschöne Raytracing fantastisch aussieht. Und ihr bekommt vor allem bei unserem Partner MIFCOM die nötige Hardware, die ihr dafür braucht. Vielen Dank an unsere Partner, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Und Matthias, dir gebühren natürlich die allerletzten Worte hier. Du hast das schon ausgedrückt. Vielen Dank an die Kandidaten, vielen Dank an dich, Valentin. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine gute Nacht. Ciao.